Hallo und herzlich willkommen zur Digital Perspective 21, dem Livestreaming-Highlight von Optimal Systems aus dem Amplifier hier in Berlin-Mitte. Ich kann Ihnen versprechen, das wird eine super kurzweilige Show werden. Es gibt spannende Vorträge, keine langweiligen Frontalreferate und auch keine öden Erklärvideos. Alles hier live gestreamt für Sie rund um die Themen Digitalisierung, Informationsmanagement und natürlich Datensicherheit. Also sind Sie gespannt, nehmen Sie jetzt in Ruhe teil. Mein Name ist Peter Kreitmeier. Ich bin normalerweise am Standort in München verantwortlich für unsere Kunden in Bayern mit meinem Team dort vor Ort und heute Ihr Moderator. Führe also durchs Event und bin für Sie derjenige, der auch unseren Gästen ein bisschen auf den Zahn fühlen wird. Ja, wir sprechen eben auch über die Frage, was aus diesen besonderen Zeiten nehmen wir mit in unseren Business-Alltag und wie können wir noch optimaler Projekte managen. Wir alle hier vor der Kamera, auch hinter den Kameras, natürlich die Kollegen sind getestet. Wir halten ein strenges Hygienekonzept ein. Insofern können wir ein Maximum an Sicherheit hier vor Ort auch gewährleisten. Sie können mit sicherem Abstand aber jetzt natürlich in den Offices und Homeoffices teilnehmen. Aktiv, Sie können sich zuschalten über unsere Event-App, mit den Teilnehmern chatten, mit unseren Kollegen an den Standorten sich unterhalten, aber auch Vorträge live bewerten und natürlich an Umfragen teilnehmen. Also nehmen Sie diese Chance wahr. Ich werde Sie dann später auch immer daran erinnern, wenn Sie sich wieder einschalten können. Jetzt wollen wir natürlich den Blick lenken auf unsere Agenda und das erste Highlight, unseren Keynote-Speaker. Ja, er selbst beschreibt sich so ein bisschen als den Wetterfrosch der Volkswirtschaft. Zumindest versucht er mit seinen Kollegen eben vorherzusagen, wie wird die Aussicht für die Wirtschaft morgen und in den nächsten Monaten sein? Ja, er gibt zu, es gelingt ihm manchmal nur so gut wie den Meteorologen, aber er ist super im Erklären, warum das Wetter gestern nur so mittelmäßig war. Begrüßen Sie jetzt mit mir deshalb unseren ersten Gast, den Chefvolkswirt der ING Bank, Carsten Pszeski. Vielen Dank für die netten Worte. Vielen Dank auch für die Einladung, dass ich hier heute dabei sein darf bei der Digital Perspective. Ganz ehrlich, das stimmt mit diesen Meteorologen, aber wenn wir uns den Titel meiner heutigen Präsentation anschauen, dann sieht man doch ein bisschen, mit der Trefferquote ist es nicht ganz so gut, denn im letzten Jahr haben wir gedacht, worüber kann der Herr Pszeski reden? Über die Welt nach der Pandemie. Ja, wir sind aber leider Gottes immer noch mittendrin in der Pandemie. Wenn man sich mal anschaut, worüber reden wir den ganzen Tag? Wir reden über Impfstoffe, wir reden über Lockdown und irgendwie hat sich nicht auch so viel verändert, auch wenn wir gerade den ersten Geburtstag der Lockdowns feiern. Also wenn ich jetzt versuche, in meine Glaskugel zu schauen, ja, was bedeutet denn das für die Weltwirtschaft, für die deutsche Konjunktur? Dann muss ich eigentlich nicht nur ein Meteorologe sein, dann bin ich mittlerweile auch ein Virologe. Ich schaue mir an, was sehe ich hier bei meinen ganzen Grafiken. Ja, wir sehen, dass wir zwar mittlerweile immer mehr Impfungen haben. Wir haben sogar mehr Impfungen als Infektionen weltweit. Aber leider Gottes ist halt die Geschwindigkeit des Impfens sehr unterschiedlich. Und wenn ich in diese Glaskugel reinschaue und mir überlege, wann zieht denn die Wirtschaft endlich wieder an, dann ist das ganz eng verbunden an den Annahmen, die ich treffe über Impfstoff, Ende des Lockdowns. Und ganz ehrlich, so sehr ich es mir auch wünsche, traue ich mich aktuell wirklich noch vorherzusagen, wann dieser Lockdown wirklich gelockert wird? Nee. Ich bleibe positiv. Ich gehe davon aus, dass wir im Laufe des Jahres endlich wieder Lockerung bekommen und damit auch im Laufe des Jahres wieder ein deutliches Anziehen der Konjunktur bekommen werden. Wenn ich nicht mehr genau vorhersagen kann, wann die Konjunktur wirklich anzieht, dann konzentriere ich mich auf andere Sachen. Und dann konzentriere ich mich darauf, eigentlich mal zu erklären, was wir aktuell sehen. Ja, denn hat sich nun wirklich das vorgetan, was alle Analysten von einem Jahr vorhergesagt haben, nämlich, dass die Wirtschaft komplett einstürzen wird. Die schwerste Wirtschaftskrise seit den 20er oder 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Nicht wirklich, denn wir sehen Unterschiede. Was ich hier mal zeige, ist ganz interessant. Wir sehen eigentlich eine zweigeteilte Wirtschaft. Eine zweigeteilte Konjunktur. Und das kann eigentlich jeder auch nachvollziehen, der einfach nur die Tagespresse liest. Die Industrie brummt. Die Industrie brummt jedenfalls seit Mitte letzten Jahres. Nur in der ersten Lockdown-Welle haben wir gesehen, dass die Industrie zurückgefahren wurde. Freiwilliger Lockdown auch von der Industrie. Probleme in Lieferketten. Ja, Sachen, die nicht kamen aus Asien, weil die ganze Welt im Lockdown war.
den zweiten Lockdown in Deutschland, in Europa, haben die meisten anderen Regionen weltweit nicht mitgemacht. Und darum sehen wir hier, die Industrie brummt. Es ist der Dienstleistungssektor, der nicht läuft. Auch ganz deutlich, die Geschäfte sind zu, Dienstleister haben geschlossen, es läuft nichts. Aber es ist eine zweigeteilte Welt. Und diese zweigeteilte Welt würde uns auch weiterhin noch beschäftigen, wenn wir versuchen zu identifizieren, was kann denn eigentlich nach der Pandemie kommen. Ja? Wir machen mal kurzfristige Unterschiede in, was ist das? Konjunkturanalyse, wann zieht die Wirtschaft wieder an? Die Wirtschaft zieht an, habe ich gesagt, dieses Jahr. Ja? Was dann da für eine Zahl rauskommt, 3%, 4%, 5%, ist eigentlich egal, was sagt diese Zeit. Was viel wichtiger ist, es gibt ein paar Themen, die für mich und hoffentlich auch für Sie interessant sind. Ist denn jetzt die Pandemie ein Beschleuniger von strukturellen Veränderungen? Wie sieht das neue Normal aus? Und ich habe einfach mal ein paar Themen mitgebracht, um mal zu zeigen, was sich meiner Meinung nach strukturell verändern wird. Ganz dicht eigentlich bei uns vor der Haustür, die Veränderung hin zum Online-Shopping. Wir wissen es alle, die Daten bestätigen das aber. Ja, einfach hier nur mal das Wachstum von Online-Shopping und ja, boom, 2020. Wer möchte eigentlich noch in Innenstädte gehen? Der ganze Einzelhandel wird das jetzt merken, wenn man irgendwie auf Click und Go einen Termin machen kann, um 15 Minuten vielleicht zu einer Drogerie zu gehen. Hat aber auch negative Folgen, das habe ich da auch ein bisschen angesprochen. Was sind die negativen Folgen? Innenstädte ohne Menschen, überall Leerstände. Da, wo Läden früher waren. Wer bezahlt denn eigentlich irgendwann in den kommenden Jahren noch die ganze schöne Weihnachtsbeleuchtung in den Innenstädten, wenn da kein Einzelhandel mehr da ist? Also strukturelle Veränderung, ja, nicht der böse Mahner, aber strukturelle Veränderungen kommen mit positiven, aber auch mit negativen Folgen. Noch enger, Digital Perspective, digitale Transformation. Das ist ganz interessant, ja, sicherlich in Deutschland, wenn wir uns mal anschauen, wie die Unternehmen, wenn die gefragt werden, darauf reagieren. Und ich habe mal gezeigt, gleiche Umfrage, 2016, 18, 2020. Wie sieht es denn aus mit digitalen Plänen? Internet 4.0, Internet of Things. So, da war eigentlich 2016, ja, mehr als die Hälfte, ja, an der linken Seite, die Unternehmen, naja, wir haben mal drüber nachgedacht, wir planen ein bisschen, aber so richtig was in Entwicklung ist doch noch nicht. So, und wenn man sich mal anschaut, wie sich das jetzt verschoben hat, ja, wir sind nicht nur mehr in der Planungsphase, wir sind auch in der Investitionsphase. So, und das zeigt doch, dass sicherlich in Deutschland, was wirklich so rückständig ist auf dem Gebiet von Digitalisierung, von Investitionen in Digitalisierung, in dem eigentlich Umarmen von Digitalisierung nicht nur als irgendeine Art und Weise, um vielleicht mehr zu automatisieren, um noch effizienter zu sein. Nee, um auch wirklich neue Dienste, neue Produkte anzubieten. Dafür muss ich investieren und da könnte jetzt Corona wirklich der Beschleuniger sein von dieser so nötigen strukturellen Transformation. Ja, zwei Themen, die Ihnen wahrscheinlich näher liegen. Jetzt kommen wir zu den anderen, den Nerdy-Themen, die für den Volkswirt interessant sind. Rückkehr der Inflation. Lese ich auch jeden Tag in den Zeitungen. Das große Thema. Ja, das kann doch gar nicht anders sein. Sicherlich in Deutschland. Die Notenbanken geben negative Zinsen aus, überschwemmen die Märkte mit billiger Liquidität. Konjunkturprogramme mit oder ohne Wumms. Das muss doch irgendwann mal zur Inflation führen. Die Antwort des Volkswirtes ist, wie so häufig, jein. Wir werden dieses Jahr eine höhere Inflation bekommen. Aber diese höhere Inflation hat vor allem mit sogenannten Sondereffekten zu tun, Sonderfaktoren, höhere Energiepreise. Dann natürlich auch, wenn es die Wirtschaft irgendwann wieder aufgeht, dann werden wir auch einen Aufschlag bekommen. Da kommt der Corona-Aufschlag. Der Corona-Preisaufschlag ist in unserem Lieblingsrestaurant um die Ecke, ja, wo wir jetzt ein halbes Jahr nicht hingehen konnten. Da bin ich natürlich bereit, auch ein, zwei, dreimal einen Corona-Aufschlag zu bezahlen. Aber beim vierten oder fünften Mal sage ich mir, vielleicht gehe ich doch mal zu dem Restaurant drei Ecken weiter. Hat genauso gutes Essen, ist aber viel billiger. Das heißt, ja, ich habe einen kurzfristigen Preisaufschlag, nur irgendwann bestimmt dann auch das Niveau der Konkurrenz, wie stark dieser Preisaufschlag weitergehen kann. Und ich gehe davon aus, dass er nicht lange weitergehen kann. Was wir auch sehen werden, ist darüber hinaus, wie kann eine Volkswirtschaft, ein Land, was deutlich zu tun hat mit steigender Arbeitslosigkeit,
mit Unternehmen in Zahlungsschwierigkeiten, mit Unternehmen, die Insolvenz anmelden müssen. So ein Land wird nicht eine Lohnpreisspirale bekommen. Also Inflation ist das große Thema für 2021, aber nicht mehr für 2022. Also davon auch, da kommt dann kurz der Banker, davon auszugehen, dass die Zinsen jetzt schnell steigen würden, vergessen wir. Ja? Ein bisschen Kapitalmarktzinsen, ja? Ein bisschen Inflation, ein bisschen Zinsen, aber nicht richtig viel in den kommenden Jahren. Anderer wichtiger Punkt, ja? Geopolitisch. Das haben wir eigentlich kaum festgestellt, dass die Corona das vielleicht nicht verändert, aber beschleunigt. Und da sind wir uns die drei Blöcke anschauen. Ja, China, einziges Land, zusammen mit der Türkei, von den G20, den 20 größten Ländern, das im Jahr 2020 gewachsen ist. USA, Europa geschrumpft. China hat mal kurz ein großes Handelsabkommen abgeschlossen mit anderen asiatisch-pazifischen Staaten und die haben jetzt ein größeres Handelsabkommen als wir in Europa. Die weltwirtschaftliche Macht verschiebt sich ganz deutlich aus dem Westen hin in den Osten. China wird 2030 spätestens die größte Volkswirtschaft der Welt sein. Daran zu zweifeln, würde ich mich nicht trauen. So, das heißt, ja, diese Machtverschiebung hin nach Asien, in den asiatisch-pazifischen Raum, heißt aber auch wiederum, wie geht Europa damit um? Wir werden uns damit weiter beschäftigen müssen, dass auch ohne Donald Trump wir einen Kampf zwischen den USA und China haben werden, um die Vormachtstellung bei Hightech. Ja, dieser sogenannte War on Tech wird uns weiter beschäftigen. Für uns in Europa ist das allergrößte Problem, weil wir müssen uns entscheiden. Wir exportieren fast genauso viel nach China wie in die USA. Wir sitzen irgendwie zwischen den Stühlen. Und das, was sich jetzt vielleicht von Joe Biden ein bisschen freundlicher anhören wird, im Ton, heißt aber auch, wir werden uns in Europa entscheiden müssen, sind wir eher Juniorpartner der Amerikaner oder der Chinesen. Heißt für mich auch, die kommenden 10 Jahre durch Corona beschleunigt. Wir werden nicht zurückkehren zu, wir fassen uns alle an und sind Friede, Freude, Eierkuchen. Wir werden sehen, dass nationale Interessen immer wichtiger werden. Nationale Interessen immer wichtiger bringt mich eigentlich zum letzten Punkt, auch diese große strukturelle Veränderung. Und das ist Wirtschaftspolitik. In den letzten 10 Jahren war es eigentlich immer so, dass vor allem die Notenbanken, Zentralbanken, der böse Mario Draghi, dafür gesorgt haben, dass die Krisen gerettet werden, dass Krisen gelöst werden, Wirtschaftskrisen, immer wieder mit billigem Geld. Jetzt kommt das Jahrzehnt, in dem Regierungen es lösen werden. Warum? Die Notenbanken haben alles ausgereizt. Ich kann nicht noch mehr Liquidität in den Markt pumpen. Ich kann nicht noch billigere Zinsen anbieten. Das heißt, wir werden jetzt sehen, dass die Regierungen weltweit immer mehr Geld ausgeben. Und das ist kurzfristig, weil ich kurzfristig die Krise noch weiter bekämpfen muss. Kurzarbeit, Wumms, Konjunkturpakete, ist aber auch langfristig. Denn durch die Krise, und das ist wichtig, durch die Krise haben viele Regierungen verstanden, ich muss jetzt wirklich aktiv noch investieren. Und dieses aktive Investieren heißt, dass ich Konjunkturpakete bekommen habe und bekommen werde, die sich richten auf Nachhaltigkeit, den Kampf gegen Klimawandel und Digitalisierung. Das heißt, investieren wird auch von den Staaten in den kommenden Jahren immer mehr unterstützt. Das heißt, dass wir wahrscheinlich auch immer eine höhere Staatsverschuldung bekommen werden, aber für Unternehmen, das Investitionsklima in Europa sollte sich, wenn ich in den richtigen Sektoren unterwegs bin, in den kommenden Jahren deutlich verbessern. Was mich eigentlich zum Ende bringt, nochmal zusammenfassend, die Welt nach der Pandemie heißt wahrscheinlich die Welt vor der Pandemie. Wir verdenken, wir werden damit leben müssen mit dieser Pandemie. Wir werden weiter leben müssen mit den Masken, die ich jetzt hier in der Hosentasche trage und gleich wieder aufsetzen werde. Das Leben wird anders sein. Das wirtschaftliche Leben heißt aber auch, es gab bisher in 100 Jahren Geschichte keine einzige Pandemie, die zu einer nachhaltigen, langfristigen Wirtschaftskrise geführt hat. Es geht immer weiter. Es geht auch wieder aufwärts. Und das wird dieses Jahr passieren. Aber durch die Krise, wegen der Krise, mit der Krise,
werden wir einige Themen haben, die jetzt in den kommenden 10 Jahren beschleunigt unsere Welt diktieren werden. Ja, das sind Digitalisierung, Fiskalpolitik, keine Angst vor der Inflation und eine weitere Machtverschiebung von dem Westen hin nach Ostasien. Ich hoffe, dass ich damit ein bisschen Food for Thought geboten habe für einen weiterhin spannenden Tag und bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, super. Vielen Dank, Carsten Przeski, an dieser Stelle. Ja, ich würde es mal zusammenfassen mit, die Aussicht ist wolkig mit Chance auf Fleischbällchen oder so ähnlich, oder? Ja, ich bin Vegetarier, also mit Fleischbällchen ist ein bisschen schwieriger, aber... Tofubällchen. Tofubällchen, gebratene, gegrillte Tofubällchen. Die Aussichten sind wieder. Man muss immer unterscheiden zwischen kurzfristiger Analyse und langfristiger Analyse. Und kurzfristig oder ganz, ganz kurzfristig ist noch nicht gut. Wir werden jetzt nach Ostern, um Ostern herum, Lockerung bekommen. Dann wird die Wirtschaft auch wieder anziehen. Und dann sehen wir eigentlich erst in der zweiten Jahreshälfte, wenn es richtig losgeht, was der strukturelle Schaden ist. Also wie viele Unternehmen müssen wirklich Insolvenz anmelden? Wie verschiebt sich die Wirtschaft weiter? Ja, das, was ich hier mal ein bisschen angegeben habe, sind ja meine Ideen. Ob es wirklich so kommt, ja, da müssen wir in 5 oder 10 Jahren drüber sprechen. Aber die strukturellen Veränderungen, denke ich, werden beschleunigt. Mit Ihrer Expertise beraten Sie ja nicht nur Ihre Kunden, Sie geben Handlungsempfehlungen für Ihren Vorstand, für die Bank im Generellen. Aber wenn ich jetzt als Kunde zu Ihnen komme, als Mittelständler, wir haben heute viele Mittelständler, die uns zuschauen, was konkret kann ich denn machen als Mittelständler, um jetzt vielleicht optimal aufgestellt zu sein für die nächsten Monate? Ich muss wirklich mein eigenes Geschäftsmodell überdenken. Passt das hier rein? Ich muss dazu sagen, als Disclaimer, wir machen kaum Mittelständler in Deutschland als ING. Also von da bin ich fein raus. Ich kann nett drüber reden. Ich würde mir auch nie anmaßen, um wirklich das Geschäftsmodell eines Mittelständers besser zu kennen als der Mittelständer selbst. Definitiv nicht. Wenn ich mir diese weltweiten Trends anschaue, ist ganz deutlich, das ist jetzt nochmal der Moment zu investieren. Das ist der Moment, in dem ich wirklich überlege, welche Sektoren werden vor allem in Europa das Geschehen weiter bestimmen. Alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, mit Digitalisierung, mit dem Kampf gegen Klimawandel. So, das sind Themen, die werden von Regierungen unterstützt, die werden von den Banken unterstützt. Kredite sind weiterhin extrem billig, werden es auch bleiben. Also ich muss mich jetzt aufstellen, ich muss agil bleiben, ich muss digital sein, um damit eigentlich einen immer härteren weltweiten Wettbewerb irgendwie anzunehmen und damit umgehen zu können. Ja, und da spricht der Profi, die ING Bank hat ja meines Wissens keine einzige Filiale, also man könnte sagen, eine der digitalsten Banken, die wir hier haben. Also insofern nochmal herzlichen Dank für diese positiven Aussichten. In diesen Zeiten gibt es auf jeden Fall Mut und danke für die Expertise von Ihnen. Ja, wir schauen weiter. Wir wollen in die nächste Perspektive blicken. Ja, mein nächster Gast, der ist schon richtig lange mit dabei. Er managt seit 23 Jahren Projekte bei Optimal Systems, also ist schon seit 1998 an Bord. Ja, ich habe trotzdem, glaube ich, mehr graue Haare als er. Ob er mir sein Geheimnis dazu verrät, werden wir sehen. Wir sprechen jetzt eben zur Perspektive Projektmanagement. Ja, herzlich willkommen, Markus Drechsel, Abteilungsleiter Consulting bei uns in Berlin. Ich habe es verraten, du bist schon 23 Jahre, man glaubt es kaum dabei. Ich habe fast ein bisschen geschwindelt mit den grauen Haaren. Wer hat mehr von uns beide? Ja, schauen wir mal. Also ich habe auf jeden Fall mehr Haare, mehr graue, schauen wir mal. Also 1998 hast du angefangen bei uns, nimm uns mal mit. Wie sahen damals Digitalisierungsprojekte aus? Und vielleicht so ein bisschen zur Einordnung, ganz spannend. 98, wer kann sich noch erinnern? Helmut Kohl, ja, wird nach 16 Jahren geschlagen. Gerhard Schröder wird Kanzler. Für alle Verschwörungstheoretiker unter uns, am 2. Januar 98 bricht die Vogelgrippe in Hongkong aus. Also aktueller wie je zuvor. Und 15. Oktober 98, ja, eine spannende Website geht online, amazon.de. Also 98 waren, ja, du warst dabei. Wie sahen damals so Digitalisierungsprojekte aus? Ich war dabei, Peter, genau. Und es war ein Projekt, das war gar nicht so weit weg von euch. Eigentlich um die Ecke in München, beim TÜV Süd, mein erstes Projekt. Das war spannend. Also für mich war es spannend, weil ich durfte das erste Mal beim Kunden, man hat mich das erste Mal zum Kunden gelassen alleine, den Kunden begleiten auf einer Reise. Und das war deswegen spannend, weil ich habe Technologie gesehen, die kannte ich aus dem Fernsehen, Mikrofilmarchive. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Mikrofilmarchive,
Und wir sollten das ablösen durch ein digitales Archiv. Also damals ging es noch nicht um Collaboration, um Teamarbeit oder Ähnliches, sondern eher klassisch um Archivierung. Es war klassisch ein Archivierungsprojekt und es war tatsächlich so, ich kam dahin mit vollgefüllter Motivation, mit einem Rucksack voller Technologie und musste erstmal Luft holen, weil ich habe mir erstmal angeguckt, was der TÜV dort macht, was die überhaupt dort bewegen an Papier. Und das war wirklich Papier, was bewegt wurde. Und das war spannend. Also diese Mikrofilme kannte ich nur aus Agentenfilmen. Das mal zu sehen, wie die Leute damit arbeiten und vor allen Dingen etwas mitzubringen, wo man vielleicht die Arbeit etwas verbessern kann, etwas optimieren kann und erleichtern kann. Das war schon toll. Also man kann sagen, du hast von der Pike auf gelernt. Lass uns gleich ein bisschen den Kontrast machen. Also wenn du jetzt heute mit der Brille 23 Jahre später drauf schaust, was hat sich im Kern gewandelt? Also wo ist der Kernunterschied in Bezug auf Digitalisierungsprojekte heute? Was steht im Fokus bei unseren Anwendern? Ja, der Fokus hat sich gewandelt. Also die Inhalte haben sich total verändert. Also früher ging es um Archive, Papierberge vermeiden. Tote Dokumente eigentlich, die sonst in Aktenschränken gelegen hätten, zu digitalisieren, verfügbar zu machen. Dann kam mehr und mehr der Gedanke, lebende Dokumente mit so einem Dokumentenmanagement, dann hieß es ja auch Dokumentenmanagementsystem, zu verwalten, also Verträge erstellen, begleiten während der Erstellung. Und heute gibt es eigentlich ganz neue Herausforderungen, nämlich Prozesse im Unternehmen zu unterstützen. Und es geht gar nicht mehr ums Dokument alleine, sondern um Informationen. Deswegen ja auch Enterprise Content Management. Ja genau, ich wollte gerade sagen, das neue Schlagwort ist ECM eigentlich, Enterprise Content Management. Oder um unseren Slogan aufzunehmen, Information Management, also auch Enterprise Information Management. Kann man sich jetzt streiten, welcher Begriff besser passt. Im Endeffekt, kannst du mal erklären, was umschreibt das Thema Enterprise Content Management? Wo ist der Unterschied zum Archiv, zum Dokumentenmanagement? Na, lass uns nochmal die Analogie gehen. Früher, ich war beim TÜV. Worum ging es? Um Eingangsrechnungen, die der TÜV archiviert hat, tote Dokumente, die irgendwann von irgendeinem Finanzbuchhalter mal wieder genutzt werden wollten. Dann kam Dokumentenmanagement, also das Arbeiten mit lebenden Dokumenten oder eine Rechnung nicht erst archivieren, wenn sie in Papier durchs Haus gegangen ist, sondern während des Zykluses der Prüfung zu begleiten. Das war schon toll. Heute geht es eigentlich darum, alles, was Information da ist, zum Beispiel zu so einem Rechnungsprüfprozess bereitzustellen, eine Lieferantenakte, jede Bestellung, jede Reklamation verfügbar zu haben digital. Kann man sagen, das ist das Tolle heute. Kann man sagen, was so der Use Case dann für den Nutzer auch ist? Ich meine, zum Teil diese alten Archive, über die du gesprochen hast, die gibt es ja heute zum Teil noch. Also es ist manchmal spannend, wo man hinkommt und was man da noch sieht, was auch noch im Einsatz ist. Wo ist der Mehrwert für den Nutzer jetzt, wenn ich an das Enterprise Content Management denke? Also es gibt natürlich den Mehrwert, der war damals schon da. Also die Kraft aus der Finanzbuchhaltung musste nicht sich zum Zentralarchiv bewegen und dort eine Rechnung anfragen. Okay, das konnte man schon per E-Mail dann machen. Hat dann vielleicht auch per E-Mail sogar einen Scan bekommen. Aber heute ist die Information verfügbar und der Sachbearbeiter hat sofort Zugriff, muss nicht lange Wege gehen. Man ist im dezentralen Arbeiten. Wir haben es ja heute, wir merken es heute umso wichtiger. Ich kann von zu Hause aus auf meinen kompletten Datenbestand zugreifen. Und das ist ein Mehrwert, der ist eigentlich in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Jetzt haben wir ein bisschen die technische Brille aufgesetzt. Wir wollen sprechen über Projektmanagement. Du bist ja im Kern Projektmanager, leitest ein Team von vielen Projektmanagern auch. Gibt es Dinge, sag ich mal, die du aus deiner Erfahrung sagen kannst, die zu beachten sind, wenn man so ein Projekt angeht? Oder anders gefragt, wie geht man es am besten an, so ein Digitalisierungsprojekt? Ideen gibt es sicher viele, aber was ist der Einstieg? Also bei der Idee fängt es schon an. So ein Digitalisierungsprojekt im Unternehmen, also Digitalisierung ist Veränderung. Und das muss man begleiten. Also Veränderung ist auch immer ein Thema fürs Management. Es geht nicht nur darum, Technik einzuführen, sondern Menschen, die mit dieser Technik arbeiten, an andere Arbeitsweisen und an neue Technologie heranzuführen. Und das ist die große Herausforderung auch im Projektmanagement. Die Technik bereitzustellen ist das eine, aber so bereitzustellen, dass man damit arbeiten kann und vor allen Dingen auch diesen Prozess der Veränderung zu begleiten, das ist echt eine große Herausforderung. Da können wir viel unterstützen. Wir können das Management unterstützen. Wir können auch Tipps geben bei der Übersetzung von Anforderungen in Technik. Aber letztendlich geht es immer um Menschen. Und die Menschen, wenn die nachher nicht mit der Technik arbeiten, die wir hinstellen, dann hat das Projekt schon verloren. Und ich finde, so ein bisschen ist natürlich auch das Stichwort Insellösung versus Plattformgedanke bei Enterprise Content Management ein ganz wichtiger. Und du hast gerade angesprochen, es sollte schon auch ein bisschen eine Management-Entscheidung sein, eben so ein System einzuführen. Das heißt,
zwar vielleicht der Quick-Win im Kleinen, ja, der Use-Case in der Fachabteilung, aber doch groß gedacht, kann man das so sagen? Genau, also groß denken ist immer gut, weil die Leute wollen ja auch eine Vision und Ziele. Die Herausforderung ist, glaube ich, diese große Vision in so, ich sag mal, kleine und handhabbare Schritte zu teilen, zu unterteilen und erst mal langsam, beherrschbar anzufangen und die Leute eben auf eine Reise mitzunehmen. Klar, das Management gibt Ziele vor, aber wie wird es umgesetzt? Da können wir helfen. Und vor allen Dingen, mit welchen Mitteln kann man Anwender mitnehmen? Das heißt, Herausforderung. Zum Beispiel Schulung. Also Schulung ist ein Thema, wo wir täglich mit zu tun haben. Und bevor wir auf Schulung kommen, noch vielleicht kurz, du hast Herausforderungen angesprochen und ich habe es den Zuschauern versprochen. Ich lege so ein bisschen auch den Finger in den wunden Punkt. Jetzt gibt es Dinge, die auch in dem Projekt natürlich vielleicht schieflaufen können. Kritische Punkte, aus deiner Erfahrung gesprochen, was ist zu beachten, dass vielleicht ein Projekt auch wirklich gelingt und erfolgreich wird? Na, ich will mal über Fallstricke reden, die uns so im Projektgeschäft untergekommen sind. Also ein erster Fallstrick könnte sein, eine Lösung, die man sich ausdenkt, ist am Bedarf vorbei. Aber wie kriege ich denn eine bedarfsorientierte Lösung hin? Ich glaube, da kann man heutzutage auch viel im agilen Prozess mit Prototyping arbeiten, vor allen Dingen auch die Anwender mit ins Boot holen, ins Projektteam holen, die nachher auch mit der Software arbeiten. Also Rapid Prototyping wäre ein Ansatz. Ja, und heute sind wir im Jahr 2021, da können wir durchaus mal sagen, juhu. Wenn ich an 98 noch mal kurz den Rückblick mache, dann könnte ich mir vorstellen, dass in Projekten vielleicht eher auch technische Hürden eine Rolle gespielt haben, Schnittstellen zu anderen Systemen und so weiter. Heute ist es doch so, dass jedes aktuelle System irgendwelche Interfaces hat, Schnittstellen hat, APIs hat, wo man entsprechend andocken kann. Also ist es vielleicht eher, sage ich mal, Schlagwort, ein bisschen ausgelutscht mittlerweile, aber Change Management, also den Mitarbeiter schon auch mitzunehmen auf dieser digitalen Reise, von seinem vielleicht heute noch analogen Prozess in die digitale Welt auch an die Hand zu nehmen und ihn da optimal auch vorzubereiten auf das, was morgen kommt? Das ist schön, dass du das Thema benennst, weil das ist mir persönlich auch wichtig. Technik ist heute vergleichbar. Ich glaube, die Anbieter bieten alle sehr ähnliche Technik. Ich glaube, wo man einen Mehrwert schaffen kann als Unternehmen, ist zum einen, diese Reise zu begleiten. Also Trainingsmaßnahmen, auch wirklich immer zu gucken, es einfach zu handhaben. Nicht das Mögliche umsetzen, sondern erstmal nur das Nötige vielleicht bereitstellen, aber trotzdem das Ziel aufzeigen. Also klein anfangen, Ziel aufzeigen, ganz wichtig, ist aber eine Management-Herausforderung. Wir als Projektleiter und als Optimal Systems begleiten auf diesem Weg. Schulung ist ein Thema. Oder Anwender nach der Einführung an die Hand zu nehmen und zu sagen, pass auf, es gibt eine Fragestunde. Wenn du Probleme hast, wenn du Fragen hast, wir sind da, wir geben dir einen Raum, der da ist und du kannst dich mit uns austauschen. Und das Projekt ist vor allen Dingen nicht zu Ende, sondern eigentlich ist es ein Beginn einer Reise. Ja, aber diesen Raum zu geben, das ist eine Managementaufgabe, die wir nur mit begleiten können, die natürlich vom Unternehmen mitgetragen werden muss. Ich finde, du hast einen super wichtigen Aspekt angesprochen. Jetzt haben wir Technik und auch da, klar, haben wir ein super System. Es gibt andere Systeme natürlich auch. Wir können wahnsinnig viel, aber nicht alles, was technisch möglich ist, ist eben auch immer sinnvoll. Thorsten Dirks, der Vorstand der Deutschen Lufthansa, hat mal eins gesagt, berühmtes Zitat, wenn du einen Scheißprozess digitalisierst, hast du danach immer noch einen Scheißprozess. Ist da was dran? Sehr wahre Worte, ja. Also ich habe schon erlebt, dass Firmen zu uns gekommen sind, die gesagt haben, ich habe Probleme mit meinen Prozessen, bitte heilt die mit Technik. Das ist ein Ansatz, den kann man machen, aber ich glaube, es gibt bessere Ansätze. Trotzdem ist auch immer etwas, einen Prozess nicht nur eins zu eins umzusetzen. Du sagst ja, wenn der Prozess vorher scheiße war, wird dann nachher immer noch scheiße sein. Sich anzugucken, wo, an welcher Stelle kann man denn mit Technik auch wirklich etwas verbessern, etwas optimieren und auch verändern. Das ist manchmal schmerzhaft. Weil Veränderung tut erstmal vielen Leuten weh. Es ist aber notwendig, um auch, und da ist wieder die Vision wichtig, wo wollen wir hin mit dem Unternehmen? Wir müssen gucken, dass wir Wettbewerbsvorteile uns erhalten oder schaffen gegenüber anderen Mitbewerbern. Und da ist Digitalisierung, glaube ich, ein Thema, was nicht wegzudenken ist. Jetzt hast du ja ein bisschen auch nochmal Angst und Bedenken auch angesprochen von Anwendern. Ich habe dich vorher kurz unterbrochen. Als es um Schulungen geht, ist da das Thema Schulungen im Bereich Projektmanagement, also der Einführung von einem digitalen neuen Tool, vielleicht auch ein Schlüssel, die Anwender wirklich mitzunehmen und sie zu begleiten? Also Schulung, ganz wichtiges Thema, aber das kommt eher erst, wenn die Lösung sozusagen bereitgestellt wird. Ich bin eigentlich schon viel früher dabei zu sagen, man muss die Anwender im Projekt schon mit ins Boot holen. Nicht nur informieren, sondern auch aktiv beteiligen.
also einer Definition des Projektes. Frag einen Geschäftsführer, wie sein Prozess läuft. Er wird dir was anderes sagen als der Mitarbeiter, der den Prozess lebt. Ja, aber das Gegenargument ist doch, es wird ein bisschen wünscht dir was im Zweifelsfall. Also ja. Der Gedanke ist ja toll zu sagen, komm, wir holen alle an den Tisch und jeder darf mal sagen, was denn besser laufen muss. Hat man da nicht ein bisschen die Gefahr, dass so ein Projekt dann auch ausufert? Das ist eine Gefahr. Es gibt tatsächlich ja sogar verhaltenspsychologische Studien dazu. Und was ich ganz gerne mache, ist zu sagen, also so ein Veränderungsprozess hat eine Vision. Ich weiß nicht, Walt Disney zum Beispiel war ein Visionär. Der hatte aber jede seiner Ideen, und er hatte visionäre Ideen, eigentlich durch drei Räume laufen lassen. Der erste Raum war, was ist die Idee, was können und was wollen wir machen? Der zweite Raum war, wie können wir das überhaupt umsetzen? Und der dritte Raum war, und jetzt kommt es eigentlich nochmal eine Perspektive zu sagen, wo sind die Fallstricke? Was kann dieses Projekt zum Scheitern bringen? Also ich glaube, ein Projekt darf nicht nur die Vision hören und sehen, sondern muss auch immer praktische Ansätze liefern, aber auch die kritischen Stimmen hören, auch denen Gehör geben. Also ein Beispiel, Betriebsrat im Unternehmen sollte meines Erachtens frühzeitig ins Projekt einbezogen werden, könnte sein, dass ein Projekt dadurch gestoppt wird und nicht nur als Klotz am Bein sehen, sondern wirklich als Mehrwert zu sagen, wo sind Probleme, wo können Probleme auftreten und auf die auch aufmerksam zu machen und Lösungen anzubieten. Ja? Spannendes Thema. Wir werden später noch zum Thema Datensicherheit, auch Datenschutz natürlich sprechen. Da vielleicht auch nochmal das angreifen hier, diesen Punkt, den du gerade ansprichst. Jetzt noch ein Aspekt, den ich vielleicht ins Spiel bringen will. Gerade nochmal Thema, wie implementiert man so ein Projekt am besten? Quick Win, Low Hanging Fruits, da kann man jetzt Anglizismen herholen. Viele der Art, ich sag's mal auf Bayerisch, ein Schmankerl zu schaffen, das dann auch für den User, sag ich mal, den Einstieg möglichst einfach macht und im Projektmanagement eben auch so ein schnelles Erfolgserlebnis liefert, eben das dann so ein bisschen im Idealfall sich zum Selbstläufer entwickelt. Ist das auch eine Erfahrung, die du gemacht hast? Macht sowas Sinn? Absolut. Also das große Denken ist wichtig, aber wirklich im Kleinen und mit kleinen Schritten anzufangen, ist extrem wichtig. Nicht nur für die Akzeptanz der Anwender, sondern auch eben für diesen schnellen Erfolg. Weil nichts ist schlimmer, als wenn du Anwender dazu drängen musst, ein System zu nutzen. Viel schöner ist doch, wenn sie selber sagen, ich will jetzt mehr. Wir haben angefangen und jetzt will ich mehr. Gebt mir mehr. Wir machen weitere Projekte, wir optimieren unsere Prozesse, wir wollen weitermachen. Also lieber Sog statt Druck. Deswegen lieber klein anfangen als groß. Ja, und wenn wir jetzt über Enterprise Content Management sprechen, gibt es dann, sage ich mal, auch eine Art Blaupause oder ich sage mal so den Template-Gedanken, um vielleicht auch sowas schnell zu schaffen dann. Ja, und jetzt nicht zu sagen, ja, wir wollen die ganze Firma digitalisieren. Ja, sowas ist ein Prozess, der zieht sich über Monate, vielleicht auch Jahre, das muss man ja realistisch sehen. Aber jetzt im Bereich, ich sage mal, Lieferantenakte, Vertragsmanagement oder Prozessmanagement im Allgemeinen digitaler zu werden, da gibt es doch sicher was, auf dem man aufbauen kann, oder? Na klar, so ein Anbieter wie wir hat Erfahrung mit verschiedensten Projekten. Und diese Erfahrung mit ins Projekt zu bringen, ist natürlich eine tolle Sache für Unternehmen. Aber man sollte immer sehen, und du hast ein Wort genannt, das nennt sich Template. Und für uns, wir arbeiten gerne mit Templates, weil man schon mal eine Idee davon bekommt, wie die Software nachher aussehen könnte. Idee heißt nicht, dass es genauso gemacht wird. Dann beginnt der Prozess, aber man baut auf einer Vorlage, die natürlich auch schon verschiedene Best-Practice-Ansätze vereint. Aber ihr als Projektmanager, also du und dein Team, ihr nehmt, wenn ich es richtig verstanden habe, dann auch eben ja, das Zepter ein bisschen in die Hand. Das ist ja doch spannend, ich sag mal, in eine oft gewachsene, komplexe Infrastruktur, vielleicht so ein Enterprise-Content-Management-System eben auch noch zu implementieren. Da kommen ja auch intern im Zweifelsfall dann Diskussionen auf, was ist im ERP-System richtig aufgehoben, was machen wir in der Office-Welt, um jetzt noch gar nicht die Cloud-Wolke aufzumachen und über Office 365 Teams und so weiter zu sprechen. Da auch eben noch mal zu lenken und jetzt auch nicht, sage ich mal, im Sinne von eierlegender Wollmilchsau alles an sich zu reißen, sondern wieder realitätsnah zu argumentieren und den Kunden zu begleiten. Eben, was ist sinnvoll, was gehört wohin? Auch da hast du und hat dein Team den Blick dafür? Ich habe ja vorhin schon erwähnt, also das Thema der agilen Projekte ist mehr und mehr wichtig für uns heute, weil Prozessänderung kann man am Anfang noch gar nicht komplett durchdacht haben. Das ist wirklich auch die Prozessänderung ist ein Prozess. Man sollte aber jemanden haben, der auf dieses Projekt guckt, kritisch guckt, was haben wir denn überhaupt für Geld, was haben wir eigentlich für Ziele. Und Ziele, finde ich, sind eine ganz wichtige Definition, die man treffen muss, um
sein Projekt und seinen Inhalt wirklich darauf auszurichten. Aber ich Was noch mal, soll und will das Projekt wirklich tun? Ich muss dich noch mal ein bisschen triezen an der Stelle. Jetzt setze ich die Brille Geschäftsführer auf. Wenn du sagst agil, da zuckt vielleicht der eine oder andere schon. Stichwort Kosten, du hast gerade angesprochen eben auch. Wie stelle ich trotzdem sicher in so einem agilen Verfahren, dass mir dann mein Ziel, das ja zum einen auch sein kann, ich habe ein Budget, ich will ein Ziel erreichen, nicht aus dem Ruder läuft? Also du kannst und musst als Geschäftsführer auch dafür sorgen, dass du Zwischenschritte transparent machst und dein Anbieter verpflichtet sozusagen auch bestimmte Schritte zu visualisieren. Ich habe vorhin schon mal das Thema benannt, Rapid Prototyping. Ist doch toll, wenn man schon mal ein Stück Software sehen kann, bevor es am Ende ausgeliefert wird. Und ich glaube, diese Schritte auch von Managementseite begleiten zu können und das ruhig auch einzufordern, ist ganz wichtig, um eventuell auch nochmal steuernd einzugreifen. Also Dinge wegzulassen, die nicht nötig sind, Dinge einfach zu halten, um schnellen Projekterfolg zu haben. Und wie sieht in so einem agilen Projekt dann das Thema Change Management aufs Projekt bezogen wieder aus? Weil, wie du gerade gesagt hast, manche Dinge kann man ja nicht von heute in die Zukunft übersetzen. Ein Prozess, den ich heute in Papier lebe, den macht es nicht im Zweifelsfall Sinn, den 1:1 umzusetzen. Und ich merke vielleicht auch erst auf halber Strecke, hey, jetzt habe ich noch eine schlaue Idee. Wie fließt die dann ein in den Prototypen und führt damit eben zum optimalen Ergebnis? Also diese Vorstellung von Prototypen oder von Templates, wie wir sie haben, dient natürlich auch dazu, nochmal Anforderungen und Wünsche aufzunehmen. Die aber immer kritisch zu beleuchten mit, bringt uns das unserem Ziel näher? Was haben wir eigentlich uns als Ziel definiert? Ist das etwas, was wir wirklich brauchen? Oder ist es etwas, was nett wäre zu haben? Ich glaube, was hilft, ist zu sagen, wir haben zwei Sachen. Wir haben Dinge, die man braucht und Dinge, die nett wären. Und die Dinge, die nett wären, nicht aus dem Auge verlieren. Gerne aufschreiben, aber vielleicht für einen späteren Zeitpunkt zu holen, wenn man in weitere Optimierungsschritte geht. Ich glaube, das zu trennen ist ganz wichtig. Was ist nötig, wirklich nötig und nicht alles umzusetzen, was man kann. Ja, und auch wenn wir über Digitalisierung sprechen, über Nullen und Einsen, ist eben, wie wir jetzt auch im Gespräch merken, die Welt eben zum Glück nicht schwarz und weiß, sondern sie ist eben bunt. Und das Spannende, glaube ich, jetzt auch gerade an dir, unserer Expertise bei Optimal Systems und der Lösung nicht zuletzt, ist eben genau diese gesunde Mischung aus einerseits eben Standard, auf der anderen Seite eben auch das Ohr ganz nah beim Anwender letztlich zu haben. Wir werden heute ja noch zwei Anwender auch sprechen, die wirklich selbst auch mit so einem System eben arbeiten und die können, denke ich, dann auch nochmal ganz sprechen eben über ihre Erfahrungen, die sie an der Stelle gemacht haben. Und nicht zuletzt nochmal diese Komponente Mensch. Also die finde ich ganz entscheidend, denn du hast ja erwähnt, natürlich gibt es auch Marktbegleiter. An der Stelle ein herzliches Willkommen für alle, die sich in unseren Stream hier reingemogelt haben, die dann eben auch natürlich Software anbieten. Aber, und das ist doch auch irgendwo das Schöne und Menschliche, der Mensch macht vielleicht dann am Ende den Unterschied. Denn mit einer super Software kannst du vielleicht auch ein Projekt gegen die Wand fahren und umgekehrt eben auch natürlich eben mit einer 80%-Lösung, die du vorher angesprochen hast, vielleicht schon ganz viel eben bewirken. Deswegen laden wir da gerne ein, eben sich jetzt auch in den folgenden Sessions dann natürlich noch unsere Software ein bisschen genauer eben anzuschauen. Ja, Markus, ich bedanke mich jetzt einfach mal an der Stelle. Eine letzte Frage habe ich bei dir. Ja. Eine letzte Frage, gerne. Eine habe ich noch, bevor wir dann rüberschauen, gleich in unsere Arena und ich mit den vier Experten sprechen werde. Ein bisschen mehr noch eben über die Technik am Ende auch, also über die Software. Wo kann man das nutzen? Gibt es eine Lieblingsfunktion bei dir, wo du sagst, die hat mein Leben vielleicht sogar, mein digitales Leben verändert? Denk nochmal zurück an 98. Ich meine, da gab es unsere Software auch schon. Uns gibt es seit 1991, jetzt 30 Jahre. Aber hast du heute eine Funktion, die in Fleisch und Blut übergegangen ist, in einem ECM-System, in Enayo, eben die du auf keinen Fall missen willst? Also aus der Erinnerung, 1998, worum ging es da? Die Dokumente wurden abgelegt, Rechnungen gesucht nach Buchungskreis, Kreditor. Keine Ahnung, ich bin kein Buchhalter, ich möchte Informationen finden. Und eine Funktion, die in den letzten Jahren wirklich extrem wichtig für mich auch geworden ist, ist, Inhalte eines ECM-Systems zu erschließen durch eine Volltextsuche. Also einfach Begriffe einzugeben, unter diesen Begriffen oder Begriffskombinationen die Informationen zu bekommen, die ich für meine Anforderung, für meine Fragestellung gerade brauche. Und das ist eine tolle Funktion und die mag ich gar nicht mehr missen, weil das Suchen nach Nullen und Einsen, das bringt mir nichts heute. Ich muss das Wissen, was in dem System steckt, für mich verfügbar machen. Und Volltextsuche, wenn du so fragst, ist für mich eins der Schlüsselthemen,
zum Erschließen von Informationen. Ja, super. Das gibt den Ball schon vor für unsere nächste Runde. Eben das Thema OCR, künstliche Intelligenz, Dokumente auch klassifizieren, auch ein ganz spannendes Thema. Markus, dir nochmal herzlichen Dank jetzt für deine Expertise. Ich darf Sie einladen, Sie können Markus später noch in der Q&A-Session natürlich auch Ihre Fragen stellen. 12.45 Uhr wird es ungefähr sein. Und dann werden wir in Session 2 zum Thema Projektmanagement Markus auch nochmal mit an Bord haben. Dann können Sie wirklich interaktiv Ihre Fragen an ihn stellen. Ja, und jetzt wollen wir rüberschauen zu meinen Kollegen. Ich habe es angesprochen, Produkte, Features. Wir wollen sprechen über Use Cases und über das Thema, wie können wir eben noch mobiler, noch flexibler arbeiten mit ECM-Software, also mit Enterprise Content Management Lösungen in unserer Perspektive Enterprise Content Management. Ja, in unserer Perspektive Enterprise Content Management begrüße ich jetzt vier ausgewiesene Experten. Anke Laumeier-Grande, Senior Sales Managerin bei Optimal Systems. Andreas Kamp zu meiner Linken, Senior Product Manager. Ja, dann machen wir weiter mit Sven Hoffmann, Abteilungsleiter Produktmanagement. Und nicht zuletzt Jürgen Richter, Pre-Sales Consultant, also ausgewiesene Experten. Sie sind jetzt auch schon dazu eingeladen. Sie werden es gleich sehen in der App. Macht's bling, da gibt es eine Umfrage. Wir wollen Sie ja interaktiv live hier beteiligen an diesem Event. Nehmen Sie also gerne sich dann kurz die Zeit. Aber bleiben Sie natürlich trotzdem hier im Livestream dabei, denn Sie wollen natürlich nicht verpassen, was jetzt hier besprochen wird. Ja, ich würde sagen, Anke, wir starten mal. Ja, als Sales Managerin, du bist ja normalerweise viel unterwegs, jetzt gerade natürlich viel am Telefon, in Teams-Meetings unterwegs, vermute ich mal. Bist aber nah an unseren Kunden dran, also weißt, was die Kundinnen und Kunden bewegt. Jetzt ist es, wenn wir über Enterprise Content Management sprechen, doch so, ja, IT-Systeme gibt es viele, die Landschaften sind bunt. Ja, was ist denn der Beweggrund oder anders gefragt, warum führt jemand ein ECM-System ein, obwohl er ja ein ERP-System, ein FIBO-System, Office-Anwendungen und, alles Mögliche hat, was augenscheinlich ja auch Daten und Dokumente managen kann? Ja, Peter, ich glaube, ein ECM-System kann in drei Bereichen wirklich punkten. Zum ersten geht es darum, dass ein Anwender seinen gesamten Geschäftsvorgang in einem Blick haben möchte. Er möchte die E-Mail, er möchte die Bestellung, den Lieferschein, die Rechnung. Ein Anwender möchte wissen, wann ist eine Rechnung bezahlt und wie ist es überhaupt zu der Freigabe gekommen. Damit das überhaupt geht, muss ein ECM sich integrieren können. Wir möchten eigentlich die Fugenmasse sein zwischen den ganzen Systemen, um den gesamten Kontext für den Anwender bestmöglich darzustellen. Und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist in diesem Zusammenhang, dass ein Anwender sehr einfach und intuitiv auf Dokumente und Informationen zugreifen kann. Und das im Büro, vermehrt von zu Hause, aber auch unterwegs. Das sind die Herausforderungen, die uns begleiten. Ja, wir haben es vorher mit Markus schon kurz so angesprochen, eben nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll. Jetzt sprichst du gleich ein heißes Thema an, mobiles Arbeiten. Wir sehen es ja hier auch am Tisch, da ist das eine oder andere Tablet mit dabei. Du hast noch dein Notebook mitgebracht, aber hast hoffentlich auch ein Smartphone in der Hosentasche. Also die Welt wird natürlich immer mobiler. Ja. Jetzt ist es aber so, ich erinnere mich, als noch die Cebit vorhanden war, auch da haben wir schon Lösungen zum mobilen Arbeiten präsentiert. Vielleicht mal an einen der Herren, der auch mit iPad gekommen ist. Was hat sich da verändert? Wie sieht mobiles Arbeiten, Jürgen, vielleicht heute aus? Also lass uns kurz sprechen, vielleicht können wir nachher auch noch reinschauen. Genau, also grundsätzlich gibt es mobiles Arbeiten eigentlich schon relativ lang. Ja. Also ich bin seit 12 Jahren bei Optimal Systems im Vertrieb ständig unterwegs, bin noch nicht mal im Büro normalerweise, sondern arbeite schon seit 12 Jahren aus dem Homeoffice und das funktioniert. Klar, früher hat man das halt eher über Remote-Desktop-Umgebungen gemacht oder solchen Geschichten. Heute hat man halt die mobilen Applikationen, also die Web-Clients und die Apps auf den entsprechenden Geräten. Und das Tolle daran ist natürlich, wenn man unterwegs ist, das sollte natürlich möglichst bediengleich sein, ja? Also dass man eben, egal welche App oder welchen Webclient man gerade öffnet im Browser, dass das möglichst gleich von der Bedienphilosophie her ist in ein und derselben Software und dass man dort dann natürlich alle Daten und Dokumente auf einen Blick hat. Dafür ist es natürlich toll, wenn dann halt auch so viel wie möglich von dem Unternehmenswissen, von dem wichtigen Unternehmenswissen
auch wirklich in der Software dann drin ist. Jetzt machen wir gleich mal unsere Kollegen von der Technik ein bisschen nervös. Wollen wir doch mal dir über die Schulter schauen. Ich glaube, da kann mal jemand kurz vorbeikommen bei dir, um dann auch mal in die App reinzugucken. Wir wollen dann auch mal sehen, wie fühlt sich das Ganze an, solange die Technik im Anflug ist. Die Kamera wandert gerade schon hier drüber zu dir. Also ich kann hier zum Beispiel mit einem Touch in unserer Software mir Lieferantenakten aufrufen, kann sagen, ich gehe mal in so eine Lieferantenakte rein, habe hier eine entsprechende Struktur, in der ich die Dokumente ablegen kann. Und hier sehen wir zum Beispiel einen kompletten Vorgang, ne? Von einer Bestellung über ein, hier ist das Bestelldokument. Ja, das kann ich mir direkt hier in meiner App anschauen. Und so kann ich mir jetzt halt innerhalb dieses Vorgangs von der Bestellung über den Lieferschein bis zur Eingangsrechnung, Schriftverkehr mit dem Lieferanten, das kann ich mir alles angucken. Ne? Du hast alles auf dem Gerät quasi dabei. Jetzt ist ein wichtiger Aspekt für mich vielleicht auch mal in die Richtung von Andreas gesprochen. Stichwort Sicherheit. Also wir sprechen ja schon auch über hochsensible Daten. Also unsere Kunden managen digitale Personalakten, das Thema Vertragsmanagement, hochsensible Daten und nicht zuletzt ja die aktuellen Diskussionen eben um Datenpannen und Datensicherheit. Wir werden später mit Dr. Renner auch noch dazu sprechen. Unserem Anwalt, der heute mit an Bord ist, sind heißes Eisen. Wie stellen wir sicher, dass die Daten, die dann mobil verfügbar sind, ist ja erstmal toll, dann auch wirklich sicher sind und nicht in die falschen Hände geraten? Ja, wir integrieren uns natürlich in die Windows-Landschaft oder in die Computerlandschaft irgendwie unserer Anwender, indem wir halt verschlüsselte Leitungen quasi zum Server, zwischen Client und Server verwenden. HTTPS ist natürlich das Stichwort, wenn man mit mobilen Anwendungen da drauf geht, aber auch von unseren Desktop-Anwendungen, die ja eigentlich im geschlossenen System arbeiten, haben wir auch geschlossene SSL-Verbindungen zwischen Client und Server. Mhm. Ein Herzstück davon ist natürlich auch die Benutzerverwaltung. Jürgen musste sich jetzt natürlich authentifizieren als Jürgen, bevor er dann ins System gekommen ist. Da verwalten wir die Berechtigungen von Jürgen, weisen ihm also zu, welche Dokumente er sehen darf, auf welche er keinen Zugriff hat und so weiter. Und was auch besonders schön ist, gerade bei dem Tablet, wenn ich offline unterwegs bin, dann kann ich mir auch noch Dokumente mitnehmen, die mich besonders interessieren. Die liegen dann im verschlüsselten Bereich des Tablets. Da kommt also auch wirklich von außen nur der Benutzer ran mit einer erfolgten Benutzeranmeldung. Und die hat er dann eben auch verfügbar, wenn er offline unterwegs ist. Ja, wenn wir über mobiles Arbeiten sprechen, dann sind wir ja schon fast so ein bisschen in der Königsdisziplin oder ich will jetzt noch gar nicht die Themen Cloud und so weiter aufmachen. Sven, vielleicht mal in deine Richtung gesprochen, ist es nicht so, dass die Anwender vielleicht am Anfang ganz andere Herausforderungen erstmal zu bewältigen haben? Wenn wir heute in Unternehmen gucken, dann ist doch die Realität häufig die, dass, ich nehme jetzt nochmal den Klassiker, den ich vorher genannt habe, Vertragsmanagement, Verträge einfach verteilt in Unternehmen, in Leitsordnern, in Aktenschränken stehen und ja mal erstmal noch gar nicht den Anspruch hat, vielleicht mobil auf Daten zuzugreifen, sie erstmal zu managen digital, ist doch erstmal Schritt 1. Auf jeden Fall. Markus hat es ja vorhin auch schon angesprochen, die Digitalisierung beginnt ja damit, dass ich meinen Mitarbeitern, meinen Sachbearbeitern an ihrem Arbeitsplatz die Papierakten digital zur Verfügung stelle. Also ich nicht mehr aufstehen muss, wenn ich einen Anruf bekomme und erstmal hinter mich in den Aktenschrank greife, sondern ich arbeite am PC. Ich habe die Akte, also die elektronische Akte natürlich, auf meinem Monitor in der Anzeige und kann dann im Gespräch direkt daraus Auskunft geben. Das setzt natürlich voraus, dass ich mir vorher Gedanken gemacht habe, was möchte ich digital haben, was möchte ich meinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen und starte dann in der Regel gleich mit einem kleinen Scan-Dienstleister, der mir meine ganzen Aktenkilometer digitalisiert und dann entsprechend in einer Personalakte oder auch vielleicht in einer Mieterakte zur Verfügung steht und ich dann daraus Auskunft geben kann. Und trotzdem ändern sich natürlich die Arbeitsweisen. Also natürlich sieht die digitale Welt zum Glück heute anders aus als vor 10 Jahren. Anke, nochmal dich angesprochen als bisschen die Stellvertreterin auch für die Kundenseite an der Stelle. Kannst du, sagen wir mal, einen Einblick geben, wie hat aus deiner Sicht sich, und du bist ja selbst auch Anwenderin, also so weit ist es nicht hergeholt, die Arbeitsweise denn verändert in den letzten Jahren? Also es ist vor allen Dingen klar zu erkennen, dass man so ein bisschen weg von dem Ich kommt hin zum Wir. Also es geht nicht darum, dass ich meine Dokumente vielleicht im Fallsystem für mich gut ablege, sondern es geht darum, dass man gemeinsam dokumentiert, gemeinsam mit einem System arbeitet. Und das Schöne ist dann wirklich, dass
alle Kollegen, die darauf Zugriff haben, auch immer den aktuellen Stand haben. Jeder kann sich informieren, jeder wird informiert und das ist eigentlich das, was auch das Tagesgeschäft effizient macht. Also ich muss nicht meinen Kollegen fragen, richtig. Also Neudeutsch würde man Collaboration da jetzt oben drüber schreiben. Genau. Auch an der Stelle, ich bin ja heute so ein bisschen auch Anwalt für die Teilnehmer da draußen. Ja. Wenn wir uns jetzt nochmal die bestehenden Landschaften anschauen und ich sage jetzt mal, wir haben ja Tools, Office 365 als Beispiel, jetzt alle auch im letzten Jahr auch lieben gelernt, ohne da jetzt Werbung für Microsoft zu machen. Wir können ja mit anderen Systemen auch sprechen. Aber auch Teams und Ähnliches sind natürlich schon Features, die heute ja ganz normal geworden sind im Business-Alltag. Ja, wie sortiere ich mich da als IT-Verantwortlicher, auch als Manager, vielleicht nochmal Sven, um da ja auch dann wirklich aufs richtige Pferd zu setzen? Denn User teilen heute ja, ich sag mal, in Teams teilweise auch sensible Dokumente oder eben einfach unterwegs mit Office 365, die dann mit SharePoint integriert und so weiter ja auch, ich sag mal so im weitesten Sinne, Dokumentenmanagement oder Verwaltungsfunktionen haben. Wie platzieren wir uns da und warum gibt es eben doch noch sehr, sehr viele gute Argumente für ein echtes ECM-System? Also das eine schließt ja das andere gar nicht aus. Es ist ja eher etwas, dass sich die Systeme miteinander ergänzen. Du hast ja gesagt, wie fange ich in so einem Projekt an? Letztendlich, meine Dokumente erstelle ich nach wie vor mit Word. Ja, ob ich das jetzt lokal installiert habe, on-premise, wie es so schön neudeutsch heißt, oder ob ich dazu ein Word aus der Cloud benutze, das ist erstmal zweitrangig. Ich möchte ein Dokument erstellen und das vielleicht im Bearbeitungsprozess mit meinem Kollegen teilen. Und das Schöne, was wir jetzt heute mit Teams haben und mit Office 365, ist eben, ich muss nicht erst meine Bearbeitung abschließen, es dann rüberschicken, zum Beispiel zum Andreas, er öffnet es wieder, macht seine Kommentare und schickt es mir zurück. Nein, wir haben heute die Möglichkeit, direkt zusammenzuarbeiten an einem Dokument. Wir können uns über Teams darüber unterhalten. Andreas sieht, was ich eintippe, kann mich direkt korrigieren und andersherum. Wichtig ist aber dabei, was am Ende dann nach der Bearbeitung mit dem Dokument passiert, verbleibt es dann in Teams und ist sozusagen in der Cloud oder möchte ich es wieder zurück in meine Akte führen, damit es dann dort auch allen anderen Bearbeitern zur Verfügung steht. Und vielleicht noch ein ganz wichtiger Aspekt zu dem, was Anke gerade gesagt hat. Es ist ja nicht immer nur so dieser Hype um Kollaboration und Zusammenarbeit, sondern was passiert dann, wenn ein Mitarbeiter krank wird, also ungeplant krank? Dann möchte ich natürlich als sein Stellvertreter auch auf seine Akten zugreifen können, weil ich muss ja dann die Stellvertretung wahrnehmen. Oder ich bin für längere Zeit im Urlaub und möchte dann meine Informationen zur Verfügung stellen. Wenn ich mir das so vorstelle, ich habe eine E-Mail in meinem Postfach zu liegen, dann kommt da halt nur derjenige dran, der Zugriff auf mein Postfach hat. Also gemeinsamer, sicherer Zugriff auch auf Daten und Informationen ist da vielleicht so das Stichwort, auch dieser Cockpit-Gedanke. Ein Aspekt, der mich noch bewegt, ist so ein bisschen auch ein technologischer nochmal, deswegen spiele ich gleich wieder in deine Ecke. Ja, Fat-Client, Web-Client, SaaS-Lösungen und so weiter und eben auch die Integration in bestehende Tools ist ja auch so ein heißes Thema. Nicht zuletzt jetzt natürlich auch aus den Erfahrungen der letzten Monate, die wir alle gemacht haben, ist es das so, sage ich mal, dass die Clients auch immer mehr verschmelzen und in Bayern würde ich jetzt sagen, uns fast wurscht ist, wie der Anwender aufs System zugreift. Er braucht die richtigen Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist sozusagen der Gedanke, den wir dahinter haben. Wir haben eben Rich Clients, die sind im Büro auf den Desktop-Rechnern, die am Arbeitsplatz stehen, installiert, die gestatten eine Anbindung an Scanner, an lokale Hardware, sei es Signaturgeräte, Signaturkarten etc. Die will ich verwenden. Ich will aber gleichzeitig, wenn ich im Hotelzimmer abends sitze, weil ich gerade beim Kunden vor Ort bin oder so, auch nicht meinen ganzen Arbeitsplatz mitnehmen, sondern möchte halt mit einem Tablet arbeiten und mich da auch wiederfinden. Deswegen ist unsere besondere Idee, die dahinter steckt, möglichst mit vielen verschiedenen Clients, aber ähnlichem Outfit, gleicher Bedienmetapher, gleicher Logik dahinter, das Arbeiten so gut wie möglich zu machen. Wir wollen uns gleich auch nochmal anschauen, vielleicht bei dir, Jürgen, wenn wir aufs Tablet dann nochmal gehen können. Wir schnappen uns einfach wieder einen Kameramann, der uns hilft dabei, wie vielleicht sogar das Thema Prozessmanagement aussieht. Also auch darüber wollen wir sprechen, denn
Enterprise Content Management heißt ja eben nicht nur die Verwaltung von Dokumenten, sie heißt mehr, das heißt das Verwalten von Daten, also deswegen Content ja auch irgendwo, eine Kontaktnotiz als Beispiel, eben, sage ich mal, fast eine CRM-ähnliche Funktion vielleicht auch, Verwaltung von Ansprechpartnern, Adressdaten und ähnliches mehr. Was hat sich da, sage ich mal, in eurer Perspektive getan im Bereich Prozessmanagement, Anke, vielleicht nochmal? Also ja. Wo sehen Kunden heute eben durch die Einführung eines digitalen Prozesses wirklich Vorteile, die sich dann auch irgendwann rechnen? Also erstmal ist es so, dass ein ECM ja viel, viel mehr ist als nur das Verwalten von Dokumenten. Du hast es eben schon gesagt, Stammdaten gehören dazu, damit ich auch einen echten Kontext habe, damit ich eine Kreditorenakte abbilden kann. Dann gehört vielleicht eine Kontakthistorie dazu, die dann sagt, ich habe mit dem Kunden vereinbart, dass wir einen Sonderpreis bekommen. Und dann ist der Prozess sozusagen die Kür, die das Dokument oder die Information durch das Unternehmen geleitet und zu einem Ergebnis kommt. Und das Allerwichtigste daran ist unseren Kunden, dass dies nachvollziehbar passiert. Also der Kunde, unser Anwender möchte wissen, wo befindet sich denn gerade die Rechnung? Auf welchem virtuellen Tisch? Wen muss ich denn zur Not fragen? Und wie ist es zu der Entscheidung gekommen? Und genau das muss so protokolliert werden, auch so einfach im Zugriff sein, dass er auch in 2 Jahren noch nachvollziehen kann, wie die Freigabe erfolgt ist, warum ein Vertrag zum Beispiel auch verlängert wurde. Also Prozesse sind eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Stichwort Revisionssicherheit ist da so ein bisschen so der akademische Begriff dazu. Ja, Jungs, jetzt habe ich euch die Chance gegeben, euch vorzubereiten. Jetzt wollen wir nochmal aufs Tablet schauen und holen uns eine Kamera dazu. Also Stichwort Workflow. Vielleicht nochmal, Jürgen, kannst du es nochmal zeigen? Und nochmal der Hinweis, wir haben ja gerade besprochen, eben fast egal an welchem Gerät, wir können eben am Smartphone sinnvollerweise auch an Workflows teilnehmen, wenngleich die Kontierung einer Rechnung da wahrscheinlich keinen Sinn macht. Aber eine Freigabe zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, sehr wohl. Kannst du uns was zeigen? Das ist natürlich wirklich abhängig auch von der Displaygröße. Was ist jetzt sinnvoll, an welchem Gerät zu tun? Ich meine, auf so einem Tablet ist das durchaus alles darstellbar, auch von der Eingangsrechnung, dass ich da durchaus eine einfache Kontierung vornehmen kann. Aber sicherlich sieht das anders aus als am Windows-Client. Was ich aber auch noch sagen wollte, so eine App ist natürlich auch ein bisschen ausfallsicherer bei schwankenden Internetverbindungen. Ja? Also so ein dicker Client, der verliert dann halt irgendwie seine Verbindung, nichts geht mehr, eine RDP-Verbindung ist weg, die muss ich erst wieder mühsam aufbauen. Und da machen natürlich auf solchen mobilen Endgeräten die Apps oder so ein Webclient im Browser natürlich total Sinn. Ne? Jetzt mach's nicht so spannend. Ja, natürlich. Okay. Mal ein Dokument also, frei. Wie man hier an meinem Startbildschirm sieht, ist hier automatisch bei uns der Eingangskorb auf der App drauf. Und ich habe hier mal meinen Eingangskorb geöffnet und da sieht man, dass ich in dem Fall hier 3 Rechnungen zu inspizieren habe. Und ich habe hier oben halt noch ein Dokument, was freigegeben werden soll durch mich. Ne? Und da kann ich jetzt hier einfach draufdrücken. Kann natürlich mir das Dokument anschauen, habe das hier im Zugriff und könnte jetzt hier diesen Vertrag mir durchlesen und kann dann natürlich am Ende des Tages sagen, hier sind meine Knöpfe, Freigabe erteilen, könnte jetzt noch einen sinnvollen Kommentar dazu schreiben. Warum macht man das? Also am Ende ist der Kommentar natürlich sinnvoll, weil ich damit auch dokumentieren kann, was ich dabei so gedacht und gemerkt habe. Ja, und im Büro geht es ja lückenlos weiter. Also wenn wir jetzt nochmal den Cut machen und uns vorstellen, ich hab da noch mobil was wieder unterwegs, ja. Dann sehe ich natürlich dann auch als der Verantwortliche im Büro im Zweifelsfall genau das, was du vielleicht eine Minute vorher eingegeben hast. Genau das ist es. Also ich habe den jetzt hier mal so aufgesetzt, den Workflow, dass alles zu mir kommt, damit ich mich nicht auch noch an- und abmelden muss, ne? Zeit sparen. Aber ich habe hier diesen Workflow jetzt wieder bekommen. Die Freigabe wurde erteilt und von unserer Software ist quasi automatisch ein weiteres Dokument erzeugt worden. Neben dem Dokument, was ich dort hatte, ist das protokolliert worden, was im Workflow passiert ist. Ne? Also das ist halt ein PDF-Dokument, in dem jetzt der komplette Ablauf des Workflows nochmal in ein Protokoll geflossen ist. Und das ist natürlich klasse, weil das ist jetzt auch mit dem Dokument abgelegt. Das ist an dem Vertrag drangehängt. Das wird revisionssicher zur Aufbewahrungsfrist so lange aufbewahrt. Und dann kann ich halt auch in 3 Jahren noch, auch als Außenstehender, der gar nicht dran beteiligt war, kann ich dann in 3 Jahren noch sehen, wer hat den Vertrag freigegeben.
freigegeben. Also so ein simples, schönes Beispiel, aber eins eben aus der Praxis. Jetzt denken wir es noch einen Schritt weiter und ich gebe offen zu, ich hatte selbst so vor jetzt ein, zwei Monaten so ein Schlüsselerlebnis am Jahresanfang, was steht da an? Häufig auch Mitarbeitergespräche, man macht neue Vereinbarungen und ja, wir nutzen selbst natürlich unsere Software lückenlos, aber hatten auch da noch einen Prozess, der noch nicht voll digitalisiert war. Und als ich im Homeoffice saß und mir dann dachte, ja, okay, wie mache ich jetzt die Abrechnung, wie mache ich die neue Zielvereinbarung, habe ich festgestellt, hey, bisher habe ich die auch ausgedruckt. Vielleicht auch noch zum Teil mit Rechtsmythen, weil man denkt, oh je, Personaldokument muss unbedingt als Papier vorliegen. Dem ist nicht so in vielen Bereichen und ich habe festgestellt, macht Sinn, hier vielleicht auch auf eine digitale Signatur umzusteigen. Haben wir natürlich schnell gemacht, weil wir die Software im Haus haben, aber auch unsere Kunden, ich nehme mal als Beispiel ProSiebenSat.1 in München, nutzen natürlich digitale Signaturen. Ist das auch ein Thema, was wir also auf dem Schirm haben, Sven, vielleicht nochmal in deine Richtung gesprochen und sind wir da, sagen wir, festgenagelt auf eine Lösung oder ja, offen, sage ich mal, für alles Etablierte und vor allem Sichere am Markt? Ja, also Sicherheit geht natürlich vor. Natürlich haben wir bestimmte Partner, mit denen wir schon längere Zeit zusammenarbeiten. Die haben wir integriert, aber an einer elektronischen Signaturlösung führt heutzutage kein Weg vorbei, wenn eine Firma oder ein Unternehmen digital arbeiten möchte. Weil es ist halt sehr schwer zu vermitteln, ein Dokument erst auszudrucken, es zu unterschreiben, dann wieder zu scannen und dann vielleicht in den Workflow zu geben oder irgendwo abzulegen, wenn ich das heute alles gewohnt elektronisch abarbeiten kann. Jetzt will ich mal nochmal einen neuen Ball in den Ring schmeißen und der ist so ein bisschen das Schlagwort ja, Internationalisierung. Ja, jetzt haben wir auch in den letzten Monaten gemerkt, wo so generell in unserem ja, Industrieleben im Alltag auch die Stärken und Schwächen von vielleicht ja, Internationalisierung eben sind. Ja, keine Maskenhersteller vor Ort, aber hochtechnologisiert eben, tolle Software schon mal da, immerhin das. Ja, vielleicht auch in deine Richtung nochmal gefragt, wie kann Enayo hier helfen, auch im Mittelstand, jetzt um noch gar nicht die große Konzernkeule aufzumachen, aber auch im Mittelstand haben wir es ja sehr häufig, dass eine Dependance irgendwo ist im Ausland, im Europäischen oder etwas weiter und wir alle trotzdem am gleichen Datenpool, am gleichen Content, um den Begriff nochmal aufzumachen, arbeiten wollen. Länderübergreifend, wie sieht sowas aus? Ja, letztendlich gibt es da zwei Aspekte, die man da einfach betrachten kann. Zum einen dieses wirklich Tochterfirmen im Ausland, die mit anderen Sprachen teilweise arbeiten, die vielleicht ihre Indexdaten noch auf Englisch ablegen, damit ich sie eben auch in Deutschland lesen kann, aber trotzdem von den Metadatenbeschreibungen her in ihrer Landessprache unterwegs sind. Das ist der eine Aspekt, den wir natürlich unterstützen. Ein anderer Aspekt ist natürlich auch Transkription von Namen in anderen Schreibweisen. Name, der im Arabischen geschrieben ist, der im Hebräischen geschrieben ist, der hat in Deutsch natürlich eine ganz andere Schreibweise als original viele, geschrieben. Viele tun sie mit Kreitmeier schon mal schwer. Das glaube ich gerne. Ja, aber ob jetzt beispielsweise Muhammad oder Mohammed die deutsche Schreibweise ist, das kann dann natürlich im Einzelfall auch zu Schwierigkeiten führen, weil man nicht mehr weiß, welcher Mensch ist denn jetzt gemeint. Ist es Muhammad gewesen? Heißt denn nur zufällig sehr, sehr ähnlich wie der andere, den ich jetzt habe? Ist es vielleicht sein Zwillingsbruder? Weiß ich nicht. Das kann man natürlich damit umgehen, indem man halt die originale Schreibweise dann mit in den Indexdaten führt und dann eben keine Sorge damit hat, dass der eine das so schreibt im Deutschen oder im Englischen auch und der andere das so. Also Konsistenz ist da auch so ein bisschen ein Stichwort dabei und natürlich absolut. Die Möglichkeit für alle auch die passende Oberfläche zur Verfügung zu stellen. Das bringt uns vielleicht auch nochmal so zu dem Thema Skalierung, auch zu dem Thema Customizing. Anke, auch da nochmal in deine Richtung gefragt. Jetzt gibt es ja so gefühlt zwei Intentionen. Der eine sagt vielleicht, ah, ich will so nah am Standard wie möglich bleiben, ich will ganz wenig Customizing im Sinne von Verbiegen ist ja da so vielleicht ein Schlagwort. Auf der anderen Seite gibt es natürlich individuelle Prozesse, die man natürlich mit der Einführung eines neuen Tools auch nochmal überdenkt. Das ist ganz klar, aber jetzt gerade wir in Deutschland im Mittelstand ja leben ja auch von diesen individuellen Prozessen, die so ein Unternehmen dann auch letztlich ausmachen und vom Wettbewerb abheben. Wie kann man diese zwei Impulse, also nochmal nah am Standard und einerseits ein System, was einfach auch maßgeschneidert ist, dann mit Enayo oder einem ECM-System generell abbilden? Ja, Peter, ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Aspekt und da muss man auch einmal sagen, die Tücke steckt im Detail und oftmals sind es die Details, die auch dann den Mehrwert bringen. Also wir haben ja den großen Vorteil, dass wir in den Projekten immer mit Best Practice Ansätzen kommen. Das heißt, bleiben wir ruhig mal bei unserem Beispiel Rechnungsprüfung. Das haben wir ja schon zwei, drei Mal gemacht. Wir wissen, wie das funktioniert und wir haben oft einen sehr guten Vorschlag, der
den Anforderungen des Kunden schon sehr nahe kommt. Aber genau in den Feinheiten, wenn der Kunde sagt, ich brauche aber noch diese drei Felder, die geben für mich den Mehrwert, damit ich schnell auf Informationen zugreifen kann, schaffen dann die Effizienz. Und dann kann man wirklich sagen, letztendlich ist es schon eine maßgeschneiderte Lösung. Und das ist auch gerade für den Mittelstand, glaube ich, wichtig, um da auch jeden Vorteil ausnutzen zu können. Wenn wir über maßgeschneidert sprechen, auch nochmal den Aspekt Infrastruktur. Mhm. Da ist die Welt natürlich auch sehr bunt. Ja, wir haben Kunden, die haben ein Rechenzentrum selbst, die haben sich eins zugekauft, die mieten sich wo ein. Und jetzt kommen wir auch mal zum Schlagwort Cloud. Und da schaue ich nochmal zum Abteilungsleiter Produktmanagement. Klar bewegt uns das Thema. Wir stellen aber auch, glaube ich, fest, dass in Deutschland schon, zumindest bis vor kurzem, noch eine gewisse, ich sag mal, konservative Haltung auch zum Thema Cloud eben vorherrscht. Nochmal sehr sensible Daten jetzt irgendwo in eine Amazon-Wolke zu legen, ist jetzt erstmal was, was dem einen oder anderen mittelständischen Geschäftsführer vielleicht nicht ganz leicht von der Hand geht. Wie ist da unser Blick drauf? Ich fand diesen Gedanken, eben das Beste aus allen Welten zu verbinden, auch ganz gut. Wäre das ein Ansatz auch an der Stelle? Das ist halt ein Ansatz, den wir auch verfolgen. Also natürlich gibt es die großen Spieler am Markt, Amazon, Google und auch Microsoft, um halt nur mal drei von den großen zu nennen. Wir haben natürlich aber auch sehr viele regionale oder auch kommunale Rechenzentren. Also das heißt, je nachdem, in welcher Branche wir unterwegs sind, sind Strukturen schon vorhanden. Es muss halt nicht immer so der große Cloud-Anbieter sein, sondern wenn ich über Cloud nachdenke, ist es für viele eben so, nicht nur allein jetzt Daten und Dokumente in die Cloud zu bringen, sondern vielleicht einfach auch ein Stück weit die Services, die ich mir dort anmieten kann, zu nutzen. Wie zum Beispiel gibt es so etwas wie Inayo, was in der Cloud gehostet wird und ich mir dann einfach die entsprechenden Techniker bei mir zu Hause sparen kann. Mhm. Weil ich vielleicht als kleines Unternehmen gar nicht über das Know-how und über die Kompetenz verfüge, dahin zu gehen, aber ich trotzdem die Vorteile der Cloud nutzen möchte. Ja, auch Managed Services ist da ein Stichwort, was wir unseren Kunden ja auch anbieten, eben auch für Inayo die Administration zu übernehmen. Aber da vielleicht auch nochmal in deine Richtung gefragt, die Anpassbarkeit, die wir vorher mit Anke kurz schon angerissen haben, die ist natürlich auch in Inayo generell gegeben. Also man hat Tools, wie kann man sich das vorstellen, wenn ich jetzt so einen Prozess, wie ihn Jürgen auf seinem iPad gezeigt habe, bauen will, kann ich den selber bauen? Bin ich da immer, sage ich mal, auch auf teures Customizing angewiesen? Wie gehe ich da vor? Nein, im Grunde genommen versuchen wir da natürlich auch intuitiv zu sein. Wir bieten Tools an, zum einen für eine Rechteverwaltung, Benutzerverwaltung, um die ganze Rechte-System-Thematik in den Griff zu kriegen. Zum anderen natürlich auch für die Oberfläche des Anwenders letztendlich, sprich die Indexdaten, wie wir es bezeichnen, die Abbildung der Daten, die ein Kunde bei sich hat, die er zum performanten, effektiven Bearbeiten seiner Prozesse braucht. Und die kann man in einem grafisch organisierten Tool so optimieren, so einrichten, so für sich selber organisieren, dass jeder Kunde von uns, sage ich mal, sein eigenes i-Tüpfelchen noch dazu bauen kann. Wir aber eben, wie Anke eben schon gesagt hat, im Grunde genommen auch ganz häufig sagen können, das haben wir schon 20 Mal gemacht. Das wäre unsere Standardlösung. Jetzt gucken Sie mal, wie weit Sie davon schon abgeholt sind. Und wenn Sie dann noch der Meinung sind, Sie brauchen doch noch ein bisschen was dazu, dann ist es auch problemfrei machbar. Jetzt habe ich genau hingehört. Indexdaten war wieder so ein Stichwort für mich, auf das ich gleich reagiere. Denn vielleicht der eine oder andere fragt sich jetzt, ja, ist ja alles schön und gut, tolles neues System, tolle neue Welt. Aber wie kriege ich den ganzen Sums, der ja heute schon besteht, auf Fileservern, in Papierarchiven, in Leitsordnern oder eben in anderen Systemen, denn überführt in ein solches neues System? Gibt es da, sag ich mal, Tipps und Tricks, wie man da sinnvollerweise vorgeht? Einfach mal in die Runde gefragt. Da gibt es letztendlich natürlich viele Prozesse, die man sich überlegen kann. Zum einen haben wir ausgedehnte Import-Szenarien. Wenn ich also filesystembasierte Archive importieren will, große Dateiablagen auf irgendeinem zentralen Windows-Repository, die kann ich dann einfach importieren, kann ich mit Indexdaten versehen, die vorher in der File-Struktur abgebildet sind, die dann automatisch quasi für die Indizierung der Daten verwendet werden, damit ich sie dann eben im Inayo auch später wieder bekomme. Das andere sind natürlich Papierarchive, ganze Keller voll Aktenschränken. Wir wohnen gegenüber der BFA, heißt sie jetzt ja nicht mehr, aber der Deutschen Rentenversicherung Bund. Da kann man auch noch so schön in die Keller gucken. Da sind eben diese ganzen Aktenschränke noch zu sehen,
in denen wir uns alle wiederfinden. Ist das ein schönes Beispiel? Stellen wir uns vor, ein Kunde kommt zu dir und sagt, ja, was mache ich mit den Akten bitte? Wer bringt jetzt meine sensiblen Daten, die ja auch wertvoll sind, die ich auch gar nicht zwingend vielleicht aus der Hand geben will oder wo ich auch ein gewisses Know-how brauche, um sie vielleicht überhaupt zu überführen. Wie wandern die da rein? Also so einfach, ich lege es jetzt auf den Scanner und dann ist das Zeug im System, ist es doch nicht. Nee, damit leider überhaupt nicht. Man muss auch wirklich realistisch bleiben und sagen, dann habe ich die Akten, die kann ich dann vielleicht auch digitalisieren, aber dann habe ich sie in keiner Struktur, ich habe vielleicht auch gar keinen Index und da ist es natürlich wunderbar, wenn ich genau diese Altakten einfach dem Volltext überführe, um dann auch trotz alledem recherchieren zu können, weil mir bringt es eigentlich nichts, wenn ich Akten nur digitalisiere, sondern ich muss es schaffen, die Brücke zu schlagen zu meinen elektronischen Akten, zu den Inhalten, die ich brauche, um den Mehrwert wieder ausschöpfen zu können. Ich möchte auskunftsfähig sein. Ich möchte niemanden in den Keller schicken, um etwas zu holen. Also Volltext und jetzt, mir macht es Spaß mittlerweile. Jetzt mache ich nochmal unseren Kameramann nervös. Wir wollen nochmal über die Schulter schauen bei Jürgen, weil Volltext ist schon nochmal so ein Stichwort. Das wollen wir nochmal uns anschauen. Das will ich sehen, wie funktioniert das Ganze. Markus hat es ja vorher auch schon als eins seiner Highlights angesprochen, die Volltextsuche in Dokumenten. Vielleicht kannst du aus der Hüfte sagen, wie viele Dokumente kann man da durchsuchen? Nur Word, Excel oder... Geht da mehr? Ein ganzer Zoo. Wir digitalisieren natürlich auch Ihre Verträge, die dann als Bildformate zu uns kommen. Dumme Dokumente Fotos. Sozusagen. Da ist eine Datenextraktion dahinter, dass eben Datum und Zielpersonen der Verträge eben auch mit zu uns ins System übernommen werden können. Ja, und schon sind die Kollegen bereit. Wir schauen mal über die Schulter nochmal. Jürgen, du zeigst uns vielleicht mal so ein Beispiel einer Volltextsuche. Genau, wobei ich vorher vielleicht noch ganz kurz erwähnen darf, also wir haben natürlich auch noch zwei, drei andere tolle Technologien, wie zum Beispiel automatische Klassifizierung von ja, lass uns kurz warten, da will ich gleich kommen, gut. Weil künstliche Intelligenz, automatische Klassifizierung ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Sprechen wir ausführlich. Schauen wir uns kurz die Volltextsuche an. Also, wenn ich nicht nach Indexdaten gezielt suchen kann und möchte, weil ich vielleicht nicht genug Informationen habe, dann kann ich hier natürlich auf unserer Startseite ein Wort eingeben, in dem Fall Angebot. Ich suche einfach mal alle Angebote nach Volltext und jetzt sucht er halt nicht nur die Indexdaten durch, sondern er sucht eben auch in den Dokumenten selber nach den Inhalten. Und wenn ich jetzt so ein Dokument antatsche, wo er das Wort gefunden hat, dann sieht man hier vielleicht, ich hoffe, dass das in der Kamera rüberkommt von der Farbe her, dann sieht man hier vielleicht, dass es mehrere Fundstellen gibt und ich kann hier mit diesen beiden Pfeilen, kann ich halt auch von Fundstelle zu Fundstelle hüpfen. Das ist natürlich total toll, wenn ich jetzt einen 200-seitigen Vertrag habe oder sowas und ich nach einer ganz bestimmten Formulierungssuche, ja, dann bin ich natürlich relativ schnell da und dann bin ich auf der 123. Seite mit einem Klick. Ja, und Sven, nochmal in Richtung Produktmanagement gesprochen. Wir schauen natürlich auch über den Tellerrand hinaus. Ich finde eine ganz tolle Funktion, zum Beispiel auch diese Facettierung, die wir kennen. Also wir haben gerade gesehen, klar kann ich im Dokument entlang springen, aber ich sag mal als Beispiel, wenn ich zu Weihnachten bei Amazon unterwegs bin und eine Handtasche für meine Frau suche, dann kann ich da über zwei Klicks eingrenzen und sagen, keine Ahnung, mit iPad-Fach, ohne, mit Bügel oder nicht, Leder oder Stoff. Sowas Ähnliches haben wir auch einfließen lassen in unsere Software. Ja, sowas haben wir auch drin, Facettierung, was bedeutet, dass ich jetzt nach zum Beispiel bestimmten Datumswerten meine Trefferliste dann gleich einschränken kann, nach dem Ersteller, nach dem letzten Bearbeiter, aber eben auch nach der Dokumentenart oder nach einem Typ. Also möchte ich jetzt zum Beispiel nur Angebote sehen, dann setze ich den entsprechenden Haken bei der Facette und bekomme dann halt in meiner Trefferliste nur noch die Angebote angezeigt. Ja, und die Treffer sind eben dann nur so gut wie die Indexierung. Wie gesagt, die Volltextsuche mal außen vor, denn die durchsucht eben einfach den Inhalt von Dokumenten. Spannend, Andreas, ist vielleicht auch so eine Kombination. Ist sowas denkbar, sage ich mal, zu sagen, Volltext und Index möchte ich miteinander verbinden? Aber selbstverständlich. Wir können die Indexdaten so weit angeben, wie wir sie wissen, um die Suche eben weiter einzugrenzen, um dann trotzdem in diesem Datenbestand noch mit Volltextbegriffen weiter zu suchen. Dann nehme ich doch nochmal meinen Kreitmeier, weil ich dann eben sagen kann, okay, ich suche in Verträgen, aber ich habe keine Ahnung, wie man den Meier hinten schreibt, dann lasse ich es eben aus. Dann schreibe ich bis zum M. Dann lassen wir es eben aus, genau. Wir haben natürlich auch eine Sternsuche. Wenn du jetzt weißt, der Kreitmeier schreibt sich vorne mit EIT, dann kann ich natürlich auch bis zum Kreit suchen, setze einen Stern hinten dran und ob der sich hinten bewusst oder unbewusst, gibt ja auch Rechtschreibfehler, die beim manuellen Indizieren auftauchen, dann noch unterscheidet, ist mir dann relativ egal für die Suche. Die beiden Treffer finde ich dann auf alle Fälle.
Ja, und jetzt, Jürgen, jetzt lasse ich dich von der Leine. Ich habe ja vorher schon gesprochen über künstliche Intelligenz und das ist so ein bisschen ein leidenschaftliches Thema auch von dir. Was können wir uns unter KI im Enterprise Content Management Kontext denn vorstellen? Also was machen wir, fangen wir mal damit an, denn heute eigentlich schon seit vielen Jahren mit künstlicher Intelligenz, mit automatischer Klassifizierung? Das erinnert mich daran, dass ich vor 25 Jahren mal künstliche Intelligenz als Hauptfach in meinem Studium hatte. Aber das nur so am Rande. Ja, was machen wir heute damit? Also erstens, was natürlich schon relativ gut ausgeprägt ist und was sehr gestanden funktioniert, ist, dass man eben solche strukturierten Dokumente wie Eingangsrechnungen, Lieferscheine, Bestellungen und solche Sachen in unserer Klassifizierungssoftware wunderbar auslesen kann und dass man dort natürlich für einen Eingangsrechnungsbeleg wirklich das so gut auslesen kann, dass man am Ende halt auch einen buchbaren Datensatz erhält. Das ist erstmal schon mal ziemlich wichtig, dass man in dem Prozess, und das wissen aber viele am Markt auch schon, dass man in diesem Prozess nichts mehr manuell abschreiben muss. Darf man sogar einmal Bürokratismus loben, denn ich sage jetzt mal an deinem Beispiel der Rechnungen, die haben natürlich einen klaren Aufbau, also Rechnungen haben ja auch steuerlich gewisse Vorgaben, die da draufstehen müssen, aber es ist nicht so, dass man dann jedes Formular irgendwie trainieren muss und sagen muss, jetzt kommt hier eben die Telekom-Rechnung und morgen kommt die Sixt-Rechnung, sondern das System liest selbst aus, wo steht die Rechnungsnummer, wo steht die... Die Software hat da schon von der Basis her ganz, ganz viel Logik und Wissen drin für die Analyse. Natürlich geht vorher halt auch erstmal die Erkennung über alle Buchstaben und Zahlen drüber und dann so eine Art Analyse- und Logikmodul. Versucht dann eben die Zusammenhänge zu begreifen und dann eben natürlich gegebenenfalls auch mit vorhandenen Daten zu matchen, also die Lieferantenstammdaten und so. Und genauso kann ich das natürlich auch mit komplett unstrukturierten Posteingang machen und da drin kann ich jetzt zum Beispiel zumindest feststellen, wer schickt mir denn dieses Dokument? Wer ist der Empfänger, also auch den Unternehmensteil oder die Abteilung daraus versuchen abzuleiten. Und dann kann ich natürlich in dem Inhalt des Dokumentes auch nach bestimmten Schlagworten versuchen zu suchen, um dann halt auch zu sagen, was könnte es denn für ein Dokument sein? Also gerade so Stadtwerke, Versicherungsbranche etc. sind da natürlich dann mit ihren Kundencenter ziemlich scharf drauf, dass die Dokumente gleich an die richtige Stelle geleitet werden zur Bearbeitung. Und mit bisschen Blick in die Zukunft kann ich mir sehr gut vorstellen, dass gerade im Bereich künstlicher Intelligenz auch nochmal Stichwort das Beste aus beiden Welten uns auch Cloud Computing zum Beispiel helfen kann, denn die Realität war doch die, dass gerade auch technologisch manchmal Stichwort Rechenleistung und so weiter die Grenze da vielleicht vorgegeben war, des Machbaren eben, weil der PC einfach gar nicht so schnell klassifizieren konnte. Da wird sich was tun. Mit Blick in die Runde auch nochmal gesprochen, wo geht die Reise so ein bisschen hin? Ich muss dich als Verantwortlichen nochmal an die Leine nehmen hier, Abteilungsleiter Produktmanagement. Was erwartet uns so in den nächsten Versionen quasi? Wo wird es in der Version 10 als Beispiel, die jetzt dann bald ins Haus steht, den größten Mehrwert für die Anwender geben? Office 365 ist eins der Stichworte, glaube ich. Wunderbar. Natürlich bewegen wir uns auch dahin, wo sich Microsoft gerade schon befindet. Also wir unterstützen ganz normal Office 365 für Word, Excel und PowerPoint. Teams-Integration ist ein großes Buzzword auch bei unseren Kunden. Die Wahrheit ist ja die, sorry, wenn ich da reingehen kann nochmal, ich merke es auch wieder selbst, heute schreibe ich viel weniger E-Mails tatsächlich. Vor ein paar Jahren haben wir immer gesagt, E-Mails werden immer mehr, immer mehr. Ich habe festgestellt, die werden weniger in den letzten Monaten, weil ich wichtige, relevante Daten über Teams auf einmal verteile und schicke oder auch nur einen Hinweis zu einem Projekt. Wie fließt sowas in Zukunft dann in eine Projektakte zum Beispiel ein? Ja, dafür müssen wir genau sorgen, dass das eben nicht in dem Teams-Kanal untergeht, sondern dass es dann wieder in die Akte zurückfließt. Also ganz wichtig, ich möchte mein Dokument, das ich im ECM-System gespeichert habe und das dort auch den gesetzlichen Regularien unterliegt, dann in einem Teams-Kanal teilen. Ich möchte es dort mit anderen bearbeiten und danach kommt es wieder zurück in meine Akte und ist dort sicher aufbewahrt. Aber auch der gesamte Chatverlauf, sofern er dann natürlich geschäftsrelevant ist, der möchte doch bitte in meinen Vorgang und in meine Akte zurückkommen. Und das ist genau unser Ziel. Ja, und dann sind wir wieder beim Anfang. Wir wollen eben ein Cockpit haben. Anke, du hast es eben auch beschrieben. Ja, ist das auch was, auf was du dich freust? Oder gibt es so ein Highlight in deiner nahen Zukunft, wo du sagst, da freue ich mich schon besonders drauf? Also das ist auf jeden Fall ein Highlight. Ich bin ja auch nur Anwender. Und insofern freue ich mich schon sehr darauf, ja.
Ja, super. Ich sage nochmal vielen Dank in die Expertenrunde. Das war super kurzweilig. Wir haben über Technik gesprochen, ein bisschen den Blick in die Zukunft gelenkt, natürlich an den Bedürfnissen der Kunden uns orientiert und ja nicht zuletzt bei dir auch über die Schulter schauen dürfen. Vielen Dank dafür, wie du heute arbeitest. Ja, Sie sind jetzt eingeladen, gerne auch später um 12.45 Uhr nochmal die Experten zu treffen in unserer Q&A-Session Nummer 1 zum Thema Digitalisierung und ECM. Können Sie dann nochmal live mit den Experten eben plaudern. Dazu laden wir Sie sehr, sehr herzlich ein. Ja, und jetzt wollen wir rüberwandern in unser nächstes Setup, so heißt es, denn wir wollen die vielleicht wichtigste Perspektive uns anschauen, die Perspektive Anwender. Denn ja, jedes System ist natürlich nur so gut wie die Anwender, die letztlich damit besser, schneller, optimaler arbeiten. Und gerade im Mittelstand gibt es da natürlich Herausforderungen, die es zu bewältigen gibt. Und die wollen wir diskutieren in unserer Perspektive Anwender. Ja, für die Perspektive Anwender haben wir jetzt zwei ausgesprochene Experten, eben zwei Kunden, die mit unserer Software schon intensiv arbeiten, eingeladen. Herzlich willkommen. Einmal Maria Kempe, Prokuristin bei der Alsen Immobilien AG und Clemens Blauert, Leiter der IT beim Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerk. Herzlich willkommen hier bei uns auf der Showtreppe. Ja, Sie haben sich schon gemütlich gemacht und wir werden jetzt gleich ein bisschen eintauchen, natürlich in Ihre Erfahrungen. Und wir sprechen natürlich nicht über das Alter einer charmanten jungen Dame, aber so viel darf ich verraten. Sie haben 2018, 2020 Bachelor in Business Administration und den Master auch in Immobilienmanagement, glaube ich, abgeschlossen, sind dann ins Familienunternehmen eingestiegen, in eben die Immobilienverwaltung. Sie haben 1998, wir merken, 98 begleitet uns so ein bisschen die Jahreszahl, Ihr Diplom in Physik gemacht und den Rest können sich unsere Zuschauer jetzt ausrechnen. Aber ich darf vielleicht betiteln, Sie sind in der Runde heute der alte Hase und Sie sind per se Digital Native. Können Sie sich trotzdem noch vorstellen, wie vielleicht Ihr Vater bei Unternehmensgründung mit deutlich weniger Digitalisierung, als Sie heute arbeiten musste? Das ist natürlich sehr viel schwer vorstellbar für mich mittlerweile. Aber man muss dazu sagen, dass im Prinzip die Prozesse und die Abläufe recht ähnlich geblieben sind. Es ist jetzt quasi nur digital. Also alles, was früher reinkam an Briefen, bearbeitet werden musste, dann weggeheftet werden musste, das ist natürlich viel zeitintensiver gewesen und nicht so effizient wie heute. Und heute funktioniert es alles digital. Aber die Abläufe sind ähnlich geblieben. Ja, wo genau dann eben digitale Hilfsmittel dann auch helfen können, das werden wir uns natürlich anschauen. Die Immobilienbranche hat ja so ein bisschen den Ruf, vielleicht auch nicht die papierärmste zu sein. Also dazu werden wir dann vielleicht auch noch ein bisschen Expertise von Ihnen bekommen. Herr Blauert, Sie sind eben beim Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerk eben natürlich im sozialen Umfeld tätig. Sie betreuen, glaube ich, ja, wie viele? Ein paar tausend, 20.000, täusche mich, Menschen im Bereich Altenpflege, aber auch Behinderten. Werkstätten und Ähnliches, also ein soziales Umfeld. Jetzt haben wir alle mit Ämtern auch viel zu tun gehabt. Ich vermute mal, auch Sie hatten in letzter Zeit wie immer mit Gesundheitsämtern viel zu tun. Bisschen provokante Frage, hätten die Gesundheitsämter von Ihnen lernen können, was man mit Digitalisierung besser machen kann? Ich weiß nicht, ob Sie wirklich von uns hätten lernen können. Die Sozialwirtschaft ist per se noch sehr papiergebunden. Das liegt ja nicht nur an Ämtern, sondern es liegt auch an Ärzten. Das liegt an, ich sag mal, dem, wie sich die Branche halt tatsächlich über die letzten, wie auch immer, vielen, vielen Jahre entwickelt hat. Da ist sehr, sehr viel Papier, da sind sehr viele Anträge unterwegs. Und es sind vor allen Dingen sehr, sehr viele Gesprächspartner, mit denen man zu tun hat. Es ist ja nicht nur ein Amt, es ist nicht nur ein Gesundheitsamt, sondern da sind die Jugendämter, da sind die Sozialkassen, da sind die Krankenkassen. Insofern viele Gesprächspartner und da ist Digitalisierung in dieser Form hauptsächlich Kommunikationsproblem. Aber lassen Sie uns mal ganz konkret eintauchen. Also wo haben Sie, sage ich mal, digitalisiert? Gab es so ein, sage ich mal, ausschlaggebendes Ereignis, auch für die Einführung von dem ECM-System für Sie? Und wo haben Sie angefangen? Also ich würde sagen, wir haben da angefangen, wo die meisten anfangen, nämlich bei der Ablage von Belegen, also das klassische Belegarchiv. Da haben wir gestartet, tatsächlich
nicht mit Optimal Systems an der Stelle, sondern mit einem anderen Anbieter. Wir sind dann allerdings vor 3 Jahren an der Stelle auf Optimal Systems gewechselt und da legen jetzt tatsächlich unsere gesamten... Ein Fehltritt ist immer erlaubt. Ja, das, man darf ja auch mal üben an der Stelle. Nein, wir sind da einfach gewechselt, weil die Strategie eine andere war, sich anders ausgerichtet hat. Insofern haben wir jetzt ein Belegarchiv, ganz klassisch, also der Einstieg da rein. Und obwohl die Diskussion war eigentlich die Vertragsakte an der Stelle, die ist jetzt ein Stückchen danach gekommen. Insofern erst die Belege, jetzt die Verträge. Wie war es bei Ihnen, Frau Kempe? Was waren da so die Impulse für Ihr Unternehmen, eben noch mehr auf Digitalisierung zu setzen? Bei uns war der ausschlaggebende Punkt einfach, dass wir als Unternehmen wachsen wollten und den Kunden gerecht werden wollten. Das heißt, wenn man da schnell antworten möchte, schnell die Unterlagen parat haben möchte, Dokumente zusammenstellen möchte, muss man einfach digital arbeiten, sonst kommt man nicht voran und sonst kann man auch nicht wachsen. Gibt es dann Feedback, sage ich jetzt mal, auch von Ihren Kunden? Merken die das auch wirklich? Sagen die, hey, da habt ihr vielleicht früher ins Archiv gehen müssen oder habt lange gekramt, bis ihr die Info gefunden habt? Das geht halt wirklich schneller. Also ist dann Feedback spürbar? Korrekt, ja. Das ist heutzutage wirklich viel, viel schneller geworden alles. Die Antwortzeiten sind viel kürzer. Man kann große Datenmengen einfach viel schneller zur Verfügung stellen. Das war in dem Umfang damals überhaupt nicht möglich. Und deswegen können wir halt auch große Kunden betreuen und nicht nur kleinere Häuser, sondern vielleicht auch große Immobilienfonds, die einfach Objekte kaufen. Und das ist ein ganz anderer Umfang. Jetzt habe ich es unseren Zuschauern heute schon versprochen. Wir wollen wirklich auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen. In solchen Veranstaltungen spricht man gerne über die positiven Aspekte. Mich interessieren aber auch die Herausforderungen. Also nicht alles funktioniert ja immer so einfach oder der Weg ist manchmal steinig eben und dann das Ergebnis vielleicht ganz toll. Gab es auch bei Ihnen in Ihrem Unternehmen, sage ich mal, Hürden, gegen die Sie ankämpfen mussten, Widerstände, die es vielleicht auch gab bei der Einführung von digitalen Prozessen? Na klar, ich denke, das gibt es einfach in jedem Unternehmen. Viele scheuen sich davor, erstmal was Neues zu lernen oder mit etwas Neuem zu arbeiten. Das ist, denke ich mal, ganz menschlich. Aber als die Mitarbeiter gemerkt haben, wie einfach das ist, damit zu arbeiten und wie schnell das geht, jetzt ist es eigentlich unvorstellbar und sie wollen es gar nicht mehr hergeben und wollen gar nicht mehr anders arbeiten. Ja, auch Ihre Branche ist ja so ein bisschen, jetzt könnte man sagen, mit dem Image verhaftet, dass da nicht jeder vielleicht sofort Juhu schreit, wenn wieder ein Prozess digitalisiert wird. Aber gibt es auch bei Ihnen, sage ich mal, so einen schönen Beispielprozess, wo man sagen kann, da merkt wirklich der Letzte in der Kette, hätte ich jetzt sogar schon fast gesagt, Sie haben vorher über Ihre Azubis gesprochen, das ist genial, dass wir hier ein System haben, das uns wirklich unterstützt und auch natürlich vielleicht die Mitarbeiter ja bei Ihnen eben bei den Klienten, die wirklich auch in der Pflege, aber auch in der Betreuung der Jugendlichen damit zu tun haben. Also wo ist der Aha-Effekt für die Anwender, die dann letztlich mit der Software arbeiten? Also ich hoffe mal, dass bei uns der eigentliche Aha-Effekt tatsächlich noch kommt, und zwar bei der Masse unserer Mitarbeiter. Wir sind ja tatsächlich die meisten Mitarbeiter, ich sag mal, in den sozialen Tätigkeiten unterwegs. So soll es ja bitte auch sein. Und die Verwaltung, da wo wir eher die Digitalisierung schneller spüren, die merkt das auch schneller. In der Verwaltung der Klienten wird es schwieriger, da haben wir sehr viele personengebundenen Daten und das ist ein ganz anderes Klientel. Der Fokus liegt auf der Arbeit mit Menschen und nicht auf der Arbeit mit irgendwelchen Unterlagen, geschweige denn digitalen Unterlagen. Ja, aber die muss ich einfach natürlich finden. Also richtig. Wenn ich da natürlich schon Zeit verschwende, die ich dann im Zweifelsfall nicht aufbringen kann für meine eigentliche Tätigkeit, dann geht natürlich da ganz, ganz viel verloren. Wie war es bei Ihnen? Was war da so das Feedback von den Anwendern? Wie haben die, sag ich mal, darauf reagiert, als Sie da vielleicht von Managementseite mit der Idee um die Ecke gekommen sind, noch mehr zu digitalisieren? Zu Anfang gab es natürlich Widerstand, aber man muss einfach versuchen, mit den Mitarbeitern das zusammen zu lernen und denen aufzuzeigen, welche Vorteile dieses System auch hat. Und wenn man jetzt mit einem Klick eine E-Mail einfach reinziehen kann, ablegen kann, ist das auch eine deutliche Arbeitserleichterung. Man hat, wie Sie sagten, auch schon nicht so einen großen Papierstapel, keine großen Ablageflächen, keine Ordner mehr stehen. Das ist eine große Arbeitserleichterung. Da gibt es da noch mehr, sage ich mal, Verbesserungen, die Sie zur analogen Welt sehen. So Stichwort Suchen ist ja vielleicht auch so ein Fall, ja, wo man heute eben den Leitsordner durchblättert und mit viel Glück das Dokument dann dort findet, wo es vielleicht mal abgelegt worden ist. Wie gehen Sie da heute vor und welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Genau, da kann man ja einfach mit der Suchfunktion sehr schnell Stichworte eingeben und Dokumente die richtigen Stellen finden. Das geht innerhalb von Sekunden. Das ist natürlich weniger aufwendig, als wenn man sich einen Ordner rausnehmen muss, das Dokument suchen muss, alles durchlesen muss. Das ist gar kein Vergleich zu früher. Ja. Und bei Ihnen gibt es auch noch jetzt Themenfelder, die Sie sich vielleicht auch wieder aus IT-Leitungssicht vorgenommen haben, wo Sie auch gezielt sagen, ja, wir haben zwar schon ein System, wir sind natürlich schon jetzt ein paar Jahre am Start und haben den einen oder anderen Prozess digitalisiert. Wo würden Sie gern vielleicht noch mehr Speed so aus IT-Sicht auf die Straße bringen? Grundsätzlich liegt es halt tatsächlich daran, jetzt dieses System nicht nur in dem kleinen Umfeld der Verwaltung zu nutzen, sondern tatsächlich in die breite Fläche zu bringen. Da, wo wir natürlich auch die Probleme haben, dass Unterlagen, Verträge, Absprachen mit Ämtern, irgendwelche Unterlagen von, also Dokumente für über die Behandlung von Klienten suchen müssen, finden müssen, möglichst schnell auch dazukommen müssen. Also das System an der Stelle in die breite Masse zu bringen, auch die Anwender mitzunehmen. Das ist die Herausforderung, die wir haben. Das sehen wir jetzt, ich sag mal, in der besonderen Situation, in der wir uns alle gerade befinden, ganz besonders, wo wir eben nicht mehr alle am Ort sind und gucken können in die Akten. Das, was also da transportieren, wesentlich besser. Und das nutzen auch viele und die Chance nehmen auch sehr viele wahr, daran teilzunehmen. Jetzt haben Sie die besonderen Zeiten, in denen wir leben, angesprochen. Da können wir gar nicht drum rumschiffen. Ist es so, dass es Ihnen da vielleicht leichter gefallen ist, als dem einen oder anderen Unternehmen vielleicht mit den Herausforderungen jetzt umzugehen, weil Sie vielleicht schon einen Schritt weiter sind? Auf jeden Fall, diese Digitalisierung ist einfach ein Grundstein dafür, überhaupt zu Hause zu arbeiten zu können, im Homeoffice arbeiten zu können. Wenn man wirklich nur mit Akten arbeitet, kann man nicht von zu Hause aus dann nach irgendwas suchen, nach Verträgen suchen, nach Unterlagen suchen. Und so war es überhaupt erst möglich, im Homeoffice arbeiten zu können und von dort auch normal Aufträge schreiben zu können, Handwerker beauftragen zu können. Das ist quasi ein Grundstein dafür gewesen. Ja, wir werden nachher auch noch über den gesundheitlichen und auch psychologischen Aspekt mit unserer Speakerin sprechen. Nachher Frau Wiedemann auf der Bühne, noch ganz spannend. Und ich glaube, da wird auch nochmal der Aspekt eine Rolle spielen. Ja, ich sag mal salopp, Multitasking. Wir haben vorher uns auch schon heute unterhalten im Vorgespräch über das Thema, ja, wie geht man mit der Herausforderung um, eben ja gleichzeitig Homeschooling zu machen, dann eben noch beruflich erreichbar zu sein. Und da ist es zumindest vielleicht ein ganz gut zu wissen, dass ich schnell auf die Daten kommen, die ich mir sonst eben mühsam in Aktenordnern oder irgendwo auf dem Filesystem zusammensuchen musste. Also machen auch Sie die Erfahrung, dass da in der letzten Zeit dank einem Dokumentenmanagement, Enterprise Content Management System eben vielleicht auch manches einfacher von der Hand geht, als man sich vorstellen hätte müssen, bevor diese Pandemie begonnen hat? Es hat einen Schub gegeben, auf jeden Fall. Das merkt man an allen Ecken und Enden, überall da, wo wir versuchen müssen, Informationen unter den Mitarbeitenden zu verteilen. Da hilft ein Enterprise Content Management natürlich auch auf jeden Fall, genau wie alle anderen Tools, die wir innerhalb der letzten Monate so alle an den Start gebracht haben. Das Zusammenspiel der einzelnen Bausteine miteinander und das Mitnehmen der Mitarbeitenden dabei, das ist, ich sag mal, so der Schlüssel zum Erfolg. Ich weiß nicht, ob es uns besonders gut gelungen ist. Ich glaube, wir haben ein bisschen was geschafft und das macht ein Stückchen stolz dann an der Stelle auch. Jetzt sind Sie beide mutig, weil Sie eben ja das Digitalisierungsprojekt quasi schon angegangen sind. Sie sind auf dem Weg zu immer mehr Digitalisierung vielleicht auch. Jetzt sprechen Sie für ein relativ großes Unternehmen natürlich mit über 4000 Mitarbeitern. Nochmal der Blick in Ihre Richtung, so auch im Mittelstand gibt es ja durchaus noch Vorbehalte und auch die ein oder anderen Unternehmen, ja, die da vielleicht noch nicht ganz vorne dabei sind, aber sich vielleicht auch jetzt die Frage stellen, wie finde ich den richtigen Einstieg? Haben Sie eine Idee dazu, warum es manchen da auch noch so schwer fällt, mit aufzuspringen? Ich denke, gerade in der Hausverwaltungsbranche gibt es viele Unternehmen, die
sehr klein sind. Das sind teilweise nur 3 Leute, die überhaupt arbeiten. Und da überhaupt den Schritt zu gehen, das ist sehr, sehr kostintensiv, sehr zeitintensiv. Und man muss sich auch da entsprechend Konzepte überlegen, die Mitarbeiter einbinden. Also es sind viele Faktoren, die zusammenspielen, um das wirklich durchführen zu können. Und das ist vielleicht der Hauptgrund, warum es noch nicht so weit in der Branche ist. Jetzt stellen wir uns das doch mal ganz kurz vor. Wenn ich jetzt heute bei Ihnen anfangen würde, bei Ihnen im Büro und da vielleicht Immobilienmanager oder Ähnliches wäre, wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht so ein Onboarding aus? Wie schnell werde ich fit gemacht und weiß dann, wo ich drücken muss, dass ich an die Informationen komme, die ich brauche? Das geht eigentlich sehr, sehr schnell, weil es einfach sehr intuitiv ist. Es ist ähnlich aufgebaut wie, sag ich mal, Outlook Microsoft, und dadurch kennen es viele von zu Hause schon, und es gibt gar nicht so viel, was man da auch falsch machen kann. Das ist das Gute. Man probiert einfach aus und kann nichts kaputt machen. Ja, das ist schon mal beruhigend. Wäre ja auch schlecht in einem System, das, sage ich mal, auch Archivierungsansprüche hat und natürlich Datensicherheit, auch dazu sprechen wir gleich, im Fokus steht. Haben Sie da ähnliche Erfahrungen gemacht, dass es dann letztlich den Anwendern gar nicht so schwer fällt, diese Berührungsängste auch zu überwinden und die Vorbehalte, die man dann am Anfang vielleicht hat? Überall da, wo wir es geschafft haben, die Anwender gut mitzunehmen, da gelingt das auch. Nun, ich sag mal, stehen bei uns andere Systeme im Vordergrund, mit denen der Anwender eher zu tun hat. Und das Content Management ist dann eher ein Backend-System, mit dem der Anwender nicht ganz so direkt zu tun hat. Überall da, wo er es merkt und wir die Anleitungen richtig geschrieben haben, da sehen wir natürlich auch die Freude in den Augen von wegen, Yippie, ich habe was gefunden, was ich sonst sehr lange in irgendwelchen Akten gesucht habe. Ja, und jetzt treibt uns alle natürlich so ein bisschen treiben uns die verschiedenen Headlines, die es da so gibt, ob das jetzt eben künstliche Intelligenz, Cloud Computing ist und das ganze Thema Collaboration generell, was wir, denke ich, auch in den letzten Monaten ganz intensiv ja auch spüren durften, dass das weitestgehend sehr, sehr gut funktioniert. Was ist so mit Blick auf die Zukunft, auf was Sie sich vielleicht am meisten freuen, oder wo geht aus Ihrer Sicht die Reise eben noch hin mit dem Thema Digitalisierung? Ich würde sagen, wir stehen an vielen Stellen tatsächlich noch am Anfang der Digitalisierung, wenn es darum geht, was eigentlich alles irgendwo im digitalen Raum noch mit abgebildet werden kann. Die meisten reden ja sehr gerne darüber, okay, wir nehmen mal das Papier und machen mal aus dem Papier ein digitales Dokument und dann sind wir digitalisiert. Der Weg geht aber tatsächlich natürlich noch sehr viel weiter. Künstliche Intelligenz ist ein Stichwort. Wir haben das ja vorhin auch schon gehört, wie eine künstliche Intelligenz da die Suchfunktion allein schon unterstützen kann. Aber jetzt hinauszugehen und zu sagen, okay, wir gucken jetzt mal nicht nur auf die Verwaltung, sondern wir gucken auf Produktion, wir gucken auf ich sag mal, die Unterstützung beim Leben, Assistenzsysteme, die auf dem Markt sind, und die Integration der unterschiedlichen Systeme miteinander. Ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Nicht, dass ja, das Stichwort vorher war so ein bisschen das Beste aus allen Welten. Ja? Also ich glaube, Teams ist da nochmal ein schönes Beispiel oder andere Plattformen, wo wir jetzt in den letzten Monaten gemerkt haben, wir müssen schnell miteinander kommunizieren. Ich habe es vorher schon mal erwähnt, ich selbst schreibe heute weniger E-Mails als bisher, weil ich viel eben auch über Teams und andere Plattformen kommuniziere und trotzdem natürlich relevanten Inhalt dort auch teile, jemandem eine wichtige Information gebe, die ich bisher eben als E-Mail vielleicht in die Projektakte abgelegt habe. Wie sehen Sie das, dass da wir auch sicherstellen oder Sie als Unternehmen sicherstellen, dass alle Informationen, die eben relevant sind für ein Projekt, für ein Vorhaben, trotz dieser tollen Hilfsmittel, die es da alle jetzt so gibt neuerdings, nach wie vor dann auch am richtigen Fleck landet in der Akte? Das muss man natürlich durch Prozesse vorher festlegen, ansonsten macht das keinen Sinn, sonst sucht man sich da genauso dumm und dämlich wie vorher auch. Aber ein großen Teil dazu beitragen tun auch die Führungskräfte, die das entsprechend steuern. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand krankheitsbedingt ausfällt, dann kann man diesen Vorgang einfach jemanden anderen zuschieben und so wird es trotzdem weiter bearbeitet und bleibt nicht liegen. Das ist natürlich ein sehr großer Vorteil. Also eine Stellvertreterregelung, die dann, wie man es vorher gehört, im geplanten Fall oder auch im ungeplanten eben Krankheit oder Urlaub natürlich dann entsprechend greift, ist da natürlich ganz, ganz sinnvoll. Und die Integration. Ja, gibt es denn Prozesse, wo Sie heute sagen, ja, da wären wir noch länger auf das Papier
ja auch wetten müssen oder werden es vielleicht gar nicht so schnell los, wie wir es denn wollen. Wie gesagt, ich denke an die Immobilienbranche, da gibt es dann doch ja ein paar Dokumente, wo vielleicht rechtliche Ansprüche auch bestehen. Ich denke jetzt an notarielle Urkunden und Ähnliches. Wo sehen Sie da, sage ich mal, noch Themen, die Sie vielleicht länger haben müssen, als Sie es vielleicht wollten? Wo Sie vielleicht auch gesetzlich oder vom Gesetzgeberseite noch mehr ja, Digitalisierungsdrive wünschen würden? Vor allem in der Buchhaltung, da sehe ich so das größte Problem aktuell noch. Da haben wir wirklich noch Aktenordner da stehen, weil wir sie gesagt haben, man muss einfach eine gewisse Zeit das aufbewahren, da kommt man gar nicht drum herum. Das würde ich mir auch wünschen, dass es noch digitaler gehen würde. Ansonsten wird es, denke ich mal, mit der Zeit aber kommen. Ja, Archivierungsfunktionen kann man dann auch noch scharf schalten. Klar, wie ist es bei Ihnen? Wo würden Sie sich vielleicht noch ein bisschen mehr, weniger Papier und mehr Digitalisierung wünschen? Und warum scheitert es da vielleicht noch? Na, das ist, ich sag mal, bei uns jetzt speziell im Unternehmen, in der Verwaltung haben wir noch ganz viel Luft nach oben, wo wir auf Papier verzichten können. Aber das, was uns halt tatsächlich auch, ich sag mal, viel Arbeit macht, ist tatsächlich der Umgang mit unseren Kunden bzw. mit unseren Vertragspartnern. Ich sag mal, das wird in der Immobilienbranche auch nicht anders sein. Wir können von unseren Kunden, die ja Privatmenschen sind in irgendeiner Weise, zu pflegende Menschen, nicht erwarten, dass die komplett digitalisiert sind zu Hause. Das wird nicht funktionieren, das wird eine Weile noch dauern. Aber wir merken es halt auch mit den Ämtern, mit Ärzten, mit Apotheken an allen Ecken und Enden. Muss Digitalisierung ineinander spielen, damit es funktioniert. Und da ist noch ganz viel Analoges unterwegs, weil die Menschen halt auch manchmal noch sehr, sehr großen Respekt davor haben, ein Stück Papier einfach zu zerreißen, nachdem man ein Foto davon gemacht hat. Ja, da haben wir vorher drüber gesprochen, wie man da eben auch vorgehen kann, um diese Ängste und Vorbehalte auch einfach ein bisschen abzubauen. Das hat sich jetzt fast eingebürgert. Ich will Sie auch noch fragen, gibt es so eine Lieblingsfunktion im Bereich Enterprise Information Management, Enterprise Content Management, die Sie, sage ich mal, lieb gewonnen haben, vielleicht gar nicht mehr als, sage ich mal, außergewöhnlich empfinden, weil es für Sie schon normal ist, aber vielleicht auch für die Teilnehmer, die jetzt zuschauen, die Sie gerne mitgeben würden, so als Idee, was kann man mit so einem System machen? Also was ist so Ihre Lieblingsfunktion dabei? Ich würde sagen, die Volltextsuche. Also beliebiges, zwei Striche heute. Ja, Markus hat also ich sage mal, ein beliebiges Dokument, das irgendwie Text enthält, als Foto ins System zu geben und hinterher nach einem Begriff in diesem Dokument suchen zu können, ist, glaube ich, einer der Killerfunktionen schlechthin. Simpel, aber genial. Richtig. Und wie gesagt, das dann selbst in Dokumenten, die per se vielleicht erstmal gar nicht durchsuchbar sind, weil Sie haben es angesprochen, wenn ich mir jetzt Ihre Klienten vorstelle, dann schicken die Unterlagen rein, die sie vielleicht eben mit dem Smartphone abfotografiert haben und dann habe ich eine E-Mail mit 10 JPEG-Dateien im Anhang und dass auch die dann später wieder durchsuchbar sind, ist natürlich schon ein Clou. Gibt es eine Lieblingsfunktion? Volltext ist jetzt schon belegt. Jetzt muss ich Sie enttäuschen. Okay. Wo Sie sagen, ja, das ist echt eine coole Funktion, die will ich nicht mehr missen. Ja, bei uns ist super wichtig die Wiedervorlagefunktion einfach. Dadurch vergisst man keine Vorgänge und wird immer wieder daran erinnert und so bleiben die ganzen Prozesse im Laufen, die jetzt noch offen sind und noch nicht abgeschlossen sind. Also das ist bei uns sehr, sehr wichtig in der Verwaltung. Spielt auch so Abonnement zum Beispiel bei Ihnen eine Rolle? Kennen Sie die Funktion? Also automatisch vom System sich vielleicht sogar benachrichtigen lassen? Könnt ihr mir jetzt genau bei Ihnen vorstellen, dass die vielleicht auch ganz heiß ist? Ja, die spielt damit rein auf jeden Fall. Ja, super. Also nochmal zwei sehr, sehr spannende Aspekte zum Abschluss, die Sie eben schon kennen und lieben, geschätzt haben. Ja, ich sage erstmal vielen Dank an Sie beide. Es war nochmal sehr, sehr spannend, jetzt von Anwenderseite den Blick eben auf Ihre aktuellen Digitalisierungsprojekte zu gewinnen. Wir wünschen Ihnen natürlich viel Erfolg weiterhin bei der Reise der Digitalisierung und bei der Verwirklichung der nächsten Prozesse und sagen nochmal herzlichen Dank, dass Sie jetzt hier zur Verfügung gestanden sind. Ja, und bei uns geht es jetzt weiter. Ich wandere einmal wieder nach drüben und mach's mir gleich bequem in unseren Sesseln. Ja, mit einem, man könnte sagen, etwas unbequemen Thema. Datenschutz, Grundverordnung, EU-Richtlinien, Whistleblower-Affären und nicht zuletzt ja die Diskussion um Datensicherheit unserer ganz ja, persönlichen Daten, egal ob es um Facebook, Amazon und Co. geht. All das wollen wir jetzt gleich diskutieren, eben unter der Brille ja Datensicherheit. Perspektive Datensicherheit ist die Überschrift für unseren nächsten Slot. Ja,
Ja, herzlich willkommen, Dr. Cornelius Renner, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht bei Lutz und Abel, Fachanwälte, Rechtsanwälte, um genau zu sein. Wir sprechen über die Perspektive Datensicherheit. Ich habe es gerade schon angekündigt, ein heißes Eisen, spannendes Umfeld, über das wir jetzt sprechen können. Sie sind nicht nur Anwalt, Sie sind sogar Lehrbeauftragter, glaube ich, an der Humboldt-Universität zu Berlin hier. Also Sie wissen, über was Sie sprechen und sind ausgewiesener Experte zum Thema. Was ist Datensicherheit aus juristischer Sicht denn eigentlich? Ja, da schwirrt ja, sage ich mal, viel Stammtischwissen herum. Können wir es aufklären? Ja, Datensicherheit ist ja erstmal eigentlich was wenig Juristisches, ist ein technisches Thema. Ja, und man kannte es vor allem bisher, und da spielt es nach wie vor eine große Rolle aus dem Datenschutzrecht. Da ist das quasi die technische Seite des der rechtlichen Aspekte auf der Datenschutzseite. Es ist ein neues Thema, seit kurzem hinzugekommen, wo es eine große Rolle spielt, und das ist das Thema Geheimnisschutz, wo es für Unternehmen mittlerweile wichtig ist, wenn sie sich darauf berufen wollen, dass ihre Geschäftsgeheimnisse verletzt werden, dass sie dann auch darlegen können, dass sie die technisch hinreichend geschützt haben. Also spannendes Umfeld. Lassen Sie uns kurz zum Thema DSGVO sprechen. Ich habe es in meiner Anmoderation schon erwähnt. Ist ja so ein kleines Ungetüm, was uns alle irgendwo bewegt hat. Und manche sind sich noch gar nicht so sicher, ob das jetzt mehr Vor- oder Nachteile mit sich gebracht hat. Wie sieht es der Anwalt? Fluch oder Segen? Wie der Anwalt immer antwortet, sowohl als auch, ja, oder kommt drauf an. Also zum einen hat es natürlich zu einem besseren Bewusstsein geführt zum Thema Datenschutz. Und das, obwohl viele Sachen, die da drin stehen in der DSGVO, auch vorher schon nahezu exakt so geregelt waren. Ja, trotzdem ist das Thema neu auf den Tisch gekommen. Viele Unternehmen sind dann nach Inkrafttreten der DSGVO erst so richtig auf das Thema aufmerksam geworden. Insofern hat das sicherlich was bewirkt. Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass es einen Mordsaufwand verursacht hat, ein Bürokratiemonster ist und damit teilweise auch über das Ziel hinausschießt. Also für kleine und mittelständische Unternehmen, wenn die das richtig umsetzen wollen, verursacht es einen Riesenaufwand, große Kosten. Man kann sich da schon fragen, ob das in diesen Fällen immer so erforderlich ist. Den eigentlichen Zweck hat es dann auf der anderen Seite auch nur teilweise erreicht, das Vorhaben, muss man sagen, denn die großen Datenkraken, Facebook, Google und Co., wüten ja nach wie vor mit den Daten herum. Klar, da gibt es das ein oder andere große Bußgeld mal, hat es von diversen Mitgliedstaaten der EU gegeben, aber so richtig eingedämmt hat es das Thema eigentlich dann auch nicht. Ja? Also, Hand aufs Herz, auf den ganzen Webseiten, wo man jetzt am Anfang immer fleißig klicken muss. Ja. Wie gehen Sie davor? Was macht der Anwalt? Sie lesen natürlich ausführlich bis auf Seite 47. Ich lese ausführlich bis auf Seite 47, selektiere dann die Haken einzeln und dann lese ich weiter. Nein, das ist in der Tat, das ist ein super Beispiel, ja, dafür, für dieses übers Ziel hinausschießen. Ne? Das braucht kein Nutzer. Ja? Ich meine, natürlich, man wundert sich, man liest was für Spiegel Online hat gerade vorher vielleicht ein Ferienhaus in Spanien angeschaut, ne? Und dann erscheinen rechts die Anzeigen für die Ferienhäuser in Spanien. Klar fragt man sich, was passiert mit den Daten, und klar hat man ein Interesse daran, dass dieses Thema angegangen wird. Ne? Ob das jetzt der Weg ist, dass man wirklich beim schnellen Hin- und Her-Surfen, was man gerne macht, jetzt auf jeder Seite diese schrecklichen Cookie-Banner hat, ist natürlich eine andere Frage. Ja. Was sind jetzt so die klassischen Fragen, wenn wir nochmal an unsere Zuschauer jetzt denken, die zum Teil aus dem Mittelstand in Unternehmen natürlich unterwegs sind? Was sind so die klassischen Fragen, die dann von Ihren Klienten aus den Unternehmen an Sie herangetragen werden rund ums Thema Datensicherheit? Ja, der Anknüpfungspunkt ist tatsächlich, weil es eben was Technisches ist, selten die Datensicherheit, ne, sondern wenn, dann kommt es eben über das Thema Geheimnisschutz oder das Thema häufiger eben noch Datenschutz. Ja, dass die Anfrage dann in dem Bereich kommt, können Sie mal gucken, wie es mit unserem Datenschutz aussieht, das mal überprüfen oder ganz konkrete Fragen, wenn man im Datenschutz was braucht. Und dann kommt man darüber eigentlich erst auf das Thema Datensicherheit. Ne? Weil es wird im Zweifel niemand zum Anwalt gehen und sagen, ich brauche mal Beratung zum Thema Datensicherheit. Ne? Da ist man auch nach wie vor, glaube ich, bei einem IT-Berater besser aufgehoben. Man kommt tatsächlich auf die Themen, ja? Und muss dann sich eben angucken, hat man da ein ordentliches Konzept? Das gehört dann zu den Datenschutzunterlagen, die man erstellen muss, um da compliant zu sein. Gehört dazu, dass man ein gutes Datensicherheitskonzept hat, je nachdem, in welchem Bereich man tätig ist, ist das natürlich unterschiedlich ausgeprägt. Aber
über diesen Einstieg landet man dann beim Thema Datensicherheit. Und dann muss man eben über die technischen Themen eben auch reden, von Zugangskontrollen, physischen Zugangskontrollen, Benutzerkonzepten, wer darf worauf zugreifen, ja, über Löschkonzepte und so weiter. Ja, und in diesen Zeiten, ich habe es angesprochen, jeder fühlt sich ja fast zum Datenschützer berufen, jeder kann mitsprechen, nicht zuletzt jetzt über die heiße Diskussion der Corona-Warn-App und der Daten, die da so sicher oder vielleicht auch nicht sind. Ich bin da eher Optimist. Gibt es da, sage ich mal, klassische Irrtümer, denen Unternehmen vielleicht auch aufsitzen oder Fehleinschätzungen, sage ich mal, die vielleicht sogar zu strategischen Fehlentscheidungen führen rund ums Thema Datensicherheit und Datenschutz? Fassen wir es mal zusammen. Also ich würde sagen, der große Hauptirrtum ist immer noch, dass es viele auf die leichte Schulter nehmen. Also ich habe vorhin gesagt, es ist mehr ins Bewusstsein gerückt, das ist richtig, aber es gibt immer noch enorme Defizite. Ja, nun muss man sagen, so richtig 100% alles einhalten kann wahrscheinlich tatsächlich niemand, ja, aber es gibt schon auch große Defizite noch. Also wir schauen uns häufiger auch im Rahmen von Transaktionen dann Unternehmen an der Stelle und da finden wir immer wieder doch auch erstaunliche Lücken, ja, und zwar auch bei grundlegenden Fragen. Und ist es dann auch was, wenn Sie jetzt über Transaktionen sprechen, was dann auch im Zweifel die Bewertung von so einem Unternehmen nach unten drückt, wenn man da Defizite hat? Klar, wenn jetzt natürlich große Bußgelder drohen oder Verfahren laufen, dann sicher auch das. Es ist aber auch natürlich was, wenn man das Thema einmal ausgräbt, wo man dann auch rangehen kann, ne? Und da kann man natürlich auch sagen, okay, das muss jetzt erledigt werden. Und insofern muss es dann nicht zwangsläufig ein Showstopper sein oder dazu führen, dass nun der Preis wahnsinnig davon beeinträchtigt wird. Ja. Jetzt haben Sie aber die Konsequenzenkeule quasi schon gerade ausgepackt. Und jeder kennt natürlich die Headlines, die dann bei Facebook und Co. quasi über den Ticker gehen. Millionen Bußgelder. Was sind es denn für Konsequenzen, die, sage ich mal, hier nochmal der deutsche Mittelstand zu erwarten hat, wenn er hier seinen Vorgaben nicht gerecht wird? Ist das Ganze ein zahnloser Tiger oder sollte man dann wirklich auch mit der notwendigen Ernsthaftigkeit an das Thema drangehen? Ja, ich würde sagen, es ist schon gefährlicher geworden. Das sieht man auch an den paar großen spektakulären Fällen, die es jetzt schon gegeben hat. Unter dem Bundesdatenschutzgesetz früher war es so, da hatte man auch schon die Möglichkeit, hohe Bußgelder zu verhängen. Das ist aber faktisch im Grunde kaum passiert. Ja? Also gibt es Fälle, wo dann mal irgendwie 4.000, 5.000 Euro verhängt worden sind, dann ist dagegen geklagt worden, dann ist es nochmal vom Gericht auf 1.000 Euro runtergestutzt worden. Ja, also das war da eher so der übliche Fall. Der Rahmen ist natürlich erstmal bietet natürlich erstmal gute Schlagzeilen, ne? Also dass man da gehen kann eben bis zu 4% des Umsatzes und bis zu 20 Millionen. Das ist natürlich nichts, was jetzt bei mittelständischen Unternehmen irgendwie ausgeschöpft wird. Und man muss auch sagen, bei kleinen Datenschutzdefiziten wird eine faire Datenschutzbehörde auch erstmal sagen, es gibt eine Auflage, das zu berichtigen, oder wenn es dann wirklich ein größeres Thema ist, dann kann es auch mal ein Bußgeld geben, aber das sollte sich eigentlich immer erstmal in einem relativ moderaten Bereich halten. Mhm. Es gibt aber die Ausreißer natürlich. Ja? Das spektakulärste oder eins der spektakulärsten Verfahren in Deutschland war das um die Deutsche Wohnen in Berlin, die 14,5 Millionen Bußgeld aufgedrückt bekommen haben. Das ist jetzt gerade vom Landgericht Berlin aufgehoben worden, allerdings mehr nicht aus dem Grund, dass das Bußgeld nun zu hoch gewesen wäre, sondern weil es um die Frage ging, konnte den Organen der Gesellschaft nachgewiesen werden, dass sie da Kenntnis davon hatten. Ja, das ist also dann mehr so ein dogmatisch-juristischer Streit, aber es zeigt schon, aber die Höhe wird ausgeschöpft. Ja, und wenn man jetzt überlegt, um was ging es denn da? Haben die ihre Daten verkauft? Ja, das könnte man ja denken bei so einem Bußgeld. Nein, es geht um archivierte Daten, die sozusagen im Keller lagen und die nicht ordentlich gelöscht worden sind. Okay. Und diese Leiche hat wahrscheinlich fast jedes Unternehmen im Keller, wenn man also sich fragt, berühmte Recht auf Vergessenwerden. Ja, Löschungsrecht auf Datenlöschung. Recht auf Vergessen ist dann auch nochmal ein zusätzliches Thema im Internet. Aber ich habe eben ein Recht auf Datenlöschung, wenn die Daten nicht mehr gebraucht werden. Ne? Und muss sich wahrscheinlich jeder mal fragen, habe ich vielleicht zum Beispiel in meiner E-Mail-Inbox irgendwelche Bewerbungsunterlagen von vor ein paar Jahren, ja, von abgelehnten Bewerbern oder solche Dinge. Das sind dann Themen. Ne? Aber spannende Frage, vielleicht ganz konkret dazu. Beißen sich da nicht, sage ich mal, zwei unterschiedliche Aspekte und auch Anforderungen? Auf der einen Seite eben die Aufbewahrungspflicht aller geschäftsrelevanter Verkehr muss dann auch archiviert werden. Und auf der anderen Seite eben dann eben das Recht auf auch wieder Daten zu löschen oder sogar die Verpflichtung, wieder was zu löschen. Wie kann man dann beides abdecken? Also wenn ich Daten aufbewahren muss, dann muss ich sie aufbewahren und dann habe ich im Grunde auch eine Rechtsgrundlage. Ne? Also dann habe ich das Problem nicht. Also da, wo ich was aufbewahren darf,
habe ich an der Stelle oder muss, habe ich an der Stelle kein Problem. Ja, nur immer dann, wenn ich die Daten nicht mehr brauche und auch nicht solche Aufbewahrungspflichten habe, dann muss ich sie eben löschen. Ne? Und das ist ein Thema, wo, glaube ich, ganz viele Unternehmen auch Defizite haben. Da braucht man eben ein ordentliches Löschkonzept und idealerweise eben auch Software-IT-Lösungen, die dann eben dazu beitragen, dass das automatisiert passiert. Ja, die haben wir heute schon gesehen und kennengelernt, logischerweise. Das ist ja unser Kerngebiet, über das wir uns auch unterhalten haben. Jetzt haben Sie vorher noch kurz was angesprochen. Neben DSGVO, das ist ja schon fast wieder ein alter Hut, gibt es auch ein neues Gesetz zum Schutz der Geschäftsgeheimnisse. Was steckt hinter dem Geheimnis? Genau, also ganz anderes Thema eigentlich, aber verknüpft über das Thema Datensicherheit. Also da geht es im Grunde um den Know-how-Schutz im Unternehmen, IP-Schutz im Unternehmen. Und zwar insbesondere da, wo ich keine Schutzrechte habe, da, wo ich das Urheberrecht habe oder das Patentrecht, da habe ich einen Schutz, da kann ich Rechte durchsetzen gegenüber jedem, der das benutzt. Beim ungeschützten Know-how, und da hat ja auch nahezu jedes Unternehmen noch wertvolle Kenntnisse, die geschützt sind oder die man schützen möchte, habe ich eben keinen solchen Schutz. Und das heißt, da bin ich darauf angewiesen, dass ich sagen kann, es gibt Geschäftsgeheimnisse wenn jetzt ein Mitarbeiter zum Beispiel rausgeht, die ausplaudert, die beim Konkurrenten verkauft, dann muss ich eben eine Handhabe dagegen haben. Das hat es immer schon gegeben, da gab es schon bisher eine gesetzliche Grundlage, die hat sich aber geändert mit einem neuen Geheimnisschutzgesetz, Geschäftsgeheimnisgesetz, und dort sind jetzt eben erhöhte Anforderungen drin, um erstmal sagen zu können, etwas ist ein Geschäftsgeheimnis. Ja, und wie bisher, das muss immer schon was sein, was nicht öffentlich bekannt ist. Das ist klar, es muss was sein, wo man ein Interesse dran hat am Schutz. Und jetzt kommt aber eine neue Voraussetzung. Es muss angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen Unternehmen geben, damit ich mich darauf berufen kann. Mhm. Ja, das steht da so lapidar drin, kann aber eben zur Konsequenz haben, wenn ich nachher über sowas streite und ich kann diese Geheimhaltungsmaßnahmen nicht darlegen, und dazu gehört die Datensicherheit, dass ich überhaupt nicht mich auf den Schutz von Geschäftsgeheimnissen berufen kann. Und wie genau sind diese Mechanismen, sage ich mal, definiert? Also ist es jetzt der Safe im Keller? Ist es das Enterprise Content Management System mit Verschlüsselungsfunktion als Beispiel? Also ja, genau. Und das ist das Problem. Da fängt es nämlich an. Das ist nämlich gar nicht definiert. Da steht angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen. Und jetzt gibt es erste Gerichtsentscheidungen zu dem Thema. Und da sprechen die Gerichte teilweise von einem Geheimhaltungsmanagement, was man haben muss. Da muss man in der Tat überlegen, was tut man jetzt. Ja? Und die Gerichte nutzen im Moment diese Voraussetzungen, um sich es einfach zu machen, muss man ganz klar sagen. Also es gibt ein paar Entscheidungen jetzt mittlerweile, da sind einem Unternehmen Geschäftsgeheimnisse entwendet worden, dann haben die geklagt unter Berufung auf das Geschäftsgeheimnisgesetz, und das Gericht hat dann nur gesagt, okay, ihr habt gar nicht dargelegt, wie ihr eure Daten geschützt habt, und damit sind wir jetzt hier fertig mit der Prüfung, könnt ihr euch nicht darauf berufen. Ja, und da muss man jetzt, ich habe das jetzt in einem Verfahren mal durchexerziert, da sind Kundendaten entwendet worden von einem ausscheidenden Mitarbeiter. Und da haben wir jetzt dem untersagen lassen vom Gericht, die zu benutzen. Und da habe ich tatsächlich jetzt mehrere Seiten dazu vorgetragen, was es im Unternehmen für Schutzmaßnahmen gibt. Also vertragliche Maßnahmen, Geheimhaltungsvereinbarungen, aber auch IT-Sicherheit. Ja, all das, was man im Datenschutzrecht sonst kennt, die Türen sind abgeschlossen zum Serverraum, wir haben eine Firewall. Solche Dinge kommen dann in so ein Verfahren auf einmal rein. Ja. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht zum Datenschützer zusätzlich nochmal einen Geheimnisschützer in Zukunft im Unternehmen? Nein, sinnvoll wäre es vielleicht. Nein, das kann vielleicht dann der Datenschützer übernehmen, ja, wenn der tatsächlich das Know-how ja in dem Bereich auch hat. Was man haben sollte, und das gilt auch im Datenschutz, insofern kann man die Sachen dann auch recyceln oder unter verschiedenen Überschriften vielleicht mehrmals abheften, ist, dass man da irgendwie ein Konzept in der Schublade hat. Ne? Das ist einfach ist das ideal, was Sie auch raten würden, vielleicht als Handlungsempfehlung? Also, genau, also was kann man denn tun? Das eine ist tatsächlich natürlich die technische Seite, dass die Datensicherheit wirklich da ist, und dann aber auch, dass man das mal zusammenschreibt, dass man mal so ein Datensicherheitskonzept zusammenschreibt, wo man drinstehen hat, wie die Daten geschützt sind, wie sind die Berechtigungskonzepte, wie sind die Löschkonzepte. Ja? Und das braucht man, wie gesagt, sowieso im Datenschutzrecht. Und kann man dann eben auch brauchen, wenn man mal seine Geschäftsgeheimnisse verteidigen muss. Ja, und im Zweifel das dann mit seinem Anwalt des Vertrauens einmal durchsprechen. Und im besten Fall. Ganz genau, das ist natürlich das Wichtigste. Im besten Fall noch zusammen, gemeinsam mit dem IT-Dienstleister. Jetzt haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, fand ich super spannend, deswegen lassen Sie uns einmal noch hier vor der Kamera drüber sprechen.
Thema Digitalisierung, das ist die Headline für unser heutiges Event hier. Wir sprechen über eben Datensicherheit zum einen, aber Informationsmanagement und Digitalisierung im Allgemeinen. Auch bei den Gerichten hat mittlerweile Digitalisierung noch mehr Einzug gefunden. Sie haben ja verraten, Sie haben mittlerweile schon die eine oder andere Verhandlung über Videokonferenz geführt. Ja, die Gerichte tun sich schwer, wie man sich das ja auch vorstellt, viel Bürokratie. So langsam fängt es an, so ein bisschen digitaler zu werden. Ich kann als Anwalt schon jetzt seit einiger Zeit meine Dokumente auch elektronisch einreichen beim Gericht. Gibt im Moment noch den absurden Geschäftsgang bei einigen Gerichten allerdings, dass das Ganze dann ausgedruckt wird, dem Richter vorgelegt wird. Die Ausdrucke sind auch mehr als früher, weil dann noch die ganzen Protokolle dranhängen über die Übertragung. Ja, das heißt, so ein Schriftsatz, der so ist, sieht dann so aus und kommt dann in die Akte. Ja, und es dauert auch teilweise mehrere Tage, bis das dann beim zuständigen Richter ankommt. Also da sind schon noch so ein paar Defizite. Corona hat jetzt tatsächlich einen gewissen Schub gebracht bei den Videoverhandlungen. Die waren rechtlich vorher schon möglich, hat nur keiner gemacht. So. Und jetzt gibt es immer noch Gerichte, die tun sich schwer. Ich habe immer wieder auch Präsenztermine. Am Freitag muss ich nach Frankfurt. Berlin tut sich auch schwer mit Videoverhandlungen. Ein paar habe ich aber gehabt. Also beim Amtsgericht Bremen, beim Oberlandesgericht Karlsruhe hatte ich zuletzt Verhandlungen und das hat auch wunderbar geklappt. Ja, super. Damit wollen wir schließen mit diesem positiven Aspekt. Also die ganze Geschichte, die wir durchlebt haben, bringt natürlich auch Positives mit sich. Wir sagen herzlichen Dank an Herrn Dr. Renner für diesen Einblick ins Thema Datensicherheit, Geheimnisschutz. Also da war viel Neues auch für mich dabei und wir sagen herzlichen Dank und wandern jetzt nochmal eine Station weiter, denn wir wollen schauen, eben wie gerade schon andiskutiert, auf die Veränderungen, die auch die Corona-Pandemie natürlich mitgebracht hat und vielleicht auch auf die neue Realität. Wir haben es gehört, selbst in Gerichten verändert sich einiges, aber wir wollen explizit auch nochmal schauen auf die Mitarbeiter. Ja, ist so ein bisschen auch heute schon angeklungen, eben diese neuen Herausforderungen, die es zu meistern gibt und wir wollen natürlich auch gucken, was hat das Thema neue Distanz eben nicht nur vielleicht digital an Vorteilen mit sich gebracht, wo sind die Herausforderungen? Dazu kann ich jetzt noch hinweisen, wird gleich noch mal in unserer Event-App eine Umfrage stattfinden zu den Themen eben neue Arbeitsbedingungen unter Corona. Was davon können wir vielleicht auch mitnehmen in die Welt danach? Und jetzt sprechen wir aber mit einer ausgewiesenen Expertin dazu. Sie hat schon über 11.000 Befragungen zu diesem Thema durchgeführt und wird uns jetzt erzählen, welche Risiken und Chancen eben vielleicht für diese neue Normalität entstehen. Herzlich willkommen, der Arbeits- und Gesundheitspsychologin Dr. Amelie Wiedemann. Ja, vielen Dank für die nette Ankündigung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und mit Ihnen über diesen Aspekt der Digitalisierung letztendlich auch zu sprechen. Die Corona-Krise hat die Art und Weise, wie wir arbeiten, stark verändert. Ich möchte heute mit Ihnen darüber sprechen, welche Arbeitsbedingungen die Beschäftigten in der Corona-Krise gestresst haben, was hat ihnen gut getan, mit Ihnen aktuelle Trends anschauen und Ihnen auch ganz konkrete Tipps mitgeben, was Sie schon morgen für die Gesundheit Ihrer Beschäftigten tun können. Gucken wir erstmal von der Ebene der Unternehmen aus, dann hat sich da natürlich schon mal sehr viel getan. Es gab für viele Unternehmen Veränderungen in den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Wir denken zum Beispiel an die Hygienemaßnahmen, die umgesetzt werden müssen. Aber natürlich gab es auch für viele Unternehmen sogar Veränderungen in den Geschäftsmodellen. Wir sehen hier symbolhaft dafür das Schnitzelfenster der Restaurants. Und es hat sich viel getan im Bereich der Strukturen, der Prozesse, aber auch in dem Führungsverhalten. Denn jetzt müssen wir gerade unsere Beschäftigten, insbesondere die, die von zu Hause aus arbeiten, ganz anders führen als zuvor. Und das geht natürlich dann auch einher mit Veränderungen in der Unternehmenskultur. Würde ich Sie jetzt fragen, was hat sich für Sie verändert im Positiven und im Negativen, dann würden Sie mir bestimmt einige Tipps und einige Pros und einige Kontrapunkte auch mitgeben können. Und genau darum soll es gehen. Und damit wir Sie einen Eindruck davon bekommen, wo die Daten, über die ich gleich spreche, herkommen, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin die Gründerin und die wissenschaftliche Leitung von Dear Employee. Bei Dear Employee unterstützen wir Arbeitgeber dabei, gesunde Arbeitsbedingungen zu gestalten, um die psychische Gesundheit der Beschäftigten zu stärken und damit natürlich auch zur Leistungsfähigkeit der Unternehmen beizutragen. Wir machen das mit der ersten Corporate Health Plattform, die auf der Basis von wissenschaftlichen, intelligenten Analysen bedarfsgerechte individuelle Maßnahmen zur Gesundheitsförderung ableiten kann.
Konkret sieht das so aus: Über Dear Employee können Sie Mitarbeiterbefragungen umsetzen. Das geschieht wissenschaftlich und innovativ. Und dann auf der Basis dieser Beurteilungen der Arbeitsbedingungen erhalten Sie dann ganz konkrete Hinweise darauf, welche Maßnahmen Sie umsetzen sollten, um die Gesundheit der Beschäftigten zu steigern. Und damit es dann nicht nur bei den guten Vorsätzen bleibt, sondern Sie wirklich auch von den Daten zu den Taten kommen, können Sie bei uns über unseren Marktplatz dann auch direkt qualitätsgeprüfte Anbieter buchen, mit denen Sie diese Maßnahmen dann umsetzen können. Gerade durch die Mitarbeiterbefragungen, die wir vor allem im Bereich der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung nutzen, erfahren wir natürlich sehr viele Einblicke in die einzelnen Unternehmen. Sie ermöglichen es uns aber auch über verschiedene Unternehmen hinweg, aber auch über verschiedene Branchen, wirklich aktuelle Trends zu entdecken in der Veränderung der Arbeitsbedingungen, so wie sie sich auch jetzt gerade zeigen. Und genau das möchte ich jetzt mit Ihnen machen. Und zwar haben wir eine Studie durchgeführt zu den Veränderungen in der Arbeitswelt aufgrund der Corona-Pandemie. Und wir haben insbesondere geschaut, inwiefern haben sich die Arbeitsbedingungen als solche verändert, aber auch, was hat das mit den Beschäftigten gemacht. Die Daten, auf die wir hier schauen, sind die Daten von ungefähr 22.000 Beschäftigten, die wir über die Dear Employee-Plattform befragt haben. Das sind aus der Zeit von vor der Corona-Pandemie, aus dem Jahr 2019 und dem Januar und Februar 2020 Daten aus ungefähr 84 Unternehmen und aus der Zeit von März bis Dezember 2020, also der Hochzeit der Corona-Pandemie bisher, die Daten aus 78 Unternehmen. Genau, und wenn wir jetzt direkt mal einsteigen in die Ergebnisse, dann sehen wir vor allem erstmal auf die positiven betrieblichen Veränderungen, die ja oftmals etwas zu kurz kommen, auch in der Berichterstattung. Und hier sehen wir jetzt ein Ranking der Arbeitsbedingungen aus 46 Arbeitsbedingungen, die wir abgefragt haben, die sich am stärksten verändert haben. Und Sie sehen hier auf Platz 1 erstmal den großen Anstieg in der örtlichen Flexibilität. Das ist jetzt nicht weiter verwunderlich. Sie sehen aber auch, dass die Beschäftigten, die aktuell arbeiten, mehr Verantwortung übernehmen im Bereich ihrer Arbeitsaufgaben, dass es insgesamt weniger Reiseaufwand gibt. Es gibt weniger Konflikte zwischen den Teams und die Beschäftigten führen auch vollständigere Aufgaben aus. Wenn wir das mal gruppieren wollen, dann sehen wir, dass es einerseits eben in diesen Verbesserungen den Trend gibt zur vermehrten Arbeit im Homeoffice und zu weniger Mobilität. Und das ist jetzt nicht wirklich verwunderlich, denn genau das war ja auch das Ziel der politischen Maßnahmen, die initiiert wurden. Wir sehen aber auch hier durch die Veränderung in der Verantwortung und in der Beantwortung dessen, dass die Aufgaben jetzt vollständiger erlebt werden, Veränderung darin, wie die Beschäftigten geführt werden. Es ist so, dass die Beschäftigten aktuell mehr durch Ziele gesteuert werden, wenn sie zu Hause im Homeoffice arbeiten und insofern eben auch mehr die eigenen Aufgaben wirklich planen, dann auch umsetzen und evaluieren. Das heißt, sie haben mehr Handlungs- und Entscheidungsspielraum und das führt dazu, dass sie eben hier diese Einschätzung so geben, dass sie eben vollständigere Aufgaben erfüllen. Und das ist erstmal grundsätzlich etwas sehr Positives, weil wir eben sehen, dass dieser vermehrte Handlungsspielraum einen positiven Einfluss auf die psychische Gesundheit hat. Schauen wir jetzt die negativen betrieblichen Änderungen an, die es natürlich auch gegeben hat. Und wir schauen wieder auf ein Ranking. Das heißt, ganz oben stehen die Veränderungen, die am größten waren. Dann sehen wir hier, dass die Beschäftigten vor allem angeben, dass es eine Veränderung gibt im Bereich der Erreichbarkeit. Das heißt, mehr Beschäftigte als zuvor haben angegeben, dass sie sich ständig erreichbar fühlen im Moment. Weitere Punkte, die sich stark verändert haben, waren die Austauschmöglichkeiten, die Art, aber auch die der Austauschmöglichkeiten, aber auch die Menge des Austausches, der gerade stattfindet, die zeitliche Flexibilität. Und das sieht jetzt vielleicht erstmal etwas komisch aus. Auf den ersten Blick könnte man denken, wir arbeiten doch jetzt zeitlich flexibler. Da komme ich gleich noch mal zu. Wir sehen aber auch, dass insgesamt mehr unangenehme Kontakte mit Dritten wahrgenommen wurden, wobei die Dritten zum Beispiel die Kunden sein können. Und vor allem gab es auch eine Reduktion in der Work-Life-Balance. Und ich möchte jetzt gerne mit Ihnen ein bisschen tiefer eintauchen und Sie kurz in eine Grafik mitnehmen, die wir hier sehen. Und zwar sehen wir hier die Veränderung in der Erreichbarkeit über die Zeit.
Das heißt, wir sehen ganz links die Einschätzung der Beschäftigten, wie sie erreichbar sein mussten vor der Corona-Pandemie, und sehen dann, wie sich dieser Trend über die Zeit bis zum Dezember 2020 verändert hat. Und wie Sie sehen können, haben wir hier erstmal einen Anstieg in der wahrgenommenen Erreichbarkeit im Frühjahr und frühen Sommer des Jahres, dann einen Einknick, das heißt, die Beschäftigten mussten weniger erreichbar sein, als dann die Sommermonate kamen. Und jetzt sehen wir auch gerade wieder einen aktuellen Anstieg in der Wahrnehmung der Erreichbarkeit. Und wenn wir uns diese Zahlen angucken, dann ist das, was besonders auffällig ist, dass wir eben jetzt zum heutigen Zeitpunkt eine Steigerung in dieser erlebten Erreichbarkeit haben, um 2 Punkte auf unserer Skala von 1 bis 10. Und das deutet darauf hin, dass das wirklich signifikante Veränderungen waren. Das heißt, die Beschäftigten erleben das sehr stark, dass das eben sie jetzt vermehrt erreichbar sein müssen. Das bleibt nicht ohne Folgen. Wir sehen jetzt in einer weiteren Grafik die Veränderung in der Work-Life-Balance. Das heißt, hier haben die Beschäftigten eingeschätzt, inwiefern die tatsächlichen Anforderungen aus dem Arbeitsleben einen negativen Einfluss auch auf das Privatleben haben. Und hier sehen wir ungefähr den gleichen Wellenverlauf. Das heißt, wir sehen einen Anstieg in den frühen Monaten der Pandemie. Das heißt, bis zum Sommer hin haben die Beschäftigten wahrgenommen, dass das Arbeitsleben immer mehr in ihr Privatleben auch eingreift. Das beruhigte sich dann. Wir sehen einen gesenkten Verlauf über die Sommermonate, und in den Herbst- und Wintermonaten steigen diese Werte wieder an. Und dieser Anstieg ist besonders relevant, weil gerade die Work-Life-Balance einen ganz starken Einfluss darauf hat, als wie gestresst die Beschäftigten sich wahrnehmen. Das heißt, je stärker hier wirklich die Einschränkung in der Work-Life-Balance ist, umso stärker ist auch die Belastung der Beschäftigten dann als Resultat. Schauen wir uns jetzt nochmal die Veränderung an in den Arbeitsbedingungen, dann sehen wir auch hier einen Trend. Und zwar ist das zum einen eben der Trend zur Entgrenzung. Darüber haben wir eben gesprochen, dadurch, dass wir ständig erreichbar sein müssen. Und hier gibt es noch einen wichtigen Punkt dazu zu benennen. Und zwar ist es so, dass durch die Führung, die wir gerade erleben, also durch diese stärkere Steuerung, durch vorgegebene Ziele, die die Beschäftigten dann eigenverantwortlich erreichen sollen, wird dieser Trend auch noch verstärkt, dadurch, dass die Beschäftigten sehr stark motiviert sind durch diese Art der neuen Führung. Und dadurch es zu einer Art Overcommitment kommt. Das bedeutet, die Beschäftigten sind so motiviert, die Ziele zu erreichen, dass sie sich dadurch mitunter nicht besonders gesundheitsförderlich verhalten. Das heißt, sie verzichten freiwillig auf Pausen und leisten in der Regel auch sehr viele Überstunden. Und das geht dann direkt einher mit dieser reduzierten Work-Life-Balance. Wir sehen hier auch nochmal die Einschränkung in der zeitlichen Flexibilität. Und das ist etwas, wo man am Anfang vielleicht vermuten würde, dass die Beschäftigten hier positive Veränderungen sehen. Tatsächlich ist es aber dadurch, dass unter anderem durch das Arbeiten mit den technischen Tools, Teams wurde vorhin schon erwähnt, die Führungskräfte natürlich auch immer sehen können, ob ich gerade online bin oder ob ich gerade auf Standby bin, weil mein Icon vielleicht gerade nur gelb leuchtet. Und das ist etwas, wodurch die Beschäftigten sich schon sehr stark auch kontrolliert fühlen und es sich oft selber gar nicht genehmigen wollen, dann auch Pausen einzunehmen. Und das zusammen führt eben insgesamt zu diesem starken Trend der Entgrenzung und des Overcommitments. Was wir auch sehen an dieser Stelle ist, dass es insgesamt weniger Austauschmöglichkeiten im Team gibt. Das ist insofern relevant, als dass gerade der Austausch im Team eine sehr wichtige Ressource für viele Beschäftigte ist. Gerade bei Beschäftigten, die insgesamt weniger soziale Kontakte auch außerhalb des Berufslebens haben, ist es eben wichtig, dass sie diesen Austausch dann im Unternehmen haben, damit es ihnen psychisch gut geht. Und hier sehen wir eben, dass durch die Corona-Pandemie der Austausch auch insgesamt abgenommen hat. Das war am Anfang noch nicht so der Fall. Da gab es noch viel im Bereich dieses Normings und Stormings, haben wir uns erstmal anpassen müssen an die Situation. Da gab es noch keine Veränderung, aber über die Sommermonate gab es dann schon den ersten Knick. Viele waren auch im Urlaub. Und jetzt sehen wir, dass insgesamt dieser Trend eben sehr deutlich wieder auch nach unten zeigt. Und das ist eben alarmierend, weil wir wissen, wie wichtig dieser Austausch im Team ist. Denn wenn wir zum Beispiel mal Stress mit der Führungskraft haben, ist es für uns wichtig, uns mit den Kollegen und Kolleginnen auch austauschen zu können.
Insgesamt haben diese Effekte, die wir uns gerade angeschaut haben, dann einen wirklich starken Effekt auch auf die psychische Beanspruchung der Beschäftigten. Das heißt, die Arbeitsbedingungen haben einen Einfluss darauf, wie unser aktuelles Wohlbefinden auch ist. Sie sehen das hier, vor der Corona-Pandemie waren es ungefähr 15% der Beschäftigten, die angegeben haben, dass sie entweder stark oder sehr stark psychisch beansprucht waren. Und hier sehen wir jetzt über die Zeit, dass der Anteil dieser besonders stark belasteten Beschäftigten zurzeit bis zu den Sommerferien sehr stark angestiegen ist. Es gab eine kleine Erholung im Bereich der Sommerferien wieder. Und jetzt sehen wir, dass der Anteil der psychisch beanspruchten Personen wieder stärker ansteigt. Und das ist wirklich alarmierend, weil wir einerseits schon seit Jahren sehen, dass der Anteil der Beanspruchung über die Jahrzehnte wirklich angestiegen ist. Durch Corona gab es hier nochmal einen besonders starken Anstieg, insgesamt um 6%. Und die klinischen Psychologen vermuten, dass es eben auch mit diesem Anstieg noch nicht aufhören wird. Denn auch wenn die Zahlen der Corona-Pandemie sinken werden, wird es trotzdem so sein, dass eben diese belastenden Effekte auch weiter noch vorhanden sind. Die hören nicht gleich unmittelbar mit der Verbesserung der Zahlen auf. Wenn wir das so ein bisschen zusammenfassen wollen und schauen, was sind jetzt die Chancen und was sind die Risiken in den Arbeitsbedingungen, die sich durch Corona ergeben haben, dann sehen wir vor allem im Bereich der örtlichen Flexibilität erstmal Verbesserungen. Viele Beschäftigte berichten, dass sie gerade besonders konzentriert und produktiv im Homeoffice arbeiten können und sind dann dementsprechend auch sehr viel leistungsfähiger. Wir sehen aber eben auch, das haben wir eben an den Zahlen gesehen, dass gerade die sozialen Kontakte im Moment etwas leiden. Und das ist natürlich eins der Risiken, die wir gesehen haben. Sodass im Moment sich der Trend dahingehend entwickelt, dass vermehrt Unternehmen darüber nachdenken, das Hybridmodell einzuführen, also sprich eine Mischung aus Homeoffice-Tagen, aber auch Präsenztagen im Unternehmen zu erlauben. Der besondere Punkt, den wir hier im Auge behalten müssen, ist die Work-Life-Balance, für die dieses hybride Arbeiten natürlich auch sehr positiv zu erwähnen wäre. Der zweite Punkt, den ich zusammenfassend nochmal sagen möchte, ist das New Leadership. Wir haben gesehen, dass die Beschäftigten, gerade die, die jetzt dezentraler arbeiten in den Homeoffices, jetzt ganz anders gesteuert werden, also eher über Ziele und weniger über Kontrolle. Und das ist grundsätzlich auch erstmal gut. Und es geht einher mit dieser verstärkten Verantwortung und dem vergrößerten Handlungsspielraum, was sehr positive Aspekte sind, was aber negativ eben an dieser Stelle ist und was aufgefangen werden muss durch das Führungsverhalten, ist eben dieser mangelnde Austausch im Team. Und hier ist es ein Auftrag an die Führungskräfte, dass sie eben versuchen müssen, diese Nähe wiederherzustellen, obwohl man räumlich vielleicht auch distanziert arbeitet. Der zweite Punkt ist das Overcommitment, was wir benannt haben, wo die Führungskräfte wirklich auch darauf achten müssen, wie kann ich es schaffen, dass meine Beschäftigten gesund arbeiten, auch wirklich Pausen einhalten und nicht zu stark zu Überstunden neigen. Das heißt, wir haben hier einen ganz konkreten Auftrag für alle Beschäftigten, sich verstärkt dem Thema gesundes Führen dann auch zu widmen. Die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist natürlich, wie können wir den aktuellen Moment nutzen, die Veränderungen, die sowieso gerade angestoßen werden durch Corona, um wirklich die Arbeitswelt zu schaffen, in der wir gerne arbeiten möchten. Und hier sehen wir die mentale Gesundheit wirklich auch als Kompass für gesunde Arbeit. Was meine ich damit? Es ist die psychische Belastung der Beschäftigten über die Zeit ja sowieso gerade schon sehr stark angestiegen. Corona ist jetzt aber ein Katalysator dafür, dass wir sehen, dass das Thema psychische Gesundheit immer stärker auch in den Unternehmen verankert wird. Das heißt, es ist in die Aufmerksamkeit überhaupt erstmal gekommen und es ist mittlerweile okay, auch zu sagen, nein, mir geht es nicht besonders gut. Das heißt, wir haben hier eine ganz neue Art, über psychische Gesundheit zu sprechen. Und es kommt in vielen Unternehmen dementsprechend auch an, dass eben etwas im Bereich der psychischen Gesundheit als Querschnittsaufgabe getan werden sollte. Das ist vor allem auch deshalb der Fall, weil die mentale Gesundheit auch immer mehr als Wettbewerbsvorteil gesehen wird. Wir arbeiten ja immer mehr auch im Bereich der Wissensarbeit und hier haben wir natürlich einen klaren Vorteil, wenn wir mental fit sind und nicht über die Maßen psychisch beansprucht sind, denn das ist wirklich sehr hinderlich natürlich für die Produktivität und auch für die Innovation.
Das geht einher damit, dass die Gesundheit auch immer mehr als neuer KPI im HR-Bereich betrachtet wird. Das heißt, wenn wir über Führung sprechen, dann gilt es nicht mehr nur noch die Produktivität eines Unternehmens zu betrachten, sondern Führungskräfte auch danach zu beurteilen, wie gesund ihre Teams aktuell sind. Damit geht der Prävention mentaler Belastungen, die erhält dadurch einen ganz neuen Stellenwert. Das heißt, sie wird groß geschrieben mittlerweile, weil eben die Relevanz des Themas immer mehr ins Bewusstsein gerät. Und hier, wenn wir hier über die Prävention psychischer Beanspruchung sprechen, dann sind gerade hier die Digitalisierung und auch die AI besonders wichtig, um hier eben große Fortschritte zu erreichen. Die Digitalisierung zum Beispiel bei der Art, wie wir psychische Gesundheit im Unternehmen messen und erfassen können, aber auch im Bereich der Ableitung von Maßnahmen auf der Ebene eines Unternehmens, aber auch von Teams oder auch der individuellen einzelnen Personen. Wenn ich Ihnen jetzt noch drei Tipps mitgeben darf, was Sie ab morgen schon für Ihre Beschäftigten tun können, dann würde ich Ihnen sagen, zeigen Sie erstmal, dass Sie sich kümmern. Und zwar ist der erste Schritt dafür, dass Sie die Beschäftigten fragen, wie geht es Ihnen eigentlich gerade im Unternehmen? Diese Form von Befragung ist ein erster Schritt, um wirklich dann auch abzuleiten, was die konkreten Maßnahmen sind, die Sie den Beschäftigten anbieten können. Denn, und damit komme ich zu Punkt 2, viele Unternehmen neigen gerade dazu, in einer Art Aktionismus möglichst schnell gesundheitsförderliche Angebote zu machen. Das ist auch grundsätzlich sehr gut und schön. Besser ist es aber, und es drückt auch mehr Wertschätzung aus, wenn Sie wirklich gucken, was brauchen meine Mitarbeiter denn eigentlich? Denn wenn Sie aktuell einen Gutschein bekommen, vielleicht für ein Essen, was Sie sich liefern lassen können, dann ist das natürlich insgesamt eine positive Wertschätzung des der Arbeitgeber. Aber deutlich wichtiger ist es eben, dass Sie wirklich die Maßnahmen erhalten, die die Beschäftigten auch brauchen. Und als letzten Punkt würde ich gerne noch aufführen, dass es für viele Beschäftigte aktuell von besonders großer Relevanz ist, sich auch im Team auszutauschen. Und damit meine ich nicht nur den spontanen Austausch in der Kaffeeküche, den wir natürlich auch virtuell simulieren können, sondern es geht auch darum, gemeinsam die Erfahrungen, die wir in den letzten Monaten gemacht haben, zu verarbeiten. Und hier gibt es wunderbare Formate mittlerweile, zum Beispiel virtuelle Campfires, also Lagerfeuermomente, die wir schaffen können, um eben auch diesen intensiven Austausch anzuregen. Das sind jetzt sehr allgemein gehaltene Tipps, die natürlich für jedes Unternehmen gleichermaßen gelten. Wir müssen aber beachten, dass natürlich jedes Unternehmen anders ist. Jeder Beschäftigte arbeitet unter anderen Bedingungen. Und die Frage, die ich Ihnen gerne mitgeben möchte für nach dem Vortrag ist, was brauchen denn eigentlich Ihre Beschäftigten? Denken Sie doch darüber mal nach. Und wenn Sie dazu Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Wiedemann, für diese spannenden Einblicke so zum Thema Perspektive Mitarbeiter und Gesundheit. Stand jetzt natürlich auch im Mittelpunkt. Und diese enge Verknüpfung zwischen Gesundheit und letztlich dann auch Unternehmenserfolg, die wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch unterschätzt. Super spannend fand ich Ihren Aspekt mit der wahrgenommenen Verantwortung, den die Mitarbeiter einfach auch spüren. Und da ist es doch auch schön, dass im Gegenzug das Vertrauen, was dann auch Arbeitgeber offensichtlich den Mitarbeitern schenken, denke ich, dort auch ankommt. Jetzt noch zum Abschluss eine ganz persönliche Frage, wenn ich schon eine Psychologin hier auf der Bühne habe. Jetzt war mit Sicherheit auch für Sie doch die letzte Zeit an der einen oder anderen Stelle anstrengend und spannend. Haben Sie so einen Kniff oder Trick, wo Sie sagen, damit haben Sie es vielleicht geschafft, zwischenzeitlich Ihren Akku mal wieder hochzufahren und vollzuladen, der vielleicht auch bei Ihnen beim Profi mal leer war? Ich glaube, da muss wirklich jeder seine ganz individuellen Momente schaffen. Der eine fängt an zu stricken, der andere geht vielleicht und angeln oder so. Für mich ist es das Gärtnern, muss ich zugeben. Gerade jetzt in der Frühlingszeit natürlich besonders gut. Da gucke ich mir gerne die Frühjahrsblühe an und beschäftige mich gerne im Garten. Alles klar, dann bestelle ich mir jetzt das Strickzeug und die Strickliesel und dann werde ich mich mal versuchen, damit wieder auf den Boden zu holen. Ihnen vielen Dank für diese Einblicke. Und damit wandern wir noch einmal weiter, denn wir wollen in die Perspektive Zukunft.
Zukunft schauen. Ja, und die Begriffe Cloud Computing, künstliche Intelligenz, Virtual Reality, einiges davon haben wir heute schon gehört und da mangelt es uns allen ja nicht. Doch ja, ein bisschen die Lücke, die Kluft zwischen Realität und Vision, die ist ja dann doch noch gegeben. Denn wir alle haben vielleicht jetzt zu Hause zwar den Roboterstaubsauger oder das Auto, was vielleicht schon selbst lenken kann, aber in Unternehmen, da geben wir dann doch Rechnungen noch zu Fuß frei, Papierstapel wandern durchs Haus und am Ende werden Dokumente in Leitsordnern abgeheftet. Genau über diese Widersprüche wollen wir jetzt sprechen und über den Wettstreit der Innovationen in unserer Perspektive Zukunft. Ja, zur Perspektive Zukunft jetzt herzlich willkommen Dr. Olaf Holst, unserem Chief Technology Evangelisten bei Optimal Systems. Olaf, freue mich, dass du hier bist. Wir sprechen also über Zukunft und Innovationen. Und zu Beginn gleich die Frage an dich als Trendforscher, so betitle ich dich jetzt mal. Geht mir ein bisschen einfacher von den Lippen. Ja, was sind die Trends? Auf was können wir uns in der Zukunft einstellen in der digitalen Welt? Das ist ja eine super Frage, die uns eigentlich schon seit vielen Jahren umtreibt. Und wir haben in diesem Jahr bedingt natürlich durch die gesamte Situation sehr viel disruptive Vorgänge gesehen. Aber ich denke, ein wesentlicher Aspekt ist, dass das Thema Cloud nicht mehr wegzudenken ist. Wir reden schon sehr lange darüber, aber die Cloud ist nun hier und sie wird auch bleiben. Ein ganz weiterer wesentlicher Aspekt für viele von unseren Kunden und Interessenten und Unternehmen draußen ist, dass der Gedanke an Plattformen in der Cloud sich immer weiter verbreitet. Da können wir später vielleicht noch mal ein bisschen drüber reden. Von mir aus gerne jetzt. Also, wenn du über Cloud sprichst, jetzt ist Cloud ja nichts ganz Neues. Also sind wir mal ganz ehrlich, also es treibt ja, die Wolke schwebt schon länger. Aber was treibt da User, Anwender, Unternehmen ganz konkret aus deiner Sicht an? Also wir haben natürlich immer das Thema Datenschutz gehabt in vielen Jahren. Als Hürde meinst du? Als Hürde, ja, dass die Menschen gesagt haben, nein, unsere Daten sind da nicht sicher. Jetzt haben wir bedingt durch Corona festgestellt, dass man aber die Daten irgendwo haben muss, wo man arbeiten können sollte. Und da ist Cloud natürlich ganz toll. Und es gibt viele coole Konzepte mittlerweile, also angefangen natürlich von den altbekannten Rechenzentren, die man heute so schön als Private Cloud bezeichnet, über hybride Szenarien, wo man also Dinge, die man gerne noch im eigenen Unternehmen hat, eben bei sich zu Hause betreibt und andere Dinge eben in der Public Cloud bis hin zu wirklich reinen Public Cloud-Lösungen. Und ein wesentlicher Aspekt für die Kunden ist da nicht nur, dass es mittlerweile als sicher gilt, sondern dass es auch günstiger ist. Ja, Lift and Shift ist auch so ein Begriff, der schwirrt da auch rum, wenn man über Cloud spricht. Kannst du uns mal kurz aufklären, was steckt da? Ja, das ist richtig. Lift and Shift ist eigentlich so ein Szenario, das hat Microsoft mal erfunden, dass man sagt, man kann eigentlich eine Software, die heute on-premises läuft, auch in der Regel in der Cloud betreiben. Das heißt, man nimmt die Server, die man heute bei sich im Rechenzentrum stehen hat und transportiert die sozusagen auf eine virtuelle Infrastruktur in der Cloud und kann die dann dort weiter betreiben. Und der große Vorteil dabei ist, dass das, was die Kunden in der Regel bei der eigenen Infrastruktur nicht betrachten, also wie so ein Eisberg. Die Lösung ist nicht so teuer. Ich kaufe erstmal die Software und dann kaufe ich die Server. Aber ich habe ja noch Betriebskosten. Ich muss meine Server updaten, ich muss mein Personal bezahlen, ich muss Updates einspielen und ähnliche Dinge. Das heißt, die Kosten für On-Premises-Lösungen liegen eigentlich unter der Wasseroberfläche. Und bei Cloud-Lösungen bezahle ich meine Subscription-Fee und vielleicht ein bisschen Training und das war's. Das war heute so ein bisschen auch der rote Faden, so das Beste aus allen Welten verbinden. Vielleicht ist eben das auch eine Lösung, eine Art hybride Lösung im Zweifelsfall. Ja, Plattformen ist vielleicht auch noch so ein Stichwort. Plattform, Cloud ist jetzt für dich nicht das Gleiche. Nein, also natürlich ist Plattform etwas, was in einer Cloud läuft. Aber Plattformtechnologie ist eigentlich nochmal ein Schritt weiter. Das ist die Möglichkeit für Unternehmen auf Basis einer Plattform, sich ganz individuelle Lösungen zusammenzustellen. Das ist so ein bisschen wie Bausteine. Also ich gehe auf eine Plattform und sage zum Beispiel, ich möchte dort natürlich vielleicht Dokumentenmanagement-Lösungen bauen, aber ich kann dann sagen, ich möchte einen Baustein für Scanning, ich möchte einen Baustein für Payment, ich möchte einen Baustein für Klassifikation oder ähnliche Dinge und so wachsen diese Plattformen. Also ich kann mir mein individuelles Menü zusammenstellen und bekomme immer das, was ich möchte, was ich sonst on-premises eben über viel Consulting bekomme. Künstliche Intelligenz, lass uns dazu sprechen. Du bist ja schon so ein bisschen, ich glaube, ich darf es verraten, so ein kleiner Techie. Ich will jetzt nicht sagen, Nerd, hast 3D-Drucker zu Hause und einige technische Spielzeuge.
Aber ich verfolge auch deinen eBay-Kleinanzeigen-Account. Also ich sehe immer, was du dann schnell auch wieder abstößt. Ja, künstliche Intelligenz ist natürlich aber was, das wird uns begleiten. Das wird so schnell Absolut. Nicht abgestoßen werden. Erklär uns ein bisschen aus deiner Sicht, wo geht die Reise da im Business-Kontext hin? Absolut. Also das war bis vor wenigen Jahren ein Thema, wie du so schön gesagt hast, für Nerds. Da hat man zu Hause gesessen im Kämmerlein und hat den Roboter programmiert, der durchs Wohnzimmer gefahren ist, ohne ans Sofa zu steuern. Heute haben wir das in unseren Rasenmäherrobotern, in unseren Staubsaugerrobotern. Wir haben ganz viele Basistechnologien hier in solchen digitalen Assistenten oder in der Alexa zu Hause. Da ist sowas wie Sprachverarbeitung drin, da ist Maschinenlernen drin und all diese Technologien werden in Zukunft gerade im Business-Kontext dazu helfen, dass der Benutzer entlastet wird von typischen Routinearbeiten. Also Prozesse zum Beispiel kann man wunderbar automatisieren und mit ein bisschen Intelligenz versehen. Und gerade so in unserem Umfeld das Thema Dateneingabe, da muss man schon ab und zu noch mal tippen. Also die Tipperei zur Verschlagwortung von Dokumenten, die ist wahrscheinlich in Kürze Vergangenheit. Ich habe es vorher kurz erwähnt, eben die Realität ist ja, dass wir gerade so im Customer-Bereich zu Hause eben vielleicht schon einen Schritt weiter sind als dann oft im Business-Kontext, in dem dann eben erstaunlicherweise doch noch viel zu Fuß passiert. Jetzt haben wir heute schon über Auslesen von Indexierung gesprochen, also die Klassifizierung von Dokumenten. Was ist da so der nächste Schritt ganz konkret im Dokumentenmanagement oder Enterprise Content Management Umfeld und kann da vielleicht auch Cloud und mehr Technologie im Sinne von mehr Rechenleistung einfacher, schneller an den Ort bringen, wo ich sie brauche, vielleicht sogar helfen? Ja klar, absolut. Also gerade künstlich intelligente Systeme basieren darauf, dass ich eine große Lern- und Trainingsmenge habe. Also ich muss Wissen in das System bekommen. Und gerade in Cloud-Umgebungen gibt es extrem viel Wissen, was ich benutzen kann, was nicht mal etwas kostet. Wissen über Dokumente, Wissen über Kontexte, Wissen über Zusammenhänge in Geschäftsprozessen. Und dieses Wissen benutzen KI-Lösungen, um damit den Anwender zu unterstützen. Also nicht nur zum Beispiel aus der Rechnung mal den Mehrwertsteuerbetrag zu extrahieren, sondern einfach mal alles, was so reinkommt an Dokumenten, an E-Mails, einfach durchzulesen von der KI und die sagt, das ist eine Bestellung, da möchte jemand von mir ein Prospekt, da möchte jemand sich bei mir bewerben. Also diese ganzen Themen, die wir heute manuell machen, das kann eine KI in Zukunft für uns übernehmen und das auch entsprechend zu sortieren. Ja, wenn wir jetzt so einen Zukunftsforscher wie dich hier dabei haben, dann wollen wir auch ein bisschen was lernen. Wenn wir über KI lesen, dann stolpert man ab und zu über den Begriff Digital Twin. Erklär uns auch nochmal auf, was steckt da dahinter und konkret, wir haben ja Kunden aus allen Branchen, was ist so ein typischer Einsatzzweck vielleicht auch? Das ist ein ganz heißes Thema im Augenblick. Das fing eigentlich mal an in der Raumfahrt, dass man versucht hat, Dinge zu simulieren. Vielleicht kennen alle den Film Apollo 13, wo man quasi an dem wirklichen realen Twin von der Raumkapsel Fehlerbehebung betrieben hat. Und als das dann mit den Computern besser wurde, hat man digitale Abbilder von realen Objekten gemacht, in der Regel im Maschinenbau, zum Beispiel von großen Anlagen und Maschinen. Und die kann man eben digital betreiben. Die bekommen Parameter und Daten von den wirklichen Maschinen. Und dort kann ich Dinge testen. Ich kann zum Beispiel sagen, wann geht das Ding kaputt? Oder mit welchen Geschwindigkeiten kann ich irgendetwas bewegen? Und da ist natürlich so eine Software, wie wir sie machen, ganz prima, weil da kann ich ganz viele von den Daten halten, die man braucht, um diese Digital Twins zu füttern. Ist aber nicht zu verwechseln mit Virtual Reality jetzt wieder. Also jetzt auch könnte man nee. Wieder Spielzeug erstmal nehmen und sagen, aus der Drohnenwelt, du hast eine Drohne, oder? Verkauft. Aus der Drohnenwelt, also Brille auf und im virtuellen Raum dann fliegen, beziehungsweise im echten Raum, aber in der durch die virtuelle Brille einfach nochmal angereichert. Das ist ein Schritt weiter tatsächlich. Also die Digital Twins dienen dazu, das ist heute so im Bereich Augmented Services so ein Stichwort. Also wenn wir zwar jetzt ein Flugzeug reparieren müssten, das können wir wahrscheinlich nicht. Wir könnten Lego, aber eine weiß nicht, also ich würde es nicht tun bin ich wollen. Bin näher dran vielleicht, als ja. immer im Moment. Also da setzt man halt so eine Augmented Reality Brille auf, da kann ich durchgucken, ich sehe das wirkliche Bauteil vor mir und ich sehe überlagert zum Beispiel den Digital Twin, sagen wir von einem Fahrwerk. Und dann habe ich eine Anleitung, was ich jetzt tun muss, um zum Beispiel einen Stoßdämpfer auszutauschen. Also die Software leitet mich an, das ist eine Mischung aus künstlicher Intelligenz, aus Daten in der Cloud, aus diesen Digital Twins und die sagt mir, jetzt musst du diese Schraube lösen und mit dem Drehmoment anziehen und den Stoßdämpfer austauschen und das ist eigentlich das, was tatsächlich passiert. Und das ist nicht Science Fiction. Das ist also tatsächlich das, was heute da draußen im Servicebereich schon ist und es kommt auch immer mehr in den Trainingsbereich. Wir haben ja eine Einheit, die sich zum Beispiel mit Sicherheit und Polizei beschäftigt und Polizeitraining ist immer so ein Ding. Also realistisches Training von Polizeikräften ist eine ganz schwierige Sache und das machen die heute mit solchen VR-Geschichten. Also die bauen tatsächlich
tatsächlich Räumen nach, wo man physikalische Trennungen hat. Und dann werden darüber echte Bilder projiziert. Du bekommst eine VR-Brille auf und dann hast du eine Geiselnahme in einem Haus, in richtiger Umgebung. Das ist so realistisch. Ich durfte das mal ausprobieren. Das ist so realistisch. Ich wurde auch erschossen, also insofern war das blöd. Aber das, du kommst da raus, du bist durchgeschwitzt, du hast Stress. Das ist so das Nächste, was man heute machen kann an Training am wirklichen Objekt. Ja, man merkt, du bist Enthusiast, du bist eben Evangelist, beschäftigst dich mit Technologie, schaust ganz bewusst natürlich auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Lass uns noch mal kurz auf den Boden der Realität kommen und über ja auch unsere Kunden, Anwender, Interessenten sprechen. Ja, was ist so aus deiner Sicht jetzt zeitnah, vielleicht wenn wir mal über den Horizont von den nächsten 1-2 Jahren sprechen, das, was dort ankommen wird? Also noch mal weg aus dem Polizeiübungsraum ins alltägliche Business. Also wir werden zum einen durch die ganzen neuen Technologien eine deutliche Verbesserung der sogenannten User Experience erfahren. Also die Entscheider in der Industrie, die Anwender werden jünger und da möchte niemand mehr vor einer Software sitzen, weil er erst mal 3 Wochen lernen muss, bevor er die bedienen kann. Also die Software wird sich auf die Benutzer einstellen, die Oberflächen intuitiver werden, wird einfacher werden, wird auch Dinge eines Benutzers vorausahnen können. Also wenn du immer verschiedene Dinge tust, kann so eine Software lernen, das ist dann wieder so eine KI-Komponente in der Software und kann dich unterstützen und sagen, du möchtest jetzt bestimmt Folgendes tun. Wir hatten das schon mal vor 20 Jahren, hat es nicht funktioniert. Mittlerweile ist die Technologie soweit. Und das Zweite, was uns sicherlich erwarten wird, ist wirklich das Thema im Bereich der Datenverarbeitung. Die Tipparbeit wird uns abgenommen werden. Und das ist nicht mehr fern. Wir arbeiten selber an diesen Technologien und ich denke, wir werden in Kürze auch von uns da spannende Sachen sehen. Ja, super. Also viel Technologie, die helfen kann. Jetzt interessiert mich noch auch bei dir und ich kann dir gleich sagen, Volltextsuche ist schon belegt. Was sind denn die Themen und Funktionen, die du auch als Technikfreak nicht mehr missen willst im Alltag mit der Arbeit mit Enterprise Content Management Lösungen? Das ist tatsächlich unsere Web-Technologie, die wir mittlerweile haben, die mir die Möglichkeit gibt, überall zu arbeiten. Also wir haben ja schon immer darüber gesprochen, dass Enterprise Content Management Systeme dazu führen, dass ich meine Daten immer parat habe, aber wir waren teilweise eingeschränkt durch Betriebssystemumgebungen oder andere Dinge. Und dadurch, dass wir wirklich mittlerweile wunderbar zu benutzende Web-Technologie haben, kann ich wirklich überall arbeiten. Und ich brauche auch nicht mehr eine superschnelle Verbindung, sondern ich brauche einfach nur irgendein Endgerät, was einen Webbrowser aufrufen kann und dann kann ich arbeiten. Und das war, glaube ich, vor 2 Jahren noch eher Science Fiction. Ja, das ist Realität. Mit dir hat es jetzt aber unheimlich Spaß gemacht, eben auch die Perspektive Zukunft ganz bewusst einzunehmen, auch ein bisschen ja, vielleicht weiter in die Zukunft zu gucken, auch wenn viele der Anwender und Kunden jetzt erstmal Schritt 1 und 2 gehen müssen, bevor dann vielleicht der dritte, über den wir auch gesprochen haben, eben dann in der Realität ankommt. Vielen Dank für diesen Blick eben in die Welt der Technik und Innovationen. Ja, und wir kommen jetzt quasi aus der Innovationswolke nochmal Richtung Erde geflogen, denn wir wollen natürlich das Ziel nicht aus den Augen verlieren und ja, wir wollen auch nochmal hoch hinaus, denn unsere nächste Perspektive ist die Perspektive Freiheit. Freiheit ist natürlich ein hohes Gut und der junge Mann, der uns jetzt gleich zugeschaltet sein wird, über den hat einst Reinhold Messner gesagt, er hat das Klettern neu erfunden, er ist Extremsportler, hat unzählige Rekorde zusammen mit seinem Bruder aufgestellt. Die Huber-Burm sind ein Begriff in der Kletterszene, im Speedklettern und generell im alpinen Bereich. Super spannend natürlich die Frage an ihn. Ja, was bedeutet für ihn Freiheit und wie hat er die letzten Monate erlebt unter der Einschränkung, die natürlich auch für ihn galt? Und vor allem, wie hilft Digitalisierung ihm und was können wir von den Bergen und seinem Sport lernen? Wir begrüßen jetzt gleich live zugeschaltet bei uns Alexander Huber von den Huber-Burm. So, dann schauen wir mal. Ich habe schon was gehört, aber ein Bild haben wir noch nicht. Da ist er. Servus Alexander, du hörst mich, siehst mich? Servus, ich höre euch gut. Ja, perfekt. Wir freuen uns sehr. Als bayerische Brüder im Geiste haben wir zwei uns im Vorfeld auf das Du geeinigt. Wir schalten hier gerade von Berlin ins Berchtesgadener Land. Ich selbst bin Tölzer, also wohne unweit quasi von dir, kann man sagen. Und wir freuen uns extrem, dass du dir die Zeit genommen hast und heute dabei bist. Die Freude ist ganz meinerseits. Ich freue mich drauf.
Ja, super. Jetzt wollen wir mit dir über die Perspektive Freiheit sprechen. Natürlich dann im Verlauf des Gesprächs auch über Digitalisierung. Lass mich mal so anfangen, dass Friseure vielleicht in den letzten Monaten zugehabt haben, das war für dich vielleicht verschmerzbar, aber für einen Menschen, der die Freiheit liebt und das Bergsteigen, das Extremklettern ist natürlich Freiheit pur. Lass uns ein bisschen in deine Seele schauen. Wie sehr hat es dir wehgetan, auch unter den Einschränkungen zu leben, die wir alle verkraften mussten? Naja, man spricht ja gerne davon, in den Bergen lebt die Freiheit, und in gewissem Sinne konnte ich tatsächlich auch immer noch die Freiheit in den Bergen leben, habe da sicher auch das Glück, dass ich ja im Berchtesgadener Land die Berge direkt vor meiner Haustüre habe, aber ich habe natürlich ganz massiv die Einschränkungen zu spüren bekommen, weil ja letztendlich meine Erwerbstätigkeit, und zwar in ganz überwiegendem Teil, die Vorträge sind. Und die Vorträge, die sind natürlich von einem Tag auf den letzten weggebrochen. Ich weiß noch, 15. März war ich im Haus Leipzig, Full House, fast 1000 Besucher. Und es war wirklich die letzte große Kulturveranstaltung in Deutschland, weil ja Leipzig dort als letztes noch Veranstaltungen durchführen konnte. Und das ist dann schon relativ krass, wenn es von 100 auf 0 geht. Aber es war natürlich auch für alle zu verstehen, da kommt ein Problem auf uns zu, das wir nur sehr schwer einschätzen können. Und gerade große Veranstaltungen bergen hier natürlich ein großes Risiko. Jetzt wollen wir mal gucken. So krass wie wiederum. Alexander, ja. Du hast gerade gesagt, 1000 Gäste. Normalerweise, ich bin mir gar nicht sicher, wie viel wir jetzt heute haben. Wir müssen gleich mal gucken. Letzte Woche hatten wir schon über 700 Anmeldungen meines Wissens nach. Also vielleicht können wir da fast mithalten. Jetzt ist es aber so, Digitalisierung, ich meine, wir haben doch gerade ein schönes Beispiel, hat doch vielleicht auch geholfen in der Zeit, sage ich mal, dann über den einen oder anderen Schmerz wegzukommen. Aber du wirst sagen, es ersetzt natürlich nicht das, was du sonst erlebst. Naja, ich muss jetzt schon wirklich sagen, ich bin über jede Sache glücklich, die wir tatsächlich zurzeit noch veranstalten können. Und das Einzige, was derzeit wirklich sinnvoll machbar ist, ist eine digitale Veranstaltung. Und da habe ich auch zwei Publikumsveranstaltungen gehabt, wo ich eben wiederum dankbar bin, dass man da durchaus dann sehr viele Leute erreichen kann. Also bei der einen Veranstaltung waren es 8.000, bei der anderen 10.000. Also da geht schon was. Aber natürlich habe ich schon auch immer davon gelebt, dass wir das Ganze maximal von der Qualität her produzieren wollen. Und das heißt auf großer Leinwand mit guter Beschallung. Und das ist natürlich jetzt vom Digitalen her limitiert. Aber man darf da nicht jammern, sondern man muss das Positive sehen. Man muss ja im Positiven sehen, was hier das Digitale leisten kann. Und das ist dann doch zumindest eine gewisse Präsenz. Und auch wenn ich das Publikum im direkten Sinne nicht spüren kann, so weiß ich doch, dass auf der anderen Seite die Leute da sind, und das alleine macht mich schon glücklich. Und ist Digitalisierung jetzt für dich generell am Berg, sage ich mal, auch eher Fluch oder Segen? Also ich denke einerseits an die Selfie-Sticks auf der Zugspitze oder sonst wo, die man vielleicht jetzt auch mit Augenzwinkern betrachten muss. Auf der anderen Seite hat Digitalisierung doch sicher eine wichtige Rolle auch eingenommen. Wie siehst du da so ein bisschen den Zwiespalt? Naja, ich bin ja selber aus der wissenschaftlichen Welt raus, und zwar war ich am Lehrstuhl für die Ski, bevor ich dann 1998 mein Laufbahn diesbezüglich beendet habe. Und da sieht man jetzt schon mal die Stärken von der Digitalisierung. Durch die Digitalisierung konnte man es erreichen, dass man global das Wetter modellieren kann. Und wir als Bergsteiger profitieren im direkten Sinne davon, weil wenn wir jetzt zum Beispiel im Himalaya unterwegs sind oder in Patagonien beim Bergsteigen, dann können wir, egal auf welchem Punkt auf der Erde wir jetzt gerade sind, das Wetter abrufen. Wir können eine Prognose erhalten, und das bringt ein ganz großes Stück weit Sicherheit, weil es quasi heute fast ausgeschlossen ist, dass man völlig blind in einen großen Wettersturz hineinklettert. Man bekommt dann von den Meteorologen die entsprechende Vorwarnung, und deswegen können wir von dem her sicherer planen. Also hier ein ganz klarer Vorteil, den die Digitalisierung heute bringt.
Jetzt hältst du Vorträge, du hast es gerade schon verraten, eben auch zum Thema Analogie zwischen Beruf und Berg. Lass uns dazu sprechen, das ist ja ganz spannend. Also wir wollen ja heute unsere Zuschauer auch im besten Fall was von dir mitnehmen. Viele kennen dich natürlich, für manche magst du neu sein, aber ganz viele, glaube ich, kennen dich. Was können wir von dir lernen? Was kann man von so einer Mont Blanc-Besteigung oder Ähnlichem, sage ich mal, übertragen in die Businesswelt, sage ich jetzt mal so? Was kann der Geschäftsmann, was kann derjenige, der den Digitalisierungsprojekt vor der Brust hat, vom Berg und dir vielleicht lernen? Also ich würde es mal ganz einfach erklären, dass Bergsteigen eben eine sehr bildreiche Sprache hat. Wenn wir ein Ziel haben, dann ist es ein sehr offensichtliches Ziel. Das heißt, der Berg, der Gipfel und dieses Ziel, das ist tatsächlich übertragbar auf viele Bereiche des Lebens. Das kann ein größeres Projekt sein im Leben oder auch eine Problemstellung. Dann kann ich jetzt erklären, wie gehe ich als Bergsteiger das an. Ich attackiere den Berg ja nie blind. Solange ich in Distanz noch bin, versuche ich mir einen Überblick zu verschaffen. Wo könnte der Weg des geringsten Widerstands zu meinem Ziel sein? Ich weiß aber auch, wenn ich immer nur um den Berg herumlaufe, dass auf der Rückseite des Berges der Berg immer noch gleich hoch ist. Irgendwann muss ich schon mit dem Aufstieg beginnen. Das heißt, immer nur analysieren bringt einen nicht vorwärts. Analyse ist eine wichtige Voraussetzung, um eine gute Informationsbasis zu haben. Aber irgendwann muss ich lossteigen. Wenn ich am Bergsteigen bin, dann weiß ich es aus meinem Leben heraus, dann wird es bei Zeiten richtig unangenehm. Dann wird man auch überrascht von einem Wettersturz, muss man kurzzeitig einmal wieder zurückziehen. Und wenn man aber dann dranbleibt, dann kann man es auch zum Ziel schaffen. Je mehr Energie man hineinstecken muss, umso schöner ist es dann, wenn man am Ende das Ziel auch erreicht. Und das lässt sich auf so viele Bereiche des Lebens übertragen. Bildhaft. Das war jetzt natürlich schon sehr bildhaft. Lass uns noch mal ein bisschen konkreter werden. Wenn man sich zum Beispiel, und das ist sehr sehenswert, euren Film anschaut, ist jetzt schon ein paar Jahre alt, glaube ich, eben auch Leben am Limit, eben, glaube ich, auch entstanden. Ein wirklich toller Film, glaube ich, mit Oscar-Regisseur auch an Bord. Ganz tolles Material. Dann sieht man schon, ihr plant ja so ein Projekt wirklich detailliert. Also da wird festgelegt im Yosemite für die erste Etappe beim Steilklettern 2 Minuten, nächste Etappe 3:30. Also ein penibler Projektplan, würden wir dazu sagen. Ja, wie geht man jetzt damit um? Und das ist doch auch wieder eine Parallele, wenn einem so ein Plan zerhagelt wird. Ob das jetzt durchs Wetter ist oder eben Einflüsse, die man auch gar nicht im Griff hat. Man rutscht vielleicht ab und verletzt sich, wie auch immer. Ähnliches passiert ja in Projekten auch. Man hat Einflüsse von außen, die man im Vorfeld trotz bester Planung vielleicht gar nicht beeinflussen kann. Hast du da Tipps, wie geht man damit am besten um? Also ich denke, das Wichtigste für jedes Projekt ist immer noch eine gute Idee. Und da bin ich beim Bergsteigen ganz klar auf der Sicht, dass die besten Bergsteiger immer die waren mit der größten kreativen Kraft. Wenn man gute Kreativität besitzt, dann findet man auch die interessanten Ziele. Dann hat man das Ziel und man weiß, dieses Ziel, das kann es wirklich bringen. Und so wie wir es im Film Am Limit erlebt haben, bei unseren Versuchen zum Speedrekord an der Nose zu kommen, da merkt man, dass auch bei bester Planung manchmal die Dinge einfach nicht gut laufen. Dann ist ja ganz wichtig, dass man Reflexion betreibt, dass man sich selbst reflektiert, ob es jetzt im Endeffekt das Ergebnis ist, dass ich überfordert bin von dem Ziel, dass es für mich einfach zu viel ist, dann wäre es natürlich auch ziemlich dumm, dieses Ziel weiter zu verfolgen. Man muss einfach mal anerkennen, wenn Ziele zu anspruchsvoll sind, dass man auch zurückziehen muss. Oder man merkt aber, wie bei uns im Film Am Limit, dass wir rein prinzipiell ja sehr wohl in der Lage sind, uns diesen Rekord zu holen. Nur, es ist einfach schlecht gelaufen. Wir mussten einen schweren Rückschlag einstecken. Ja, dann ist es aber eben ein Zeichen eines starken Teams, wenn man sich danach wieder aufrafft, an sich glaubt, sich erneut vorbereitet und dann ganz wichtig wieder reflektiert, schaut, was waren eigentlich der ursächliche Fehler, so wie bei uns das Hauptaugenmerk auf den Speed zu legen, die Sicherheit ein bisschen vernachlässigt zu haben. Und wenn man dann eben die richtigen Schlüsse draus zieht, noch einmal antritt mit voller Energie und es dann zum Ziel schafft, dann kann man wirklich Großes gewinnen. Und lernst du am meisten aus dem Projekt an sich, aus dem Erfolg am Gipfel zu stehen oder vielleicht sogar aus dem Scheitern? Also wo nimmt man am meisten mit für sich persönlich? Ich
Ich würde mal sagen, gerade solche Rückschläge sind natürlich sehr lehrreich, weil man dann mit einem Mal merkt, man war wirklich an der Grenze. Und wenn man an der Grenze operiert, dann können ja auch mal Dinge passieren. Das Wichtige ist, dass es nur keine fatale Unfälle sind. Fatale Unfälle, die würden einfach bedeuten, jetzt in der Welt der Wirtschaft, dass ein Projekt komplett zugrunde geht. Wichtig dabei ist, dass man eben dann sich neu aufsetzt, versucht, sich Gedanken darüber zu machen, was ist da schiefgelaufen. Und wenn man es dann schafft, dann kann man sehr viel dabei lernen. Eben auch dieses Selbstvertrauen, das man dann aufbaut, weil man ja grundsätzlich an sich geglaubt hat und dann mit neuer Energie am Ende doch zum Ziel kommt. Und dann weiß man, es zahlt sich aus, wenn man dranbleibt und nicht den Kopf in den Sand steckt. Jetzt gibt es Bedenken, Stichwort Kopf in den Sand stecken, auch wiederum bei Digitalisierungsprojekten. Natürlich scheut sich der eine oder andere. Es hat auch mit Veränderung zu tun. Man muss aus seiner Komfortzone raus. Und jetzt sage ich mal so, so einen Berg zu besteigen und so Extremes zu machen, das ist ja eigentlich Irrsinn, könnte man sagen, und völlig unnatürlich. Du begibst dich da bewusst in unnötige Gefahr, kann man sagen. Und da hat bei dir im Leben, ich glaube, so viel darf ich verraten, schon auch das Thema Angst und Bedenken eine ganz zentrale Rolle gespielt. Wie bist du da mit dir selber umgegangen? Wie hast du da rausgefunden? Und auch da, was kann man vielleicht wieder lernen für den Alltag? Ich habe in ganz vielerlei Hinsicht Angst am Berg erlebt und deswegen auch immer mein Credo, die Angst ist dein bester Freund, weil wenn tatsächlich ein Gefahrenmoment auftaucht, ich aus diesem Grund hier aktiv werde, vom Denken her, ja, wenn Gefahr da ist, dann drückt sich das aus, indem dass ich Angst empfinde in diesem Moment. Ja, da muss ich für mich selber herausfinden, was bewegt das in mir. Wenn ich weiß, ich habe wiederum die Sache im Griff, es ist zwar prinzipiell gefährlich, aber ich bin vom Können her der Situation gewachsen, ja, da muss ich konzentriert sein und mit voller Konzentration zu Werke gehen, dann werde ich das auch sicher durchstehen. Und dann löst eben die Angst in mir nichts anderes aus als volle Konzentration. Wenn mich die Angst dagegen nervös macht, weil ich das Gefühl habe, es nicht wirklich gut im Griff zu haben, ja meine Güte, dann ist es aber auch wirklich genau der Moment, wo ich zum Schluss kommen muss, bis hierher und nicht weiter. Jetzt ist der letzte Moment des guten Umkehrens und wenn man hier dann trotzdem noch weitergehen würde, dann wäre man schlicht und einfach ein Hasardeur. Und da kann ich nur eines sagen, in der Welt der Berge ist es ganz scharf, weil in der Welt der Berge sind die Hasardeure noch nie weit gekommen. Die kamen bei Zeiten zu schnellen Erfolgen, aber sie übertauchten das nie besonders lange. Und das ist eben so das Plakative beim Bergsteigen, weil es doch sehr radikal ist, weil es sehr gefährlich ist. Und da muss man sich einfach ständig bewusst werden, in welchem Umfeld man sich bewegt. Ja, aus dem Extrem kann man natürlich lernen. Zum Glück sind die Fehler dann oft nicht ganz so fatal. Und in der Businesswelt meine ich jetzt, natürlich kann auch ein Projekt da scheitern. Aber zum Glück geht es uns wie dir. Wir haben bisher ganz viel Glück gehabt und natürlich auch tolle Leistung an den Tag gelegt, so wie du auch. Wir haben ja mit dir jetzt viel lernen dürfen natürlich zu dem Thema Analogie. Dafür bin ich dir erstmal schon mal viel sehr, sehr dankbar. Und ich will vielleicht auch sagen, ja, an der Stelle ist es auch ganz beruhigend, dass ein wilder Kerl wie du vielleicht auch Bedenken oder Angst hat, aber weiß damit umzugehen und eben dann auch die richtigen Kniffe hat, die wir vielleicht auch in unseren Alltag übertragen können. Insofern bin ich dir ganz persönlich und natürlich unsere Zuschauer mit Sicherheit auch sehr verbunden. Sei nochmal der Hinweis erlaubt, gerne auf eurer Seite sich umzuschauen, glaube ich, da gibt es auch nochmal Spannendes in der Nachlese. Und an der Stelle darf ich mich jetzt einfach bei dir ganz, ganz herzlich bedanken. Ich sende die besten Grüße ins Berchtesgadener Land. Ich hoffe, du bleibst noch lange aktiv und gesund. Ich glaube, wir haben im Hintergrund deine Familie, soweit ich das wahrnehmen konnte, gehört. Genau, das ist einfach so dieses Typische im Homeschooling und den ganzen Dingen, dass natürlich jetzt mittlerweile überall bewegte Haushalte sind. Bei mir ist eben auch das Haus richtig voll. Wir haben Full House und ich glaube, wir haben eben gerade 3 Konferenzen, aber so hat jeder seinen kleinen Winkel im Haus und ich denke, das gehört heute zum Leben dazu. Ja, und nochmal, ich bin ganz beruhigt, dass auch dich die weltlichen Probleme ereilen. Also insofern vielen Dank nach Berchtesgaden, den Huberwurm und im Speziellen dir, Alexander Huber. Bis bald. Euch auch noch eine gute Zeit. Immer schön auf die Angst hören, sich damit auseinandersetzen, den richtigen Weg finden oder wie ich immer beim Bergsteigen sage, schön bewusst bergsteigen. Und immer schön festhalten und nie loslassen.
Ja, super. Das war doch ein schönes Schlusswort aus Bayern. Ja, und damit kommen wir schon zum Ende der Digital Perspective 21. Ja, es war super spannend für mich. Ich hoffe natürlich auch für Sie, ja, die unterschiedlichen Perspektiven heute zu erleben. Und wir hoffen natürlich sehr, dass Sie etwas davon mitnehmen für die Realisierung Ihres nächsten optimalen Projekts. Sie sind natürlich herzlich dazu eingeladen, jetzt gerne noch um 12.45 Uhr dann mit den Experten zu chatten in unseren Q&A-Sessions. Selbstverständlich stehen wir da zur Verfügung mit unserer Expertise und am Ende natürlich auch mit unserer Software. Mir bleibt an der Stelle vor allem vielen Dank zu sagen, nochmal an alle Gäste, die heute hier teilgenommen haben. Im Übrigen, kleines Detail, alle sind hier kostenfrei aufgetreten. Wir werden für jeden Referenten 100 Bäume spenden und pflanzen, also hier auch nochmal was zur Natur beitragen, ja, und für unsere Zukunft am Ende auch. Ich bedanke mich natürlich beim ganzen Team hier hinter den Kameras und den Kulissen. Da ist viel passiert. Es hat super geklappt, auch unter diesen schweren Bedingungen zu arbeiten. Und nicht zuletzt sage ich Danke an Sie für die rege Teilnahme. Ohne Sie hätte das Ganze ja gar keinen Sinn gemacht. Ich freue mich jetzt auf die Gespräche im Nachgang, wünsche Ihnen alles erdenklich Gute. Bleiben Sie vor allem gesund und bis zum nächsten Mal.